hab ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Unglücklich, schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus, Leute. Kuss geht raus. Aber wirklich dieser andere Schmatzer. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr heute beim Stream dabei seid. Und willkommen zum heutigen Stream. Willkommen, willkommen, willkommen. Leute, ich habe richtig gute Laune. Ich habe so Bock auf den Stream. Und ja, wir machen jetzt eine gemütliche, einstündige Session umgeklickt. Und um 21 Uhr geht es mit der Dienstagsgruppe rein in der Among Us. Also mit komplett anderer Gruppe als sonst. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, wer heute dabei ist. Ein paar Leute, mit denen ich noch nie gespielt habe. Wenn ich es jetzt finde. Nee, ich finde es nicht. Egal, Leute. Doch, hier habe ich es gefunden. Aber es sind noch nicht alle, die sind nicht alle aufgelistet. Hier, der Sepp hat es geschrieben von Pietsmeet. Dalukat, Anni the Dark, Lara Love, Bonjour, Schlorox, Tinker, Leo, Vlesk, Unge. Da fehlen noch zwei, also einmal noch Kaya Jana, aber ich weiß nicht, wer da noch fehlt, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall eine komplett andere Gruppe, als wir sonst so sind. Und da bin ich mal sehr gespannt auf die heutige Session, aber erstmal gönnen wir uns jetzt richtig schön ungeklickt zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut, Kuss geht raus, Schabubub, Alter, Kuss und natürlich Dankeschön an über 1000 Daumen nach oben, obwohl wir nicht mehr angefangen haben, vielen, vielen Dank dafür. Ein Dankeschön geht natürlich auch raus an die neuen Subs, wie zum Beispiel 18 cm Mandelkitzler. Das ist natürlich ein Ding, Alter. Du bist geil, Ausrufezeichen. Danke, Oskar Kretzer. Hi, Unge. Alles in Butter. Hoffe, du leidest nicht so sehr unter den Corona-Beschränkungen wie ich. Kuss geht raus. Also erstmal muss ich mal ganz kurz hier den Sound ein bisschen leiser machen. Ich leide jetzt nicht so krass unter den Corona-Bestimmungen. Natürlich ist es doof, ich wohne im Ausland und es können mich weniger Leute besuchen und so weiter und so fort, weil Reisen ist gerade schwieriger und so. Klar, ist natürlich nicht cool und ich finde es auch schade so. Also ich finde Corona halt einfach scheiße. Aber
ich leide jetzt nicht krass drunter, weil ich eh ein Stubenhocker bin und sehr viel zu Hause bin. Ich arbeite von zu Hause aus. Deswegen, für mich ist das jetzt nicht so eine, nicht so ein krasser Einschnitt. Oskar, ich hoffe, bei dir wird es auch wieder ganz schnell besser. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Kuss. Kevin, hab endlich mein eigenes Auto und kann schon in die Werkstatt. Was? Meinst du Corona-Impfstoff, der vielleicht bei zugelassen wird? Ja, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Hoffnungsschimmer. Das ist doch schon, finde ich auch sehr interessant, dass es da so einen Impfstoff jetzt schon gibt. Ja, ich denke, das bietet einiges an Hoffnung. Warum, was hast du für ein Auto geholt, dass du jetzt schon in die Werkstatt musst? Ein Fiat? Joke. No front an Fiat an dieser Stelle. BLP Bank. Hallo, hey Simon. Könntest du bitte im Fullscreen meinen Freund Nino zum Geburtstag gratulieren? Er ist heute 20 geworden und würde sich mega freuen. Danke und Grüße aus der Schweiz. Warte mal, erstmal Nino, Happy Birthday. Ich werde mal ganz kurz Nino noch auf die Geburtstagsliste schreiben. Da steht nämlich heute Nino drauf dann. Und auch Marvin, der hat sich schon vorher angemeldet. Nino, hey, alles Gute zum Geburtstag. Küsse gehen raus, feier deinen Tag schön und genieß die Zeit. Kuss, 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 Kuss. Kuss. So, ganz schnell gehen wir weiter zu Florian Schulte, Julian, vielen Dank, Leon, Dankeschön, Liliana, Schabubub, Kuss, Mr. Flex, hallo Unge, ich kenne dich schon sehr lange und wollte dir nur sagen, ich habe heute Geburtstag, kannst du mich singen? Natürlich, Mr. Flex, Kuss kommt natürlich auch auf die Geburtstagsliste, Kuss, Happy Birthday, mein Lieber. Tobi, Wonax, Lukas Agendorf, hey Unge, wünsche dir liebe Grüße aus der Pfalz, ganz liebe Grüße zurück. Aus Madeira in die Pfalz. Futzade, Tesla-Fanboy. Hey Unge, weißt du, dass es Among Us jetzt in 3D gibt? Könntest du das mal spielen? Kuss an Knubbel. Gibt es ja schon länger. Es gibt ja verschiedene Spielmodi. Es gibt zum Beispiel in Roblox, gibt es eine Among Us-Version. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Kuss, Tesla-Fanboy. Kuss, danke für die Info. Kitty, dankeschön. Massimo, Matteo, Checker und 50 raus. Hallo Unge. Mein Freund Clemens hat sich beim Skifahren beide Arme gebrochen und kann nicht mal mehr alleine aufs Klo. Er hat heute Birthday. Und ich wünsche mir so, dass du ihn gratulierst und singst. Grüße gehen raus an Clemi und alle Jungs. Alter Schwede, Clemens. Bruder, was bist du, Extremsportler? Erstmal Happy Birthday, mein Lieber. Alter Schwede, beide Arme, das ist auch, da hast du aber nochmal Glück im Unglück gehabt. Hätte auch schlimmer kommen können. Clemens, erstmal ganz viel Kraft, ganz viel gute Besserung. Küsse gehen raus und übertreib's nicht mehr mit der Piste. Und natürlich singe ich heute für dich, Clemens. Natürlich singe ich heute für dich. Ey, vielen, vielen Dank, Massimo. Kuss geht raus. Kalle, Namen zusammen. Simon, was denkst du über OW2? Hast du Bock? Meinst du, das kann Leute zu Overwatch zurückholen? Bin gespannt auf die neue Bude. Kuss auf die Nase und einen schönen Stream. Ich sag mal so, ich bin gespannt drauf, weil ich nicht genau weiß, ich weiß immer noch nicht genau, warum die überhaupt Overwatch 2 machen, weil es ja trotzdem noch mit dem alten Spiel zusammen funktioniert. Wird die Engine und alles so viel besser, dass es wirklich ein neues Spiel sein muss? Ich sag mal so, ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf und ich denke, die können wahrscheinlich einige coole Sachen umsetzen in Overwatch 2, deswegen haben die wahrscheinlich eine neue Engine aufgesetzt. Ja, ich denke, es kann schon einiges, es ist schon einiges möglich, denke ich. Ja, das auf jeden Fall. Kuss, Kalle. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Kuss. Nono, dankeschön. Aaron, vielen, vielen Dank. Leute, jetzt war ganz schnell Speedrun. Lena, dankeschön. Simon hat mir Schleswiger vom Shop heute auf mein Auto geklebt. Bin verliebt. Kuss, wenn ich ein Auto sehe, hier auf Madeira, dann mache ich ein Foto. Lena. Kuss geht raus. Kevin, hab mir einen Polo 6N geholt. Habe ja erst seit kurzem den Führerschein. Wollte da noch nicht so viel ausgeben. Ja, aber Werkstatt, ich weiß nicht, wird sie so teuer oder geht's? Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Safirei, hey Unge, beim letzten Mal hast du gesagt, dass Vollbild nicht geht. Geht es jetzt? Ich habe meinen Mini-Paluten genommen und ihm deine Mütze angezogen. Was meinst du mit Vollbild? Natürlich geht Vollbild, aber was meinst du? Was meinst du genau, Safirei? Was meinst du genau? Ich weiß nicht, was du meinst mit Vollbild. Kuss, 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 Kuss. Honey, hey Junge, wenn er wieder niemand mit dir Among Us spielen will, bei Polybridge gibt es ganz viele neue Level. Oh nein, niemals. Honey, niemals. Kuss. Greta, mein Mensch ist weggebackt. Oh nein, wollte heiß sagen. Greta, dann doppelt heiß zurück und Küsse. Leute, jetzt hört mal auf zu daten. Ich will anfangen und es ist viel zu viel hier. Carlo, kannst du das Infovideo von LP mit Kev anschauen? Ja, auf jeden Fall. Der ist ja gebannt worden. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. LP mit Kev. Danke für den Vorschlag, das finde ich sehr interessant. Ich wusste nicht, dass es da ist. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Küsse auf dein Auge. Lukas, Kuss. Jetzt fühle ich mich besonders, weil du meinen Namen gesagt hast. Lukas, so schnell kann es gehen. Noah, Kuss, Oscar, würdest du bitte bei ABK vorbeischauen? Kann ich mir auch aufschreiben. Kuss geht raus. Dankeschön für den Vorschlag. Kennst du dich? Schau mal beim Stream von Evandi vorbei. Der wird gerade gut hops genommen. Haha, je Abo läuft ja 2 Minuten länger. Hab schon 5 Abos gegönnt. Oha, Ehre. Chat, ihr wisst, was das heißt. Wenn ihr Bock habt, Twitch Prime übrig habt, geht mal zu Evanio rüber. Mods könnt ihr mal einen Evanio-Link reinposten.
gehen wir Silvani rüber, lass mal einen Sub da. Für jeden Sub joggt er 2 Minuten länger. Wenn ihr es nur schafft, 10 Leute, dass 10 Leute subben, muss er 20 Minuten länger joggen. Das wäre wild. Kuss. Burcu. Moin Meister, kannst du Jimmy grüßen? Ich bin seine Friseurin, die du gegrüßt hast. Ich wäre so glücklich. Jimmy, ganz liebe Grüße wieder zurück. Kuss, 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 Kuss. Samiri, Kuss. Peiner, John. Hey Simon, wie geht's dir heute? Schau doch mal bei WWS vorbei. Hat der Update zu Artikel 17 hochgeladen. Habe ich schon gesehen. Hat was mit Polen zu tun und dem EuGH. Bin ich sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall auch abchecken. Kuss, wir haben heute so viel auf der Liste. Wir schaffen es gar nicht alles. John, Kuss. Fabsa, lieber Simon, bräuchte dringend etwas Hilfe, beziehungsweise Ratschlag. Können wir einfach auf Twitter, selber Name, privat schreiben. Kuss. Fabsa, spätestens nach meinem Umzug melde ich mich. Moment kurz, also gleicher Name. Ich schreibe es nochmal auf hier oben. Ich habe noch ein paar Leute, denen ich mich melden muss. Spätestens dann nach dem Umzug irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Kuss. Ich hoffe, es reicht für die Zeit her. Idris, Parti Patu, Kuss und Kevin. Ich denke, es wird vom Preis noch her gehen. Ist ja jetzt nichts ultra dramatisches. Hab noch keinen guten, genauen Preis. Und jetzt aufhören zu selten. Ja, tschu. So, Leute, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank. Und Manuel Kitzler nochmal. Zedmon, danke euch. Wir legen los. Wir legen los. Seid ihr ready, Leute? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Okay, gehen wir mal ganz kurz als allererstes zu Elfie mit Kev rein. Denn er wurde gebannt und wenn das so kurz ist, das Video. Elfie mit Kev ist zurück. Alle Videos gerettet. Ah, okay. Krass. Let's go. Hey, Freunde. Das muss ich mal reinschauen. Er wurde gebannt. Wir sind gespannt. Nur ein ganz schnelles, kurzes Update-Video. Ich habe meinen Kanal jetzt vollständig wieder. Es findet gerade ein Prozess statt, alle Videos wieder online zu bringen. Deswegen, ich weiß nicht, ob eure Abo-Box nochmal voll gespammt wird, wenn alle Videos wieder hergestellt werden. Das kann jetzt, keine Ahnung, 1-2 Tage dauern. Ich werde auf jeden Fall morgen noch ein ausführliches Video raushauen, wie es dazu kommen konnte, dass mein Kanal gehackt wurde, was genau passiert ist und. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und ja, ich bin jetzt erstmal mega kaputt. Das waren sehr, sehr anstrengende Tage. Danke für all euren Support. Danke für alle Leute, die mit dabei waren und die Kev Army, die hinter mir stand. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Let's go. Interessant. Also ich bin sehr, sehr froh, dass er seinen Kanal zurück hat, weil er wurde gehackt. Sein Kanal wurde genutzt für so einen Scam. Ein schnelles Update nach dem Hackerangriff. Ja, okay. Morgen gibt es nochmal ein ausführliches Video. Sehr, sehr, bin sehr, sehr gespannt. Also, Küsse gehen raus, der Elfie mit Kev. Hoffe, sowas passiert nicht nochmal. Und dann gehen wir direkt mal rüber von einem dramatischen Video zu einem hoffentlich informativen und lustigen Video. Denn Dave hat ein Video hochgeladen, das heißt, in 72 Stunden reich durch Dropshipping. Und für die Leute, die nicht wissen, was Dropshipping ist, Dropshipping hat allgemein einen eher schlechten Ruf, gerade bei den Käufern. Denn Dropshipping funktioniert ungefähr grob erklärt so, du verkaufst Sachen, die du eigentlich noch gar nicht hast. Als Beispiel, du bietest ein Produkt an, ich nehme jetzt einfach was ganz Einfaches, das besser verständlich ist, du bietest ein Produkt an, zum Beispiel eine Handyhülle. Ja? Und du sagst jetzt, das hier ist die neue, geile Unge-Handyhülle. Da steht da so Unge-Logo drauf und diese Handyhülle verkaufe ich euch für 20 Euro oder für 30 Euro. Ne? So. Ich sage nicht, dass Dropshipping immer grundsätzlich schlecht ist, aber ich bin auch kein Fan davon, sage ich nur, wie es ist. So, ich verkaufe euch jetzt diese Hülle und ihr bestellt die vor. Lieferzeit ist dann meistens bei Dropshipping mindestens 3 Wochen oder länger, denn es passiert Folgendes. Alle Leute, die diese Hülle für 20 oder 30 Euro bestellen, diese tolle Unge-Hülle, die kommen dann auf eine Liste, aha, so und so viel Vorbestellung, sagen wir mal, 10.000 Leute haben die Hülle bestellt. Dann kaufe ich 10.000 Billighüllen für 1 Euro oder 2 Euro oder 3 Euro bei Wish oder bei einer anderen Seite, Alibaba, irgendwelche chinesischen Großmärkte, okay? Und diese Hüllen für 3 Euro, die lasse ich mir dann, wenn ich eine große Bestellung habe, zum Beispiel 10.000 oder 1.000 Hüllen, kann man die customizen lassen. Dann schreibe ich, lasse ich noch da Unge draufschreiben und so macht man dann eine, verkauft man dann ohne großes Risiko, was aber relativ scammy ist. Ne? Logischerweise, ist ja Bullshit sowas, ne? Das haben schon viele YouTuber gemacht. Im amerikanischen Raum vor allem, da gab es einen sehr, sehr großen YouTuber, der heißt Unbox Therapy, den werdet ihr vielleicht kennen. Der hat genau das, was ich gerade erklärt habe, gemacht. Und zwar hat er eine Hülle verkauft, die Unbox Therapy Case. Ja? Und wie man vielleicht schon hier sehen kann, gibt es auch einige Videos dazu. Und ja,
diese Hülle war, also vor allem die erste Version, vielleicht mittlerweile auch, auch stärkere Sachen, aber die erste Version davon war auf jeden Fall ein ganz schöner Scam, sag ich mal, ne? Und da wurde halt einfach eine Hülle für 50 Euro verkauft, die irgendwo in Alibaba für 5 Euro gekauft wurde, so mäßig, wisst ihr, was ich meine? Und das ist so grob erklärt eine Form von Dropshipping. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Formen, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Dave draus macht, wenn er sagt, 72 Stunden reicht. Also ich halte deswegen davon nichts. Aber Dropshipping ist nicht immer was Negatives. Manchmal hat man vielleicht keinen Bock, was aus China zu bestellen, weil man keine Lust hat, darauf zu warten, vielleicht weil es unzuverlässig ist, und dann bestellt man vielleicht über einen anderen Anbieter, der Dropshipping anbietet und so. Deswegen, ich will es nicht haten grundsätzlich, aber ich halte nicht so viel davon. So, schauen wir mal rein, was der Dave daraus macht. Let's go. Want to sell it online in minutes? With Wix e-commerce, you can do just that. Meet Angel, founder of the Spice Suite, a $2 million multi-channel. Dropshipping. Seit Jahren ein unendlich riesiges Thema auf YouTube mit unzähligen Uploads. Oh mein Gott, wie das schon aussieht. Diese erste Seite, guck mal. Wir können es mal in Slow Motion laufen lassen. Das sieht ja, ich will dir niemandem was unterstellen, ne? Aber die erste Seite sieht schon einfach aus wie Scam. Ich hasse genau solche Videos und Titel. Dropshipping. Seit Jahren ein unendlich riesiges. Guckt euch jetzt bitte einfach mal an. Erstmal diese Werbeanzeigen. Thema. Und dann kommt, guckt ihr das. Auf YouTube mit unzähligen. Dropshipping, mit wie viel Geld und sowas. Es geht, das ist so, das sind so richtige Scams. Ist wie sowas, Comedy-Gruppe. In allen erdenklichen Sprachen, jeden Tag. Comedy-Gruppe. Vermutlich hat jeder von euch schon mal Sachen gehört wie innerhalb von 5 Tagen 8.000 Euro Umsatz generiert. 462.000. $100,000 Shopify Dropshipping Store. Aber was ist wirklich dran an diesem ganzen Thema? Was ist Dropshipping? Ja, du kannst mit Dropshipping sehr, sehr viel Geld verdienen auf Kosten der Kunden, denn meistens verkaufst du ein Produkt einfach nur teurer weiter. Und deswegen. Wie funktioniert das Ganze und ist es wirklich für jeden möglich, innerhalb von kurzer Zeit viel Geld damit zu verdienen? Ihr könnt es euch schon denken, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Viel Spaß mit Wie schwer ist es, in 72 Stunden mit Dropshipping reich zu werden? Die Sache ist, Dropshipping funktioniert halt immer noch besser, wenn du jemanden hast oder wenn du jemand bist mit Reichweite. Also zum Beispiel ein großer YouTuber, ein Streamer, kann sehr, sehr leicht ein Dropshipping-Business aufbauen. Denn du hast ja kein großes Risiko, denn du kaufst ja erst, wenn du dein Geld ist angekommen und dann kaufst du erst die Sachen, weißt du, was ich meine? Und das heißt, du hast kein Risiko und kannst damit wirklich ja einfach Umsatz machen. Nur ist die Lieferzeit halt super lang und die Frage ist, bietet man seinen Kunden damit wirklich eine gute Qualität. Ne? Und das ist halt die, darum sollte man sich über Gedanken machen. Ne? Bumi, Kuss. Oha, ja, natürlich, mache ich doch schnell einen Gruß. Hey Nisi, alles Gute zum Geburtstag. Kuss geht raus, alles Gute zum 21. Ich hoffe, du feierst deinen Tag schön. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Und ja, ganz liebe Grüße an deine Schwester. Kuss. So, let's go. Ich bin mal gespannt. Aber was ist Dropshipping überhaupt? Im Prinzip eigentlich ganz einfach. Irgendjemand verkauft eine Leistung von jemand anderem. Das bedeutet, wenn wir eine Dropshipping-Website haben, verkaufen wir das Produkt von jemandem, der beispielsweise in China sitzt oder irgendwo anders auf der Welt. Im Prinzip sind die Webseiten einfach nur eine Vermittlung zwischen Kunden und Verkäufer und man schlägt einen Betrag mit drauf, um mit an diesem Verkauf zu verdienen. Würden wir in unserem Dropshipping-Shop also jetzt iPhone-Hüllen anbieten und... Der macht genau das gleiche Beispiel mit den Hüllen. Wisst ihr warum? Weil Lou, also der von Unbox Therapy, das war so dreist, er hat wirklich Hüllen für unter 10 Euro gekauft und hat die für 50 Euro weiterverkauft. Das ist halt das negative Beispiel an Dropshipping. Wie er gerade erwähnt hat, man kann natürlich auch einfach nur ein Vermittler sein. Man verkauft von zum Beispiel einen Anbieter, der nur in China einen Shop hat und keinen internationalen Shop. Man verkauft dann von diesem Anbieter Sachen auch in Europa mit einem kleinen Aufpreis für deinen Aufwand. Das ist doch dann okay, wisst ihr, was ich meine? Das ist okay. Aber dann die Leute abzuscammen und dann einfach einen 10-fachen Preis berechnen oder einen 5-fachen Preis, ist doch einfach nur unverschämt. Das hasse ich halt an Dropshipping. Es gibt gute Beispiele und es gibt sehr negative Beispiele. Die größten oder die Mehrheit ist leider negativ. Ne? Trotzdem verurteile ich nicht jeden Dropshipping-Verkäufer. Ich verurteile die nicht. So.
die an jemanden aus Deutschland verkaufen, würden wir die Order einfach an die Person in China weitergeben, die würde das versenden, zu der Person schicken und wir bekommen aber das Geld dafür und verdienen uns so eine im besten Fall goldene Nase. Meistens laufen diese Webseiten oder Systeme über Shopify, was ein fertiges Shopsystem ist. Beste Leben für alle, wenn ihr egal was online verkaufen wollt, baut euch einen Shopify-Shop, das Beste, was ihr machen könnt. Genau damit fangen wir jetzt auch an, basteln uns irgendwie einen Shopify-Shop zusammen, der uns vom Stil her passt und dann suchen wir das Produkt, was wir verkaufen wollen. Wir haben jetzt 14.44 Uhr, ich plane, dass wir heute Abend noch mit dem Shop online gehen können und vielleicht heute sogar die erste Sache verkaufen können. Das Ding ist, wir haben nur 72 Stunden Zeit, desto früher wir also anfangen zu verkaufen, desto mehr Zeit haben wir Geld zu verdienen. Also, lasst uns direkt starten und den Shopify-Shop bauen. Ich habe noch keinen Millimeter an meinem Shop gebaut, aber ich glaube, ich habe gerade die überkrasseste Power-Idee gehabt, die perfekt in die jetzige Zeit passt. Die Leute sind zu Hause, die Leute haben viel Zeit, es wird bald Weihnachten und Leute lieben personalisierten Kram. Was passt also besser als personalisierte Adventskalender? Wenn ich also einen Drucker, der im besten Fall in Deutschland sitzt, finde, der personalisiert einfach Standard-Adventskalender mit Schokoladedruck, wäre das die perfekte Option, um jetzt Produkte zu verkaufen. Das wäre der reinste Traum. Danach werde ich jetzt suchen und dann werden wir stinkreich. Tag 1 habe ich mir komplett geblockt, nur um die Website. Dann werden wir stinkreich. Let's go. Website zu bauen. Obwohl Shopify ein fertiges System ist, zieht sich der gesamte Prozess viel länger als gedacht. Dinge wie das Layout der Website für Mobilgeräte, vernünftige Produktfotos, allgemeine vernünftige Inhalte für die Website und auch AGBs, Impressum und dieser ganze Scheiß nehmen unendlich viel Zeit. Oh, hier kommt eine Werbung. Eine Sekunde, Leute. Zeit in Anspruch. Eu acho que é esta cena de muita gente pensar que iPhone recondicionado é basicamente iPhone ou Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Smartphone qualquer, foi limpinho por dentro. Obrigado. Viel mehr, als ich es jemals gedacht hätte. Portugiesische Werbung, das ist einfach schön. Da freue ich mich wirklich. Ich freue mich einfach nur. Außerdem stoße ich immer wieder auf Probleme, die ich scheinbar nur mit HTML-Programmierung lösen kann, wovon ich kein bisschen Ahnung habe und wofür die Zeit auch nicht reichen würde. Zumindest habe ich einen Großhändler gefunden, welcher personalisierte Adventskalender vertreibt und mich mit ein wenig Druck am Telefon und ein bisschen Glück noch am selben Tag einen Geschäftskunden Konto eröffnen lässt. Ich beende Tag 1 also mit einer halbfertigen Website und dem Gefühl, dass das hier sehr, sehr eng werden könnte. Basti, Kuss. Tatsächlich hat jetzt alles deutlich länger gedauert. Das sind jetzt über 24 Stunden her, also 48. Ja, Basti, wie gesagt, es gibt positive Beispiele und negative Beispiele. Deswegen, ich bin auch grundsätzlich niemand, der alles immer verurteilt, habe ich auch direkt gesagt, ne? Und es gibt Leute, die machen das sehr gut und die machen es auch fair. Und es gibt halt leider so Scammer und die Scammer sind meistens die Mehrheit, weil die Leute, ne, ihr kennt es, einfach schnell Geld verdienen und über Leichen gehen, das machen leider viele Leute. Kuss, Basti, Kuss. 20 Stunden sind mittlerweile vom Projekt vergangen und wir konnten die komplette Website jetzt fertig zusammenbauen. Natürlich habe ich auch schon eine Domain gekauft, christmascalendar.de. Christmascalendar. Was für eine Domain, Alter. Christmascalendar. So sieht die Website aus, das ist Christmascalendar. Quasi. Also schön, hat er schön gemacht, die Website, muss man sagen. Die Landingpage, wenn wir auf jetzt gestalten gehen, dann können die Leute hier Beispiele sehen, wie der Adventskalender aussehen könnte. Sie können hier ihre eigene Datei hochladen und den Rahmen auswählen. Jetzt geht es darum, dass wir neue Kunden finden. Ich habe genauso wenig Ahnung davon wie ihr. Ich wer macht Adventskalender verkaufen? Kuss. Ja, es sagt ja nicht, dass das eine das andere besser macht. Natürlich gibt es auch Firmen, die einen guten Ruf haben, wie zum Beispiel Apple, die aber auch in China Arbeitsbedingungen haben, die auch nicht nice sind. Das heißt doch nicht, dass jetzt nur weil Dropshipping was in oft negative Beigeschmack hat, heißt es ja nicht, dass andere Firmen, die das vielleicht nicht machen, besser sind. Nee. Das ist das Problem am generellen Kapitalismus. Das ist das Problem, dass du versuchst immer so wenig wie möglich auszugeben und so viel wie möglich einzunehmen. Und dadurch leiden halt Menschen und Tiere. Ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wie ich Facebook-Kampagnen gestalten kann, wie ich die hochladen kann und wie ich im besten Fall welche mache, wo wir Leute erreichen, die dann auch wirklich einen Kalender kaufen. Der Kalender kostet 20 Euro im Einkauf. Ich habe den jetzt für 29,95 drin. Das 29 Euro für einen Christmas, ist das Normalpreis? Ja, ich glaube ja, ne? Das würde bedeuten, das wären 9,95 Euro Gewinn pro Verkauf. Möglicherweise kriegen wir es ja sogar heute Abend noch hin, eine Kampagne an den Start zu... Ach so, er wird 9 Euro Gewinn machen? Okay. Und wie ich im besten Fall welche mache, wo wir Leute erreichen, die dann auch wirklich einen Kalender kaufen. Der Kalender kostet 20 Euro im Einkauf. Ich habe den jetzt für 29,95 drin. Das würde bedeuten, das wären 9,95 Euro
Gewinn pro Verkauf. Möglicherweise kriegen wir es ja sogar heute Abend noch hin, eine Kampagne an den Start zu bringen und vielleicht sogar schon irgendwas zu verkaufen. Das wäre zumindest sehr nice. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, deswegen habe ich jetzt gerade so eine ganz Standard-Basic-Kampagne zusammengeschustert, die einfach nur das Produkt auf Facebook zwischen normalen Beiträgen anzeigt. Da habe ich jetzt kein besonderes Werbevideo oder so für gemacht. Da wird einfach nur das Produkt angezeigt mit einer Schrift. Gestalten Sie einen ganz persönlichen Adventskalender. Feinste Lindt-Schokolade hinter jedem Türchen. Sparen Sie 10% mit dem Code Wein. Feinste Lindt-Schokolade hinter jedem Türchen. Sparen Sie 10% mit dem Code Weihnachten. Das ist mal ganz wichtig, dass du einen Rabattcode hast. Weihnachten. Und dann schauen wir mal, ob das schon was bringt. Während diese Standardkampagne jetzt anläuft, werde ich mich darum kümmern, ein Video für die nächste Kampagne zu produzieren. Ich glaube, es ist key, dass wir mehrere Kampagnen parallel laufen lassen, um dann sehen zu können, welche davon funktioniert und welche nicht funktioniert. Das hier ist ein guter Start. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wirklich in 72 Stunden schon reich wird. Durch Dropshipping, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist noch nicht das Maximum, nicht das, wo wir hinwollen. 30 Euro, damit starte ich. Let's go. Ich arbeite dann quasi noch. Lass mal ganz kurz gucken, wie hat der Lindt denn eigentlich geschrieben? Er wird so geschrieben, ist doch richtig, ne? Ich habe gerade erst überlegt, ob Lindt wirklich so geschrieben wird. Nee, ist richtig, das ist tatsächlich. Okay. Schokolade. Key, dass wir mehrere Kampagnen funktioniert. Das hier ist ein guter Start. Aber das ist noch nicht das Maximum, nicht das, wo wir hinwollen. 30 Euro, damit starte ich. Let's go. Ich arbeite dann quasi noch den kompletten Abend von Tag 2 an allen möglichen Kleinigkeiten der Website und probiere zu verstehen, wie man wirklich funktionierende Werbung erschaffen kann. Außerdem merke ich ziemlich schnell, dass ich ein neues Problem habe, von dem ich vorher nicht wusste, dass es existiert. Werbekampagnen auf Facebook müssen mindestens 24 Stunden laufen. Mit der uns noch verbleibenden Zeit haben wir also quasi nur zwei Möglichkeiten zu checken, ob die Werbung, die wir erschaffen haben, wirklich funktioniert und überhaupt Leute auf unsere Website bringt oder nicht. Tag 2 neigt sich also dem Ende zu und ich fühle mich genau wie nach Tag 1. Ich habe das Gefühl, dass das niemals was werden kann und wir haben nach wie vor null Produkte verkauft. Mein anfänglicher Enthusiasmus schwindet so langsam auch und ich habe das Gefühl, dass ich mich einfach komplett überschätzt habe und frage mich, ob ich mich wirklich so sehr von dieser Werbung habe beeinflussen lassen, dass ich mir eingeredet habe, das einfach easy machen zu können. Es scheint so, als wäre es doch alles nicht so einfach wie gedacht. Tag Nummer 3. Plot Twist, er wurde gedropshippt von Shopify. Du kannst dir ganz einfach bei uns eine Shopseite erstellen. Tot. Ich habe meinen anfänglichen Ehrgeiz wieder und noch nicht reingeschaut, ob wir irgendwas verkauft haben und wie die Werbekampagne funktioniert hat, aber lasst uns das direkt tun. So, wir haben 0 Produkte verkauft. Schade. Perfekt. Und 30 Euro. Hätte er mal vegane Schokolade genommen. Ich hätte eine gekauft. Naja, so ist das Leben. Er hat mich als Zielgruppe leider verloren. Denn ohne vegane Schokolade kann ich den Adventskalender nicht kaufen, ja? Ist ja klar. Ausgegeben. Über unsere 30 Euro Werbekampagne. Björn, Kuss. Hier konnten wir 21 Link-Klicks generieren. Ich glaube, das ist nicht besonders gut. Als nächstes werde ich jetzt die Daten dieser Kampagne auswerten und schauen, in welcher Altersgruppe das wie gut funktioniert hat und dann für die einzelnen Altersgruppen nochmal einzelne Kampagnen schalten, in der Hoffnung, dass wir dann endlich Leute finden, die Lust haben, unser Produkt zu kaufen. Mittlerweile habe ich aber wirklich das Gefühl, dass es nichts mehr wird, weil wir uns für das falsche Produkt entschieden haben, weil irgendwas an meiner Website nicht stimmt. Ich kann es nicht so richtig verstehen, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als gedacht. Und es bleiben nur noch 24 Stunden roundabout, damit wir das jetzt zum Laufen bekommen. Er macht sich ein Adventskalender-Imperium, Leute. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, als ich es am Anfang gedacht hätte. Ob wir es jetzt noch schaffen, ich habe keine Ahnung. Hey Tim, alles Gute zum Geburtstag. Natürlich. Bekommst du heute auch dein Ständchen. Kuss. Und Motivation direkt wieder runter. Und auch an Tag 3 geht das ganz normale Arbeiten wieder los. Ich schaue mir an, was bei der letzten Kampagne gut funktioniert hat und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Bei den Sachen, die gut funktioniert haben, da packe ich ein bisschen mehr Geld drauf und probiere die Zielgruppe noch ein bisschen genauer runter zu tracken. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das eine der Standardmöglichkeiten, um im Facebook-Marketing seine Zielgruppe immer weiter genauer zu definieren und die Werbung eben gezielter zu schalten. Nach unzähligen Stunden YouTube und einer Menge Videos, die mir probiert haben zu erklären, wie ich vernünftige Facebook-Werbung schalte, stehe ich am Ende von Tag 3 mit 5 verschiedenen Werbungen da. Ja gut, viel mehr kann ich daran jetzt nicht machen. Ich muss jetzt schauen, ob die Kampagnen funktionieren. Das sehe ich aber erst nach 24 Stunden. Das ist ein bisschen doof, aber das ist eben eins der Probleme, das man hat, wenn man schnell einen Shopify-Shop errichtet. Als absoluter Profi ist es dann vielleicht möglich, sofort super gezielte Werbung zu machen, die funktioniert. Ohne Erfahrung sind die 72 Stunden schon wirklich sehr tight gesetzt. Aber wir werden sehen. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass wir morgen zumindest einen Sale über unsere Website generieren können. Junge, wenn er jetzt einen Sale hat, wenn er genau einen Sale hat, dann hat ein Freund von ihm was gekauft, um ihn aufzumuntern.
Okay, Freunde, Tag Nummer 3, finaler Tag. Jetzt kommt's zur Auswertung und wir schauen, ob wir ein Produkt verkauft haben oder nicht. Bevor ich das aber mache, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie die letzten 72 Stunden für mich waren. Grundsätzlich muss ich wirklich sagen, es hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht, diese Website zu bauen und mich mit diesem gesamten Thema zu beschäftigen. In den Videos, wo ich Leuten zugeschaut habe, die darüber gesprochen haben, hat das immer ein bisschen spaßiger gewirkt, als es jetzt im Endeffekt wirklich für mich war. Das bedeutet, insgesamt ist es jetzt nichts, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das längerfristig machen möchte, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Die große Frage ist jetzt, haben wir... Das Allerwichtigste bei der Arbeit ist Spaß. Denn wenn ihr keinen Spaß auf der Arbeit habt, dann fragt ihr euch mal, warum? Warum überhaupt? Warum überhaupt diese Scheiße? Produkt verkauft oder nicht? Ich werde sofort nachschauen. Ich kann euch aber schon sagen, profitabel sind wir in keinem Falle. Wir haben nämlich jetzt ungefähr 110 Euro für Werbung ausgegeben mit knapp 10 Euro Gewinn pro Verkauf. Müssten wir also überziehen. Mindestens 11 Artikel verkauft haben, damit wir wenigstens Break-Even sind. 12 Artikel also, damit wir ein bisschen Gewinn gemacht hätten. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn es schön wäre. Jetzt kommt es zur Auswertung. Wir haben einen Artikel verkauft. Ein Artikel hat er verkauft. Was habe ich gesagt? Wenn er einen Artikel verkauft, ist ein Kollege von ihm. Ja, locker hat Krankrafter oder SK oder so, hat oder Revi, hat irgendjemand einen Adventskalender gekauft, damit er nicht traurig ist. Hat einen Kalender mit seinem Bild und einem weißen Rahmen bestellt. Das bedeutet, wir sind 100 Euro im Minus mit diesem Projekt. Es hat also rein gar nicht funktioniert. Ich bin no joke vorher davon ausgegangen, dass es überhaupt kein Problem sein sollte. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es super easy sei und ich hatte auch das Gefühl, dass mir die Videos das in irgendeiner Weise so suggerieren. Aber dem ist nicht so. Wenn ihr mich also dabei unterstützen wollt, dass ich... Ja, aber ich muss sagen, Adventskalender ist auch... Erstmal muss man auch eine Sache sagen. 72 Stunden, das ist einfach zu kurz. Man muss ein bisschen Zeit einplanen. Zweitens, Adventskalender ist natürlich eine sehr, sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Ne? Überlegt euch mal, wer kauft überhaupt Adventskalender? Okay, das sind dann schon einige, aber wer kauft jetzt einen Adventskalender, obwohl noch fast ein ganzer Monat sozusagen Zeit ist, bis man überhaupt benutzt? Und wer kauft dann auch noch jetzt einen personalisierten Adventskalender, wo man sein eigenes Bild draufdruckt? Das ist ja so eine kleine Zielgruppe, wisst ihr, was ich meine? Also ich kaufe nicht mal einen normalen Adventskalender, aber okay, einen normalen Adventskalender verstehe ich, es gibt viele Leute, die es kaufen, aber also das ist schon ein sehr spezielles Produkt, das ist ein sehr, sehr sehr spezielles Produkt, ne? Also, ich sage, mit ein bisschen mehr Zeit hätte man da schon was draus machen können. Wenn ich mit diesem Video ein bisschen weniger Minus gemacht habe, lasst mir gerne ein Like da und abonniert mich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Sabine hat einen Adventskalender. Und zwar so einen Gewürze-Adventskalender. Dann werde ich meine Gewürze durch die Nase so reinziehen. Tim Kuss, wenn ihr Porridge macht, wie viel Gramm Haferflocken nehmt ihr dann pro Person circa? Im Internet steht 50 Gramm, aber scheint mir echt wenig. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich mache immer die ganzen... Man nimmt immer einfach so viel, wie man Bock hat zu essen, sagt Sabine. Das machen wir. Also, ich mache einfach den ganzen Topf immer voll. Zack, zack, zack. Also, pass auf. Entweder machst du ja Porridge einfach nur Schüssel und packst in die Mikrowelle oder du machst Porridge für eine große Menge im Topf. Und dann machst du einfach nach Gefühl. Also nimmst dir eine große Schüssel, machst Porridge rein, ab in die Mikrowelle, easy. Für dich alleine. Oder wenn du was für eine Familie kochst, einfach in den Topf. Zack, zack, zack. So. Okay. Ja, interessantes Video. Aber irgendwie muss ich sagen, war das Ergebnis tatsächlich... Ich hatte auch das Gefühl, dass mir die Videos... War das Ergebnis ein bisschen ernüchternd, ne? Also irgendwie... ich hätte da irgendwie mehr erwartet... Also was am Ende bei rauskommt. Aber ja, war halt einfach zu kurz. Ich denke, so ein Experiment, das müsste man dann wahrscheinlich eher anstatt 72 Stunden eher auf eine Woche machen, so wie zum Beispiel jetzt Tomary oder Maris es machen. Ich denke, ich finde es gut, dass er versucht, viele Sachen in 72 Stunden durchzuballern, aber ich glaube, manche Sachen sollte man sich schon für eine Woche Zeit nehmen oder sowas, weil 72 Stunden ein bisschen, gefühlt ein bisschen zu wenig sind. So, wir gehen rüber zu A.B.K. Ein neues Video, das heißt Vollkopf YouTube manchmal aber ich versuche trotzdem weiter zu machen und euch zu helfen. Ich bin gespannt. Worum es geht. Let's go.
Ich muss heute mal kurz was klarstellen. Zum Glück wusste ich das schon von Anfang an. Aber ich realisiere immer mehr, wie unsicher YouTube ist. Jeder, der sagt, ich will YouTuber werden. Mach deine Schule. Mach etwas schwarz auf weiß, was du in der Hand hast. Wallah, ihr glaubt gar nicht. Ich will jetzt auch hier gar kein Video machen. Oh mein Gott, mein psychological breakdown. Ich bin so down wegen YouTube, meine Klicks und so. Wegen so einer digitalen Scheiße werde ich nicht depressiv. Aber nichtsdestotrotz muss man zugeben, wenn du YouTube machst und ein bisschen größer wirst, wird das irgendwann Business. Du fängst an, Steuern zu zahlen. Du fängst an, hier damit deine Leute vielleicht zu ernähren. Du hilfst, du machst alles schön und gut, alles super. Aber irgendwann ist es auch so, wenn du deiner Familie Geld nach Hause bringst, auch vielleicht deinen Freund mal ab und zu hilfst, dass irgendwann so ein gewisser Druck auf dich lastet. Dass du dir denkst, boah, okay, ich kann das gerade alles machen, ich schaff das irgendwie alles, aber was, wenn ich das nicht mehr habe? Ich bin dankbar, dass ich Freunde und Familie habe, die mir auch zeigen, dass ich ohne all das geliebt werde. In erster Linie braucht ihr niemanden, der euch das sagt. In erster Linie müsst ihr euch das selber sagen, dass ihr ein liebenswerter Mensch seid, ohne gar nichts. Aber ich merke so durch dieses YouTube, weil ich ja alles alleine mache, ich schneide die Videos selber, ich denke mir das alles aus, keine Ahnung. Es nimmt halt viel Zeit in Anspruch, weil ich aber auch irgendwo sehr wählerisch bin. Es ist immer wichtig in erster Linie, dass mir die Videos gefallen. So, da scheiße ich auf euch, da scheiße ich auf jeden. Und am Anfang war das dann immer so, Videos sind gelb geworden und so, wissen wir alle. Wir haben Lachkick geschoben, alles cool, kein Ding. Dann habe ich aber gemerkt, dass es immer häufiger vorkommt, dass meine Videos ab 18 gestellt werden. Und wenn gut. Warum könnte es wohl sein, dass AVKs wieder ab 18 geschaltet wird? Naja, er achtet jetzt nicht unbedingt wirklich auf seine Wortwahl und so. Und die Frage ist halt, Felix, Kuss erstmal. Hab selber einen Store mit 100.000 Euro Umsatz pro Monat. Leider ist Dropshipping das neue Comedy-Gruppe geworden, obwohl es auch seriös geht. Da hast du recht. Wie gesagt, es gibt auch positive Beispiele. Leider, die Masse ist leider immer so, hat so einen negativen Beigeschmack. Felix, Kuss. Zieh durch auf jeden Fall. Und pass auf. Die Sache ist, ich verstehe, dass er abgefuckt ist, wenn ein Video ab 18 geschaltet wird. Ich bin auch, wäre auch abgefuckt. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kind hätte und das guckt irgendwie YouTube mal, ich möchte mein Kind ja auch nicht vielleicht Tag und Nacht überwachen, und man gibt seinem Kind einfach mal, was weiß ich, man hat so einen YouTube-Account für das Kind eingerichtet, wo aber wirklich das Kind nicht 18 ist, sondern so ein richtiges Alter, dass das Kind halt das vielleicht normal konsumieren kann, ne? Sagen wir mal irgendwann so, okay. Also, ich finde es gut, dass manche Videos ab 18 geschaltet werden, wenn da drin extrem heftige Beleidigungen gesagt werden oder so, ja, ich will jetzt nicht welche Wörter wiederholen, aber das ist das Problem, ABK könnte seine Videos so gut ohne diese ganze vulgäre Sprache und Beleidigungen aufziehen, weil er ein kluger Junge ist, aber er provoziert halt super gerne, er provoziert gerne, er benutzt gerne seine Beleidigungen und dann schneidet er sich selbst ins Fleisch, ne, er schneidet sich halt selbst damit ins Fleisch und das ist halt schade, ja klar. Wenn ein YouTube-Video ab 18 gestellt wird, dann ist eh ciao. Und das Heftige zum Thema Werbefreundlichkeit ist sogar, dass YouTube jetzt so eine neue Funktion eingeführt hat. Du kannst dann angeben, was in dem Video vorkommt. Dann wird das Video auch dementsprechend grün. Ich habe das gemacht, alles angegeben, Video war grün, nach 2 Minuten es war wieder gelb. Dumm gelaufen, Bruder. Hätte ich meine ABK-Army jetzt nicht, die ordentlich die Apps runterlädt, wäre ich auf jeden Fall... Auf die Dauer, Leute, ist YouTube so eine Sache, ihr sitzt irgendwo, sei es mit Kollegen, mit Familie und so, ihr denkt automatisch an das Internet so. Jetzt kommt aber der Punkt, warum dieses ganze YouTube schon irgendwo ekelhaft ist. Aber später, als ich dann mehr Abonnenten bekommen habe und die Reichweite dementsprechend größer wurde, wurde das alles noch schlimmer. Sobald ich ein lustiges Video über irgendwelche Influencer gemacht habe, die nur große Reichweite haben und in der Öffentlichkeit stehen, erreichten mich Telefonate, Drohungen, nicht Drohungen jetzt wie so kleine Kinder, die mir schreiben, sondern wirklich Drohungen bei Leuten, wo du denkst, okay, der meint das ernst. Deine Hurensohn, du hast dein Handy ausgemacht. Wenn ich die Nummer nicht bekomme, schicke ich dir heute Abend Jungs zu deiner Familie. Ja, und deine ganze Familie wird kaputtgeschlagen. Ich schicke dir Jungs zu deiner Familie wird kaputtgeschlagen. Das ist halt traurig. Das ist halt wirklich traurig. Ich habe euch schon mal was dazu erzählt. Und das Ganze? Ich habe euch schon mal was dazu erzählt mit Clan-Kriminalität und Großfamilien und auch Gangs und sowas. Dass mittlerweile eben auch YouTuber von betroffen sind. Ja, es hat nichts so mit YouTube zu tun, ist natürlich auch klar, Twitch-Stream, mittlerweile alles so. Musiker, Instagram, Influencer, egal wo, auf welcher Plattform. Du wirst eingeschüchtert, sagen wir mal als Beispiel, ich mache jetzt eine Reaktion auf, ich nehme jetzt einfach mal ABK als Beispiel, weil ich will jetzt nicht jemand anders mit reinziehen. Sagen wir mal, ich mache jetzt eine Reaktion auf ABK und ABK hat irgend so ein Placement gemacht, was total unseriös ist oder irgendwas, ja, für Just Smile. Mir fällt gerade nichts anderes Unseriöses ein. Okay, und dann sage ich so als Beispiel, was ABK nicht machen würde, aber ich sage da als Beispiel, boah, ABK, Digga, du verkaufst deinen Arsch für so Low-Werbung, schämst dich nicht, deine Community so eine Scheiße anzudrehen, irgendwie sollen lieber zum richtigen Zahnarzt gehen, anstatt so eine Kacke, so, weißt du, also ich sage als Beispiel sowas, ja? Und ABK wäre jetzt nicht ein Kollege von mir, sondern irgendwie so ein Hund
und hätte so ein Management, was auch so hundmäßig drauf ist, dann würden mich Leute kontaktieren und sagen, jo, nimm das Video runter, du schadest unserem Business, nimm das Video runter, du schadest unserem Business. So mäßig, so könnt ihr euch das vorstellen, okay? Und ABK kritisiert ja öfters mal andere YouTuber und da melden sich dann Leute bei ihm und wollen ihn bedrohen, ne? Und das ist halt echt richtig, richtig bitter. Die Sache ist, das kann man sich nicht vorstellen, aber ihr wisst nicht, was im Hintergrund abgeht. Da geht die Post ab, Alter. In der Musikindustrie, im Deutschrap. Ich dachte immer früher, als ich selber nicht in der Öffentlichkeit stand, ich dachte immer früher, Digga, das ist so ein Gelaber. Ihr kennt ja diese ganzen Rap-Texte, wo sagen, ja, ich schmuggel 100 Gramm, ich schmuggel ein Kilo Koks über die Grenze und dies und das. Ist ja alles Bullshit-Gelaber, ne? Also die meisten Rapper, die labern ja Bullshit, das ist alles nur Image. Aber die eine Sache, wo die Rapper wirklich recht haben, ist dieses, was man so gehört hat, gerade die letzten Jahre so mit Bushido und Abu Chaka und sowas, das war ja so Großfamilie und man hat immer gedacht, ja, ist das so ein bisschen Film, ist das so ein bisschen Spaß, aber nein, das ist bei fast jedem Musiker, Künstler, Instagram, Influencer, YouTuber, Twitch, da sitzen überall irgendwelche Leute im Nacken oder versuchen sich einzuzecken, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen, klar, vor allem bei den ganz Großen, wo Geld zu holen ist und versuchen da irgendwie Kontrolle zu kriegen, Schutzgeld und so weiter und so fort. Und egal, ob es jetzt Großfamilien sind oder irgendwelche Gangs oder irgendwelche anderen illegalen Management-Organisationen, whatever, irgendwelche Kriminellen halt, die da versuchen, Leute zu bedrohen und Geld abzuzwacken. Und das ist halt echt krass. Ich habe echt gedacht, früher so, das ist ja voll der Film, was die sich da fahren, die Deutschrapper, das ist ja kompletter Bullshit. Aber in dem Punkt muss ich sagen, ist Deutschrap das Einzige, was man halt wirklich glauben kann, ist dieses Bandenkriminalität, Großfamilie und solche Sachen. Das ist halt tatsächlich so. Egal, ob es jetzt Hells Angels sind oder ob es jetzt irgendein Abu Chaka-Clan ist oder egal, was auch immer. Irgendwelche Leute sitzen da und kontrollieren das so ein bisschen. Und das ist echt, das habe ich schon mal erzählt. Und da haben Leute drüber gelacht. Da haben Leute gesagt, ja, hahaha, bla bla bla. Aber ihr seht das jetzt hier als Beispiel. Ich nenne jetzt keine anderen Namen und so, weil ich möchte niemanden da der da bedroht wurde, irgendwie in eine unangenehme Situation bringen. Aber das habe ich schon mal gesagt. Und hier seht ihr das beste Beispiel. Es melden sich Leute, die man nicht kennt bei einem und sagen dann, jo, ich weiß, wo deine Familie wohnt und so weiter und so fort. Familie, ja, wenn ich die Nummer. Du denkst, okay, der meint das ernst. Deiner Hurensohn, du hast dein Handy ausgemacht. Wenn ich die Nummer nicht bekomme, schicke ich dir heute Abend die Jungs zu deiner Familie. Ja, und deine ganze Familie wird kaputtgeschlagen. Und das Ganze ging dann sogar so weit. So, und habt ihr den Text gelesen? Also deine Familie wird kaputtgeschlagen und sowas. Und der Text wird gelesen, hier, ich lösche kein YouTube, aber weiß echt nicht mehr weiter mit der Scheiße, ich lebe in Angst, bla bla. Also das war so ein Kollege, den er geschickt hat, keine Ahnung, was aber. Und das ist halt weitergeleitet, ne? Und der Typ da wollte ihn erpressen, dass er Videos löscht. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt schon krass, müsst ihr euch mal überlegen. Das sind Sachen, die im Hintergrund abgehen, wo die Leute gar nicht wissen, was abgeht. Das ging dann sogar so weit, dass mal um 3 Uhr morgens vor unserer Türe jemand stand, ich SMS bekommen habe, während ich draußen war. Ja, ey, ich werde dich jetzt bekommen und sowas. Natürlich renne ich bei Schlägereien weg, weil ich mich mal schlagen würde. Ich meine, derjenige, der mich schlägt, der wird sein Leben eh verkacken, weil ich das so 100% direkt anzeigen würde. Ich hatte nämlich wegen YouTube schon 2 Kriminalpolizeieinsätze bei mir zu Hause. Habe ich vor der Kamera auch nie erzählt. Ihr könnt euch nur denken, wie das war. Meine Mutter natürlich kreidebleich, total erschrocken. Beim zweiten Mal war es dann halt so, dass irgendwann mal die Kriminalpolizei uns was von der Staatsanwaltschaft gegeben hat, so ein Schreiben, wo drin stand, hier aufpassen, generell, bla bla bla. Meine Mutter seitdem dickste paranoid geworden. Die lässt mich gar nicht mehr raus. Also alleine darf ich überhaupt nicht mehr raus. Die ist dann richtig auf Sorgen, 1000 Anrufen. Meine Mutter ist 60 Jahre alt, ich akzeptiere alles, was sie sagt. Ich höre auf sie, wenn sie sagt, geh nicht raus, dann geh nicht raus. Und irgendwann meinte meine Mutter zu mir, ich habe mehr Ruhe, wenn du in einem anderen Land bist, als wenn du in Deutschland bist. Deswegen kommt es auch so häufig vor, dass ich rumreise, weil so Tokio oder generell, das sind dann Orte, wo ich in Ruhe rausgehen kann, ohne dass meine Mutter sich Sorgen machen muss. Ich meine jetzt nicht mit in Ruhe rausgehen, so viele Leute kommen und erkennen mich. Nein, darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass ich dann einfach in Ruhe rausgehen kann, ohne im Kopf zu haben, ey, meine Mutter macht sich gerade voll Sorgen, die Arme, die sitzt da, die wartet und so. Um es auch einfach kurz zu machen. YouTube ist unsicher. Ich bin froh, dass ich zweigleisig fahre und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Macht eure Uni, scheiß auf Regelstudienzeit, musst du nicht unbedingt haben. Hauptsache, du beendest dein Studium. Jetzt sagen mir ein paar Leute, sei es aus meinem Umfeld oder auch im Internet, ey, Bro, dann beleidige doch einfach nicht. Dann verstell dich doch, dann mach doch so. Nein, wenn ich Comedy mache, will ich nicht unbedingt krass jede Minute darüber nachdenken. Ich will einfach Lachkick schieben. Natürlich mache ich Comedy, wo man jetzt nicht übertreibt. So, ich weiß immer, was ich Comedy machen kann und wie. Ja, die Sache ist, das ist auch eine Sache, die Monte sehr oft verwechselt. Dass man direkt das gleichsetzt mit Verstellen. Krass jede Minute darüber nachdenken. Ich will einfach Lachkick schieben. Mach doch so. Nein, wenn ich Comedy. Ich verstehe, was ist, er sagt so, ich verstehe. Ein paar Leute, sei es aus meinem Umfeld oder auch im Internet. Ey, Bro, dann beleidige doch einfach nicht. So, ich würde ihm auch sagen, beleidige einfach nicht.
beleidige doch einfach nicht. Aber jetzt nimmt er in dem gleichen Atemzug zu sagt, dann verstell dich doch. Nur wenn man im Internet darauf aufpasst, was man sagt, weil es ist immer ein Unterschied, das könnt ihr euch für euer ganzes Leben merken. Am besten natürlich versucht ihr euch komplett abzugewöhnen, Beleidigungen und unnötigen Bullshit. Aber wenn ihr mit euren Freunden privat redet, ist ein Unterschied, als wenn ihr in einem Stream redet, als wenn ihr in einem Video redet, wenn ihr Leuten online irgendwo redet. Ich hatte früher die Angewohnheit, ich habe gesagt zu Leuten, bist du eigentlich behindert? Das hatte ich schon als Angewohnheit, okay? Und da gab es dann Shitstorm damals, da hat jemand irgendwie auf Twitter geschrieben, mach doch das als Strafe für diese Folge. Und da habe ich gesagt, bist du behindert? Mach ich nicht. Und dann gab es so eine Diskussion, ich habe übelst einen Shitstorm abbekommen. Und das war eine der Sachen, die mich am meisten verletzt haben auf YouTube. Das habe ich auch noch, was ist das? Spende, Kitty, Kuss. Hey Junge, okay, versuchen wir mal drei. Oh, sorry, ey, dass ich das dreimal verpasst habe. Sorry, Kitty. Maxi, alles Gute zum Geburtstag. Und natürlich bekommst du heute ein Ständchen. Maxi, Happy Birthday, mein Lieber. Kuss, danke, Chat, dass ihr mit drauf aufgepasst habt. Und Kitty, sorry, dass ich zweimal verpasst habe. Maxi, Happy Birthday, kriegst du heute ein Ständchen. Kuss. Also, was ich sagen wollte ist, ich habe schon viele Shitstorms gehabt, ja, mit Milch, das Gift und so. Das ist ja alles am Arsch vorbeigegangen. Das hat mich nicht traurig gemacht, weißt du, weil ich weiß, da sind Sachen, das ist lustig, haha. Aber dann habe ich einmal halt gesagt, jo, bist behindert. Und dann wurde ich dafür so richtig gecancelt damals mäßig, ja. Er hat gesagt, behindert als Beleidigung, so. Bullshit. Ich habe mein Leben lang, während meiner Ausbildungszeit, ich habe Erzieherausbildung gemacht, habe nebenbei in der Wohnstätte für geistbehinderte Menschen gearbeitet. Ich habe mein Leben lang mit behinderten Menschen gearbeitet und mein Traumberuf wäre entweder Sonderschulpädagoge gewesen oder irgendwas in der Heilerziehungspflege, Sozialpädagoge oder whatever. Ja? Ich wollte mit behinderten Menschen zusammenarbeiten. Das war mein Berufsweg, den ich eingeschlagen hätte, wenn ich nicht auf YouTube gestoßen wäre. Okay, so. Und ich habe die Arbeit mit und für behinderte Menschen habe ich geliebt. Ich habe es geliebt. Das war die schönste Arbeit, die ich außerhalb von dem, wo ich mich selbstständig machen konnte, in meinem vorherigen Leben gemacht hatte. Ich habe so viele Jobs gehabt, die ich scheiße fand. Und das war einfach einer der geilsten Jobs. Da habe ich einmal gesagt, irgendwo auf Twitter, jo, bist behindert. Und dann wurde ich gecancelt. Ist schon viele Jahre her. Und dann hat das nichts mit Verstellen zu tun. Also ich habe dann auch gesagt, ich habe Verständnis dafür. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Verständnis dafür, dass man es nicht als Beleidigung nehmen sollte. Aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich viel zu sehr eingeknickt. Ich war jung, ich war unsicher, ich hatte keine, ich konnte mich nicht durchsetzen. Wäre ich heute in der Situation gewesen, ich hätte gesagt, yo, ich scheiß da drauf, was ihr sagt, weil ich weiß, wie ich etwas meine und wie ich etwas sage. Und ich habe niemals behindert als Beleidigung oder abwertend gemeint. Und das ist halt ein Sprachgebrauch. Trotzdem muss ich sagen, ist das nicht cool, das zu sagen. Ja, also ich finde sowas, das sagen viele, vielleicht aus eurem Freundeskreis kennt ihr sowas, wenn du sagst, bist behindert, Junge, so. Gewöhnt euch das ab, das ist nicht cool, damit könntet ihr Leute verletzen und diskriminieren, deswegen ist das nicht cool. Trotzdem muss ich sagen, habe ich mich da viel, viel zu sehr in meinen Kopf ficken lassen dadurch und der Punkt ist, ich habe mir abgewöhnt, solche Worte zu sagen. Ich habe mir abgewöhnt, ich habe früher, bevor ich in der Öffentlichkeit war, habe ich sowas gesagt, wie bist du behindert, ich habe auch gesagt, ey du Mongo, solche Sachen, weißt du, du Spasti. Das sind so Beleidigungen, die sind manchen Leuten vielleicht gar nicht bewusst, aber die sind in unserem Sprachgebrauch. Und die sind absolut unangebracht. Behindert ist eine Diskriminierung, Mongo ist eine Beleidigung für Menschen mit Trisomie, Spasti ist für Menschen mit einer Spastik, ja, Spastiker. Das ist einfach nicht schön, solche Beleidigungen zu benutzen. Und ich habe mir abgewöhnt. Heißt das jetzt, ich verstelle mich? Ich habe auch ein Video dazu gemacht, Mr. Chatback damals. Heißt das jetzt, ich verstelle mich oder heißt das, ich habe mich weiterentwickelt? Ich habe mich weiterentwickelt. Und das ist auch das, was ich ABK raten würde. ABK, verzichte auf unnötige Beleidigungen, ja. Verzichte auf solche Sachen. Du kannst deine Comedy auch gut ohne sowas durchziehen. Das heißt aber nicht, dass du dich verstellen musst. Und ich hasse das auch wie die Pest, wenn Leute behaupten, Unge, der verstellt sich, der ist immer family friendly. Nein, es hat einen Unterschied. Wenn ich vor der Kamera bin, habe ich eine Verantwortung. Und ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Ich habe auch keinen perfekten Sprachgebrauch. Ich sage auch hier mal da, ficken, ihr wisst schon. Ich sag auch Wörter, die vielleicht nicht immer angebracht sind. Aber ich finde, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Und deswegen sollte man auf sich selber eben achten. Und ich kann euch eine Sache sagen, ich verstelle mich nicht. Ich streame jeden Tag. Die Leute, die meine Streams kennen, die wissen, wie ich bin. Weil man kann sich nicht stundenlang, 10 Stunden, 12 Stunden am Stück jeden Tag verstellen. Am Wochenende, wenn ich Gaming mache, whatever. Das ist gar nicht möglich. YouTuber, die nicht streamen, ja, da verstellen sich viele, weil die schneiden ihre Videos zurecht, whatever. Ich rede hier ohne Schnitte, rede ich hier mit euch. Und nur weil ich aufhöre, Beleidigungen zu nutzen, die ich nicht für cool halte,
hast nichts mit Blei- und das verwechseln so viele Leute, verwechseln das mit Realness, whatever, oh, du bist nicht real, weil du bist zu lieb in deinen Streams. Oder wenn ich irgendwas wegnehme, wenn ich zum Beispiel irgendwie verletze ich jemanden im Video und ich tue das Video auf die andere, auf das andere Bildschirm und ich mache dann so, nee Leute, das gucken wir uns jetzt nicht an, dass die Leute sagen, oh Unge, das ist, du musst, stellst dich so an. Nein, ich habe eine Vorbildfunktion und ich bin bei meiner Vorbildfunktion bewusst. Und das ist der Unterschied. Und ABK kann es scheinbar auch nicht auseinanderhalten. Und das finde ich auch sehr schade. Er sagt selber, jo, manche raten mir Beleidiger nicht, jo, das würde ich ihm raten, oder verstell dich. Und das würde ich niemals raten. Ich würde niemals sagen, ABK, verstell dich. Ich würde immer jedem sagen, sei so, wie du bist. Weil wenn du dich verstellst, das bringt dich im Leben nicht weiter. Aber trotzdem arbeite an dir. Wir sind jeden Tag, können wir eine bessere Version von unserem Gestern sein. So, wir können morgen besser sein als heute. Und wir versuchen uns doch immer alle zu verbessern. Warum hat das mit Verstellen zu tun? So, und das ist der Punkt, der mich immer sehr triggert, wenn Leute sowas falsch auffassen. Das triggert mich maximal. Dann mach doch so. Aber ja, wollte ich nur sagen. Also ABK ist jemand, ich kenne ihn ja auch privat, ABK ist jemand, der versteht sich absolut nicht. Und er ist ein super lieber Kerl. Aber ich finde auch seinen Sprachgebrauch, gerade im Bezug zu Videos, unangebracht. Ich finde, ABK sollte ab und zu einfach darauf achten, dass seine Comedy nicht gleichzeitig gleichgesetzt ist mit Beleidigung. Das muss nicht sein, weil ABK ist auch ohne Beleidigung ein ultralustiger Typ. So. Doch so, nein, wenn ich Comedy mache, will ich nicht unbedingt krass jede Minute darüber nachdenken. Ich will einfach Lachkick schieben. Natürlich mache ich Comedy, wo man jetzt nicht übertreibt, so ich weiß immer, was ich Comedy machen kann und wie ich es verpacken muss. Aber ich will nicht, als wäre das eine Mathe-Klausur, die ganze Zeit immer mal jeden Schritt nachdenken. Das ist scheiß, macht keinen Spaß. Ich will Comedy vor der Kamera so machen, wie ich sie auch privat meinen Freunden mache. Und das ja, aber so ist es halt einfach nicht. So ist das Leben nicht. Du kannst nicht alles sagen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Wenn YouTube ein Video um 18 schaltet, weil du irgendwelche extremen Beleidigungen sagst, dann ist es die Konsequenz. Es gibt manche Beleidigungen, da weiß jeder, okay, das sind oder Wörter, die man einfach nicht in den Mund nehmen sollte. Zum Beispiel als Beispiel jetzt die N-Bombe. Wenn jemand in dem Video die ganze Zeit, der selber nicht schwarz ist, die N-Bombe droppen würde, würden doch alle sagen, Alter, bist du bescheuert, Digga, bist du komplett bescheuert so mäßig? Und das ist für alle okay, weißt du, das ist für alle angekommen, dass es eine Grenze ist, die man nicht überschreiten sollte, ja. Und es gibt auch viele andere Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Auch extreme Beleidigungen sollte man einfach nicht normalen Sprachgebrauch einfließen lassen. Er sagt so, ja, wenn ich Comedy mache, möchte ich mir über nichts Gedanken machen. Ja, aber so ist das leider nicht im Leben. Du musst dir im Leben, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, über Dinge, die du sagst, Gedanken machen. Und das hat als Konsequenzen. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann musst du aber damit leben, dass die Videos ab 18 sind. Bumm. Ist nicht schlimm, dass Videos ab 18 sind, aber das ist doch das Beste, dann werden die Kinder geschützt, dass sie sowas nicht sehen. Bumm und fertig ist die Sache. Kuss. Tu ich auch auf YouTube und dann sehe ich ab... Kevin, habe ich gelesen. Sehe ich genauso. Kuss. Dass die Videos ab 18 gestellt werden, dass die Videos gelb werden, dass die Teils gesperrt werden. Aber wenn du das sagst, dann bist du da gelb. Wenn du das sagst, was ist das? Ich gucke mir YouTube an, ich finde alle langweilig. Ich schwöre, wenn ich YouTube gucke, als würde ich Koran hören. Ich lach gar nicht, schau nur zu. Und deswegen dachte ich mir einfach Folgendes. Ja, dann mache ich wenigstens einen Nachhilfekanal. Ist teilweise genauso langweilig, aber bringt wenigstens die Leute weiter. Erster Link in der Beschreibung, klickt drauf und abonniert. Okay, das finde ich eine geile Idee. Ihr wisst ja vielleicht, der studiert Lehramt, der MVK. Und er macht jetzt einfach einen Nachhilfekanal. Okay, das finde ich aber wirklich eine geile Idee. Nur wenn ihr das auch wirklich braucht. Ich werde euch Nachhilfe geben, à la Dr. Bahbawi ABK Deluxe. So wie es auch ab und zu meine Nachhilfeschüler im Privaten bekommen. Checkt den Kanal ab, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr für die Schule was... Ja, das ist eine geile Idee. ...braucht. Ich gucke noch, welche Fächer ich dazu mache. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu meinem neuen Kanal. Ja, also. In dem Punkt, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Guck mal, ich liebe ABK als Mensch. So. Und er weiß, er hat bei mir im Stein im Brett. Und ich habe mich mit ABK von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden und trotzdem finde ich es wichtig, gerade eben auch zu Leuten, die man gerne hat, dass man auch nicht immer der gleichen Meinung ist und dass man seine eigene Meinung auch eben vertreten kann. Und hier muss ich sagen, bei den Verstellen oder Beleidigungen, dass man das einfach sagen sollte, bin ich nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, man sollte darauf achten, was man sagt, denn wir sind in der Position, wir sind sowieso schon super privilegiert, allein schon, dass wir in Europa aufwachsen, die meisten von uns, und dass bei uns nicht Krieg vor der Haustür ist und dies und das und dass wir vielleicht viele von uns vielleicht nicht in unserem Leben krasse Rassismuserfahrungen oder whatever gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben so viel Glück in unserem Leben und trotzdem nehmen wir uns auch das Recht raus, zu sagen, yo, dies und das, ich sag jetzt die Beleidigung, diskriminiere damit den und ich sag die Beleidigung, diskriminiere damit den. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen das nicht, wir können alle darauf achten, dass wir uns halt so gut wie möglich
ja, jeden Tag ein Stück verbessern. Und ich finde es auch gar, ich finde, ich muss auch sagen, ich finde die Cancel Culture trotzdem in vielen Punkten einfach nicht gut, denn da wird oft eine Entwicklung unterbrochen. Ich finde es besser, wenn Leute sich einfach entschuldigen, aufrichtig entschuldigen und sich dann wirklich nochmal zeigen, dass sie sich weiterentwickeln. Ich habe in der Vergangenheit auch Dinge getan, wo ich heutzutage nicht mehr hinterstehe, klar, weil ich mich weiterentwickle. Ich bin schon viele Jahre auf YouTube und wenn ich jetzt für irgendwas aus dem Jahr 2013 oder aus dem Jahr 2012 oder so angegriffen werde, dann kann ich mich verteidigen, weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin, ich bin nicht auf den Mund gefallen, wenn mich jemand anprangert für irgendwas, weißt du, letztens gab es auf Twitter so ein Posting, da habe ich einen Zuschauerkommentar vorgelesen und da kam auch das N-Wort drin vor, ja? Habe ich aber einfach nicht zensiert, sondern ich habe es einfach vorgelesen. Und das war so ein ja, dunkler Humor mit dem N-Wort drin. Und ich habe es vorgelesen, habe dann einfach gesagt, ja, so ein Quatsch, bla bla. Aber ich habe es einfach drin gelassen. Und ich würde es heutzutage auch nicht mehr machen, solche Wörter oder solche Kommentare im Video überhaupt einblenden, unzensiert, weil das einfach respektlos ist. Und da in dem Punkt habe ich mich weiterentwickelt und das hat nichts mit Verstellen zu tun. Und ich denke, da sollte jeder einfach immer ein Stückchen weiter an sich arbeiten. Niemand ist perfekt geboren. Und wir arbeiten doch darauf, dass wir ein friedliches, gutes Zusammenleben haben. Ja? Ja. Ariella, Kuss und Dabrix, Kuss. Simon, das war doch eben ein Zitat, oder? Werde besser als dein gestriges Ich oder wie es genau hieß, meine Ohren klingeln, keiner hebt ab Hilfe. Ja, sowas in der so in Richtung Zitat. So, aber ich finde, das muss sagen, das ist ein gutes Video als Diskussionsgrundlage, weil ich finde, dass. Es kam so aus mir rausgesprudelt, was ich gerade sagen wollte, ne, was ich gerade gesagt habe. Und ich finde das wichtig, sowas auch mal klarzustellen. Weil es gibt so viele Leute, die interpretieren das falsch. ABK zum Beispiel oder auch Monte. Ich liebe Monte, wirklich. Ey, ich mag die richtig gerne, wirklich. Aber er sagt auch sowas wie, yo, nur weil, also ich zitiere jetzt aus Montes Sicht, ja. Nur weil ich real bin, werde ich gebannt für sie und die Wörter. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass Monte real ist. Monte ist real, also Monte ist wirklich real. Aber Beleidigung zu nutzen oder irgendwelche dummen Aussagen zu treffen, hat nichts mit Realness zu tun. Ja? Und so sehr ich Monte mag, trotzdem muss man nicht behaupten, yo, das ist real und ich bekomme dafür Konsequenzen und die Leute, die sich da verstellen, ne, bla bla. Nein, es geht einfach nur darum, ihr müsst nicht mit solchen negativen Dingen um euch schmeißen. Ja? Kuss. Uremadik, schreibe ich mir für morgen auf. Kuss. So, wir gehen jetzt aber zu Daily Dose rüber und dann geht's ab zu Among Us. Parking too close to the ocean. Oh oh, das hört sich nicht so gut an. Das war wahrscheinlich auf Madeira. Let's go. Da da da. Da da da. Da. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Someone parked their car. Das sieht wirklich aus wie Madeira. Hä? Es könnte wirklich Madeira sein. A little too close to the ocean, so when they came back, it was swept away by the waves. Oh shit. Oh shit. Lin, Kuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nobody was in the car at the time, and the car was eventually brought back to land when the tide went down. Digga, stell dir vor, du parkst dein Auto da, einfach, wo habe ich mein Auto geparkt? Ah, ich bin immer so vergesslich, wo habe ich mein Auto geparkt? Pickle. This guy is sick and one of his symptoms... Ich dachte gerade ganz kurz, es wäre Bram von Pete's Meat. Ganz kurz, auf dem ersten Augenwinkel sah er für mich aus wie Bram von Pete's Meat, jetzt auf dem zweiten Augenwinkel nicht. ...is that he can't taste anything, so he tried eating an onion, lemon juice and garlic paste. It's like, so here's an onion. Nothing. Shot of lemon juice. Nothing. That would hurt. Nothing. This is a crazy virus. This dog is blind. Oha, krass. And doesn't have any eyes, so the owner likes to put on some googly eyes for fun. Oh nein, der arme Hund. Oh Gott, das arme Baby. Oh Gott, das arme Baby. This is what it's like for a pilot to fly in a tight formation.
If you take a wet toothbrush and pet a cat with it, it supposedly reminds them of getting cleaned by their mother. Oh, mit der Zunge. Oh, cool. Oh, die Katze sieht aus, als würde die gerade losheulen, weil an ihre Mutter denkt. I'm gonna stack these cups in under a second on this table. Just watch. Yeah, there we go, new record. This dog stole a giant brick of das kennen wir schon. The dog of butter. Butter and refused to let it go. Here's an extreme close-up of someone breaking a pencil. Krass! Was geht mit der Katze ab? An absolutely massive rat was spotted in New York City. Wie dumm. Welcome back to New York City here. I found this cool plant called a milkweed. When you crunch it up, it releases a giant cloud of puffy seeds. That's the end of this video. Oha. Hopefully I was able to make your day just a little better. Oha. And I'll see you guys again very, very soon. Oha, was hab ich noch nie gesehen, krass. Later. Crazy. Crazy. Kuss, kuss, kuss. Küsse gehen raus an Delidos. Kuss, 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 kuss. Wir gehen rüber zu Among Us. Und den ganzen Tag miaut. Hallo. Darf ich dich dann besuchen kommen? Hallo. Hey, natürlich. Nein, da. Hallo. 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 Hallo, hallo. Hi, 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 hi. Hallo. Was geht? Hey. So. Matteo, du müsst Kai noch Rechte geben, da kann ich reden. Ich würde es gern so lassen, wenn es geht. Wow. Nee, müsste. Scheiße! Sorry. Was? Sorry. Ich habe nur gehört, ich würde es gern so lassen, wenn es geht. Oh, ich muss hier direkt wieder raus. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid. So, warte mal, lass mich ganz kurz mal hier reinschauen. Hallo, Leute. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Hallo. So. Freut mich außerordentlich mit euch zu zocken und euch kennenzulernen. Ja, das freut uns auch. Du bist, glaube ich, in der Runde das erste Mal dabei. Das heißt, du kennst einige schon, aber viele noch nicht, glaube ich, oder? Nee, ich habe nur gehört, dass ein Pro-Gamer ausgefallen ist und ihr habt keinen besseren gefunden als mich. Das ist richtig, genau. Keiner kann besser lügen als du, Kaya. Das Ding ist, irgendjemand müsste Kaya halt gleich das Spiel nochmal erklären. Der spielt das erste Mal. Und Kaya, ganz kurz, du musst deinen Chat gleich irgendwie ignorieren oder den verbieten zu spoilern. Also so wie immer eigentlich dann. Genau. Also wenn du Imposter bist, also wenn du der Verräter bist, der die anderen umbringt, dann kannst du ruhig in den Chat gucken, da ist es kein Problem. Aber wenn du Crewmate bist, dann sollst du nicht sehen, wer dann, weil der Chat spoilert es vielleicht sonst, ne? Ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt der Killer bin und einer aus meinem Chat spoilert, achso, ihr dürft ja natürlich auch nicht in eure Chats gucken, ist ja klar, jetzt verstehe genau, ich. Genau, richtig. Wir gucken auch nicht in unsere Chats, also entweder machen wir Emote-Only-Channels auf, also Emote-Only-Chat, oder man dreht den Chat weg, was halt am einfachsten ist. Bei mir werden alle perma gemacht. Das ist auch eine Möglichkeit. Du hast ja genug. Ich gucke einfach immer rein. Genau. Hier ist ja der Link fürs Discord-Overlay, falls das jemand haben möchte. Genau, danke Anni. Jetzt wird's technisch. Okay. Muss man was machen. Probier's nicht, Kaya. Nee, mach nicht. Also Kaya, lass einfach weg. Ich würde mich dann erstmal nur darauf konzentrieren, dass du das Spiel einfach erstmal spielst. Nee, das geht ganz einfach. Kaya, hast du OBS, mit dem du streamst? Ja. Dann kannst du einfach unten auf Plus drücken und eine neue Browser-Source hinzufügen und dann einfach den Link einfügen, den ich da reingepostet habe und okay, dann alles fertig. Dann wird im Bild quasi angezeigt, wer wann redet. Ist ganz cool für deine Zuschauer, wenn die Stimmen nicht auseinanderhalten können. Weil okay, wenn wir dann später in den Diskussionsrunden sind, dann ist das manchmal so ein bisschen tricky, so, aha, wer redet gerade? Und dann ist es ganz cool, wenn das angezeigt wird.
Ich mach das, ich kann das. Im Gegensatz, Schlo glaubt nicht an mich, aber ich kann das. Also bei mir funktioniert das nicht, weil ich einen Streaming-PC zum Streamen habe. Genau dasselbe habe ich auch, ja. Ja, genau das ist auch mein Problem. Auch, Kaya, deswegen... Stimmt, ich habe auch einen Streaming-PC. Anni, das genau. Funktioniert nur, wenn du Single-PC hast. Dalokrat hat schon ein Dinges reingeschickt hier, einen Code, aber der funktioniert bei mir nicht. Wir sind auf EU. Und nicht Beta. Ja, okay, alles genau, klar. Wir spielen eine ganz normale Version. So, also, und Kaya müsste auch noch ein Overlay machen, um den Code zu verdecken. Genau. Genau, du packst am besten eine Kamera vielleicht unten in die Mitte, das klappt auch ganz gut. Genau, das ist das Wichtigste im Prinzip, Kaya, dass deine Kamera unten in der Mitte vom Bild ist, weil da ist immer der Code drin für die Lobbys. Und wenn der gezeigt wird, dann können alle joinen, die den sehen. Ich kapiere. Ja, ist jetzt sehr viel, aber wenn wir da einmal durchkommen... Kein Problem. Okay, okay. Ja, cool. Ich bin wirklich sehr gespannt. Jemand tippt da ganz eifrig. So, ich habe wieder Push-Talk drin, Leute. Wir können wieder reden. Auch gehört? Chat, also, ich spiele heute zusammen mit ja, Anni, ja. Dalokat, Sepp, Schlomox, Blesk. So, dann... Oh nein! Eine kurze Information. Hat gerade noch mehr Probleme im Discord? Ich habe leider gerade kurz einen Bug. Ich muss einmal kurz PC neu starten, aber ich bin spätestens 2 Minuten da. Ja, kein Problem, kein Problem. Okay. Wir haben eh noch Zeit. Bis gleich. Ganz kurz, sorry, ich will nicht unterbrechen. Hatte gerade noch mehr Discord-Probleme oder was war das? Nee. Leute, ich habe schon wieder diesen Bug, dass wenn ich meine Maus bewege, dass es hier ruckelt. Und das hatte ich eben extra getestet, aber jetzt ist wieder das Problem da. Ich starte ganz kurz den PC neu. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder. Der Stream bleibt an. Der hat nur so ein Ladebild. Keine Sorge, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Der Stream geht genau gleich hier weiter. Sorry, dass ich diese Unheimlichkeiten hier da sind, aber ich bin froh, wenn ich meinen PC switche. Aber noch bin ich nicht umgezogen, deswegen habe ich mein Setup nicht geändert. So, bis gleich. Die Finke ist halt auch was nackt. Nee, nur für Anni. Ich baue so eine Collage von mir mit Bildern. Oh, schenkst du ihr noch so ein T-Shirt? Sie hat doch schon so eins. Ja, aber ein anderes, also neues. Das artet noch in einen Schrein aus. Ja, T-Shirt. Hatte Korte kurz vorher überlegt, ob ich mir mein Matteo Sass-Shirt zu einem Matteo Süß-Shirt mache, aber das werde ich nie wieder los. Nein, wow. Das wär zu drüber. Das wäre drüber. Okay. So, wie sieht's bei Kaya eine 8 aus? Schon. Kaya, wenn du so weit bist, dann können wir noch vielleicht. Ja, wenn du dich nicht mutest beim Reden, dann hört man dich auch. Oh, sorry. Hä? Moment, jetzt haben wir dich. Ich bin ja rausgekommen. Ah, hi. Oh, ich bin raus. Oh, okay, wir machen eine neue Lobby auf. Hallo. Ich freue mich, mit euch zu spielen. Wir freuen uns auch. Also immer noch. Endet das irgendwann, auch. Oder? So, okay, das ist eine Halbwertszeit. Ich will einfach nur nicht sterben. Es gibt... Es gibt keine Beta mehr, ne? Kaya weiß gar nicht, wo er den Code herkriegt, ne? Achso, ich dachte, der wird gepostet. Ja, guck mal, hier im Discord oben siehst du unter Bonschwar. Siehst du 3 Ausrufezeichen? So, ich bin wieder zurück, Leute, sorry. 3 Ausrufezeichen, so ein Text-Channel, da wird der Code immer drin gepostet. Let's go. Chat, sorry, dass ich kurz weg war. Da ist ein riesen Link von Annie the Duck. Ja, genau. Und 2 Codes. Hat er ein kleines Problem. Der letzte Code. Boah, ist da lang, der Link. O, S, Q, genau. Y, und welchen von beiden? Der untere. Okay. So, ist das alles flüssig, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen am Anfang ein bisschen locker, weil ich glaube, es ist schwer reinzukommen. Wir spielen noch eine größere Map. Idole, Dalu, voll sad. Die Idole natürlich ist nicht für dich. Warum? Ich glaube, wir haben da wirklich eine falsche Einschätzung von mir. Naja, also ich finde, Dalu ist einer, der am besten switchen kann zwischen Tryhard und Casual. Ich kenne nur Tryhard. Ich sehe es eh gleich kommen. Die erste Frage von Dalu ist, welchen Schlüssel hattest du? Brauche ich nicht mal mehr. Der merkt das einfach, wie lange du da dran gestanden hast. Der kennt Ich sehe das an seinem Puls. Ja. Das war gestern irgendwie so ein Thema in den Chats, dass es so einen Pulstrick gibt. Was heißt das denn? Du kannst am Pulsding sehen, wer Imposter ist. Nein, ja, oder? Was für ein Pulsding? Ja, deswegen. Aber es ist, an welchem Pulsding? Oh nein, an der Lifeline hast du oben drüber noch so einen Puls, über jeder Farbe quasi. Aber das macht man einfach nicht. Ja. Okay. Und kann man sich ausstellen? Lifeline-Verbot für Dalu und für Blesk. Nee, du musst schon gezielt drauf, also du musst es wirklich gezielt machen, um es zu sehen. Aber, ja.
Kai, ja, wenn du mit Nazis redest. Warum wird denn sowas integriert ins Spiel? Das verstehe ich auch nicht. Weil das wahrscheinlich damals wirklich nicht durchdacht war. Da hat einer gesagt, das ist eine geile Idee. Nee, die haben ja, also die Geschichte dieses Spiels ist ja total irre. Das sind ja drei Kanadier, das ist ihr erstes Spiel, ja. Und das lief ja 2 Jahre so okay vor sich hin. Und denen ist es ja, was heißt um die Ohren geflogen, aber das ist ja völlig über den Kopf gewachsen. Und die haben mal geschrieben, dass sie technisch ganz, ganz große Probleme hatten. Deswegen wollten sie einen zweiten Teil machen. Und ja, jetzt machen sie keinen zweiten Teil mehr, sondern jetzt wollen sie den ersten fixen. Ja. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie einen zweiten Teil machen, der gut läuft, und dann können sie den von mir jetzt auch für 20 Euro oder so rausmachen. Ja, ich wette mein Geld darauf, dass du demnächst große Spiele siehst, die dieselbe Spielmechanik nutzen. Ja, da sind jetzt schon ganz viele Klone, die man schon sieht. Ich hätte es gerne in 3D. Dalu, du hast das doch in 3D gespielt. Ist die gut? Also erstmal, also das beste Spiel, was momentan an Among Us rankommt, ist Unfortunate Spaceman, finde ich. Aber das ist komplett underrated. So geil, habt ihr das Video gesehen, was hier dieser Dude, wo auch Unge einen Teil vertont hat? Achso, das war auch krass. Das war super sick. Das war wirklich krass gemacht. Es gab aber jetzt auch nochmal jemanden, der hat das, ich glaube, in der Unreal 4 Engine nochmal gebaut, Among Us. Ja, aber der darf es nicht releasen. Genau, der darf das nicht releasen, aber ey, das sieht so sick aus einfach. Also, das sieht aus wie Next Gen, noch besser als Next Gen eigentlich. Echt heftig. Okay, Steph. Ja, aber ich glaube. Ich könnte ja jetzt Werbung machen, was meine ich? So. Ich glaube, mach ruhig. Ich glaube, Among Us hat so einen Hype, weil das so simpel auch vom Look ist. Deswegen spricht es so viele Leute an. Wenn es jetzt vom Gameplay ja auch. Ja, genau. Das ist auch so durchdacht. Ich meine, also klar hat es kleine Macken und so, aber trotzdem die Platzierung, das Level-Design bis auf die zweite Karte, das ist alles so unfassbar. Bis auf die erste Karte. Guck mal, sogar Andi sagt, die zweite Karte ist Schmutz, ey. Und der versteht es auch einfach. Das ist vom Fach. Also die ist ja wohl total, also ganz ehrlich, die kannst du ja nicht spielen. Welche zweite? Diese zweite, die mit dem Y. Echt? Ich finde halt Skeld super kacke, also langweilig. Ja, und Skeld Polos finde ich auf Dauer echt mühsam. Ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar neue Maps raus. Ja, eine kommt dieses Jahr noch, die Henry Stickman App. Kaya, wenn du Probleme beim Connecten hast, einfach mal weiter versuchen. Solange du auf EU bist und der Code richtig ist, klappt das dann irgendwann. Das dauert nur manchmal länger. Die Sache ist halt, guck mal, TTT war ja auch noch jahrelang übel beliebt, obwohl das nur auf der Garry's Mod Engine da drauf lief. Und das ist ja nochmal eine andere Zielgruppe, weil es nur die Leute eigentlich fast nur anspricht, die auch den Shooter zumindest Zugang haben und sowas. Also, ne, und das hier ist halt wirklich für alle. So auch kleines Geld, man kann es auf dem Handy spielen. So. Ja, und vor allen Dingen ist es auch mobile, ne? Ja. Mobile und Cross-Plattform. Also, wie Kaya müsste vielleicht mal in eine Public Lobby gehen und direkt wieder leaven und dann wieder connecten. Das hat bei mir auch funktioniert. Ja, das kann ich. Erst in eine Public und dann wieder leaven. Genau, und dann wieder versuchen. Du kommst nicht rein, heißt es für mich seit 10 Minuten. Oder sollen wir sonst US machen? Nee, das ist der Fehler hast du überall momentan seit dem letzten Update, seitdem die Beta-Version live ist. Ja, wir sind ja zu 9 drin, ich glaube, mit dem Publics könnte es fixen, dann haben wir es. Bis die Lobby nicht gleich wieder zugeht. Ja, das stimmt, das könnte auch. Wir haben noch 2 Minuten. Jawohl. Nice. Perfekt. Ja. Kaya-Nator, da ist aber einer überzeugt. Ja, da ist aber jemand was vor heute Abend. Ja. Der Chat. Wenn wir nicht dieselben Namen haben wie im Chat, ich komme sonst durcheinander. Haben wir doch, oder? Stimmt, die Info. Also eigentlich heißen alle so wie im Discord, nur leider bei mir nicht. Also ob da jetzt Kaya oder Kaya nicht. Ja, das passt nicht. Ja, das kann man sehen, aber Kaya, als Info für dich, wenn Bondra im Discord redet, dann bin ich das Mental In-Game, der Grüne. Also der Imposter. Den immer zuerst töten. Genau. Wenn ich Imposter bin, tötet mich zuerst. Ja, genau. Und man kann sich auch. Wisst ihr, was ich bei dem Spiel immer schwer finde? Wenn du neu in eine Gruppe reinkommst, die sich schon kennt. Ja, du bist doch ein alter Hase im Vergleich zu. Ich meine, ich bin doch schon angelogen. Okay, wollen wir einfach starten, bevor die Lobby stirbt und dann. Aber weiß Kaya denn, wie es geht? Ja. Einfach muten und Spaß haben. Genau. Während den Runden muten und dann, wenn Diskussionsrunde ist, unmuten und dann können wir quatschen. Viel Spaß. Okay, dann viel Spaß. Woher weiß ich das? Viel Spaß. Du siehst jetzt, ob du Imposter bist. Wir hätten es einmal erklären sollen. Let's go. Ich bin gespannt. Ich wäre natürlich lieber dunkelgrün, aber letztes Mal hat Mental mir dunkelgrün in der Gruppe hier überlassen, obwohl er auch normalerweise dunkelgrün spielt, deswegen bin ich heute hellgrün. Und
Finde ich. Finde ich nämlich für dunkelgrün. Aber ich finde auch so orange cool. Weil wenn ich orange bin mit der Pflanze oben drauf, dann bin ich wie so eine Mandarine oder so. Ich finde die drei Farben sind alle cool. Oder generell ist mir eigentlich. Hauptsache ich bin eine Pflanze. Hauptsache ich bin eine Pflanze, Leute. Hauptsache ich bin eine Pflanze. Okay, Licht geht aus. Dann fixe ich das mal von unten. Oh, ist schon wieder gefixt. Wer hat's gefixt? Aha, Schloss. Oh! Leiche gefunden. Oder hat Unge reportet? Was? Nee, ich hab nicht reportet. Du hast reportet. Da blauscht dann. Okay. Also, Folgendes hat sich zugetragen. Ich bin tot, oder? Ich bin... Nein. Das wäre jetzt doppelt falsch gewesen. Kaya, du bist im Himmel jetzt. Das erstmal ganz kurz Frage, bevor ich erkläre, was passiert ist. Unge, du kamst von unten. Ist dir jemand entgegengekommen? Mir ist jemand entgegengekommen. Also wenn du nicht der Mörder bist, ist er nach rechts gelaufen. Oder gewendet links. Weil nach rechts kann es eigentlich nicht sein, denn Folgendes ist passiert. Ich bin in der Mitte noch mit Ani rumgelaufen, habe mit Ani zusammen Task gemacht. Irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Bei irgendwem höre ich mich doppelt, oder bin ich los? Ich glaube, wir hören auch irgendwas. Ich höre auch die ganze Zeit irgendwas. Moment, bin ich das? Weil ich höre keinen doppelt. Ich nee, man hört bei Anni Geräusche. Ne, jetzt ist es weg. Hab mich gemutet? Ja. Ich glaube, ihr hört es bei mir, oder? Ja, ja. 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 Scheiße. Also, ich habe mit Anni Task gemacht in der Mitte, bin dann ist das Licht ausgegangen, ich bin nach links in Electrical gegangen, dort lag noch nicht die Leiche da. Ich habe das Licht wieder angemacht, bin rausgekommen und die Leiche lag dort. Unge kam in dem Augenblick von unten, den würde ich, also zumindest für den Augenblick, wo er auf die Leiche zugelaufen ist, als Killer ausschließen. Deswegen die Frage... Das war die Katze, Leute. Ich hab's gehört. Sie hat Unge gecallt. Unge, jemand entgegengekommen ist. Also mir kam keiner entgegen, aber ich kann auch nur Schlorox zum Teil auch ausschließen, denn das Licht ist wieder angegangen, haben wir alle gemerkt. Und dann, nachdem das Licht angegangen ist, Schlorox vom Licht aus diese Tür rein und da lag die Leiche und wir sind uns da gerade entgegengelaufen. Also das wäre sehr dumm, wenn der die Leiche killt, dann Licht anmacht und dann wieder rausläuft. Also da wäre er abgehauen. Also ich glaube euch beiden, weil also die Kameras waren an und Vlesk ist immer an den Kameras. Ich denke, er war dran, hat dann das Licht ausgemacht, hat die Stunde genutzt, hat gekillt, ist in das Loch reingesprungen und Unge kann Vlesk kein Imposter sein. Vlesk ist gekillt worden. Vlesk ist tot. Er wurde gekillt. Sorry, okay. Ich hab ihn versprochen. Also. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, aber wer hat ihn dann getötet? Das ist die Frage. Ja, nicht Schloh, nicht Unge und ich auch nicht. Da sind wir weit gekommen, auf jeden Fall. Kaya war's. Gutes Nein. Gespräch. Nein. Dalu war es, weil er hat so eine Mördermaske. Du kannst nicht mehr reden. Achso, Entschuldigung. Ist da jemand? Okay, also. Also ich würde Schlorox für den Kill tatsächlich ausschließen. Kann nicht sein, dass er trotzdem der zweite Killer ist. Okay, Kayana ist wahrscheinlich gerade überfordert mit diesem Flipkarten-Ding. Ich werde mal den Reaktor ausmachen. Sehr schön. Also das ist mir aber ganz schön wild hier, die Leute, da will ich weiß ja gar nicht was, aber ich habe nur noch einen Task, lol. Ich habe noch eine einzige Task, ich guck mal kurz auf das zweite Ding. Ist immer noch keiner tot, okay. Oh, da war rot gerade. Ich versuche das Licht jetzt anzumachen. Okay. So viele Köche verderben den Brei. Ich lasse ihm lieber einen Finger von. Okay. Das ist Sepp. Das ist Hallo. Auch gerade in Dings passiert, oder?
Das ist ein Admin passiert. Ach so, okay, ich dachte gerade, ich habe mir irgendwas eingebildet, dass das gerade hinter mir passiert. Wäre schon gut. Nee. So, ich war im Labor und als das Licht ausging, habe ich mir gedacht, ich werde nicht zum Licht laufen, denn es wird wahrscheinlich ein Mord geschehen. Deswegen bin ich zu Lifeline gelaufen, habe dann gesehen, dass der Mord schon passiert ist. Das heißt, der wird gerade passiert sein, als das Licht ausgemacht wurde. Und dann bin ich runter zu Admin gelaufen, um zu checken, ob da eine Leiche liegt oder wo die Leiche liegt. Mhm. Und da lag Sepp direkt am Admin. Also meinst du, der Kill war, als Licht aus war? Ja, muss. Ich war auch am Vitals vorher, da war noch keiner tot. Ja, okay, aha, also, ich stand in den Camps und Unge ist rechts in Admin reingelaufen und kam links wieder raus. Das war, als Licht aus war. Und mir ist im Dunkeln Kaya entgegengekommen, also rot. Kaya war in Admin, okay. Der letzte, den ich gesehen habe. Okay. Okay, warte mal. Unge ist dir in Admin entgegengekommen, wo auch die Leiche lag. Es kann nee, Kaya ist ihm entgegengekommen. Okay, was Unge hat das Unge gesagt? Ja, nein, ich habe irgendwann in den Camps wieder reingelaufen. Ja, aber ich war, als Licht aus war, ich bin beim Licht gewesen. Ich habe die anderen, da waren zwei Leute beim Licht, die ständig Licht anschalter, Licht ausschalter gedrückt haben, wegen dem, scheinbar wegen dem Ping oder warum auch immer. Da habe ich mich vom Licht ein bisschen distanziert. Dann kam noch eine Person dazu, weil wir zu viert beim Licht. Das stimmt, ja. Simon, eine ganz kurze Frage. Kannst du es ungefähr zeitlich eingrenzen, als Sepp noch gelebt hat, als du an Lifeline warst? Wann war das vor so 20, 30? Also es war so, ich habe noch eine einzige Task und das ist die Lava-Temperatur messen, direkt vor Admin. Ich bin aus Lab rausgekommen. Durch Admin habe Lifelines gecheckt, da waren noch alle am Leben, also außer Vleskalt. Und dann ist Licht ausgegangen, dann bin ich direkt links durch, also ich bin links rausgegangen durch Admin. Da ist mir noch Kaya entgegengekommen, bin hochgegangen, habe die anderen bei Licht gesehen, habe nicht mitgefixt, habe nur zugeguckt und bin wieder zurückgelaufen. Können wir mal Kaya hören? Ja, 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 ich hab Downloads gemacht, ich bin unschuldig. Mehrere? Ich bin nicht der Mörder. Was für Downloads? Pornos? Es sei denn, es kann auch sein, dass ich die Anzeige verpasst habe, die gesagt hat, du bist der Mörder. Mhm. Okay, eine Sache, die noch wichtig ist, Kaya, die du wissen musst. Wir voten ja immer, ne? Und wenn du nicht weißt, wen du voten willst, dann musst du unten Skip-Vote machen, damit deine Stimme da unten zu den anderen kommt, damit nicht die Imposter schnell einen rausvoten können. Okay. Und wir voten ja anonym. Richtig, wir voten anonym. Okay. Okay, alles ist fertig. Ich denke, ich gehe entweder jetzt Lifeline oder Kameras checken. Ich glaube, ich gehe Kameras checken. Meine Aufgaben, ich habe alle meine Aufgaben fertig. Was ist los mit mir? Ich bin einfach zu schnell, Alter. Sonic! Speed! Oh. Wait. Okay, jetzt müssen wir ein ernstes Wort miteinander reden. Ja. Erstmal. Ja, Linka. Ja, Matteo kam rein und hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich um die Ecke komme und hat. Wen hat er denn da gerade hingerichtet? Andi. Okay, also mir kamen gerade Schlo und Anni entgegen aus der Schleuse. Ich bin durchgelaufen und als ich reinlaufe, ich wollte die Task machen, die am Anfang ist. Moment, wer kam dir entgegen? Also Schlo und Anni kamen aus dem Specimen-Room Anni raus. Ist auch okay, tot. Anni ist nämlich auch tot. Okay, dann müssen es Tinker und Oma. Schlo, hast du Anni denn noch gesehen? Nein. Also warte, pass auf. Ich bin mit Anni reingelaufen, beziehungsweise ich bin rein, ich bin dann wieder raus, weil Andi noch da stand. Und weil Andi eben das Licht sabotiert hat, bin ich davon ausgegangen, dass er der Imposter ist und bin nach links schnell wieder von ihm weg, obwohl ich da noch eine Task gehabt hätte. Die wollte ich nicht machen, weil ich Angst vor ihm hatte. Dann, du bist reingegangen nach rechts und Tinker kam augenscheinlich von oben. Genau, ich kam von oben rein. Für diesen Kill an Andi kommen nur Matteo und Tinker in Frage. Korrekt, Andi hat wahrscheinlich gedacht, dass ihr zwei rausgelaufen schon raus seid, jetzt ist keiner mehr da, jetzt kann er es machen. Da muss der andere Imposter dran gewesen sein, das heißt, keine Ahnung, okay, Matteo, kannst du mir sagen, wo die Leiche liegt? Die Leiche liegt, wenn man, bei Specimen ist ja dieser Raum und er liegt etwas mehr auf der rechten Hälfte, weil ich habe den nämlich erst nicht gesehen, okay, als ich an die Task... Ja. Andi kam von unten mit Schlo rein, oder was? Kaya kann ich für den ersten Kill hundertprozentig ausschließen. Unge kann ich für den zweiten Kill hundertprozentig ausschließen. Es muss Matteo sein. Ist Tinker. Wir können erstmal direkt Tinker voten. Nein, Matteo ist aber oder? Safe, weil Tinker kam von oben. Du kann es gar nicht gewesen sein. Ich kam ja rein und hab... Wenn Tinker jetzt nicht da, dann muss es Schlo gewesen sein. Jetzt gibt's einen Double Kill. Licht ist aus.
werde jetzt abgeschlachtet. Ich werde jetzt abgeschlachtet. Bitte drückt den Button. Nice! Können nice! Bitte nice! Nochmal die Votes machen von gerade. Ich habe leider zu spät gevotet. Ich schließe mich an und. Hä? Achso. Ist doch alles, nein, also ist keiner tot. Alles gut. Es ist okay. Keiner gestorben. Ich stand auch am Lichtschalter und habe gespammt. Schlo, du warst ein bisschen schneller. Was mich jetzt verwundert ist, Schlo würde nicht den Alarm drücken, wenn er Imposter wäre. Nein. Achso, den Alarm meinst du. Licht war noch aus. Ich habe gerade Licht angemacht. Ich habe gerade Licht Moment, wen hast du gewotet? Schlo, wie hast du gewotet? Hä? Moment, ich habe euch alle gewotet. Ich habe eben gerade falsch gewotet und es können nur Matteo und Tinker sein. Für mich ist es, weil Tinker von oben kam, für mich Matteo und ich möchte meinen Vote einfach hinzufügen. Wenn wir so voten wie gerade, ist Matteo jetzt raus. Kaya, wen hast du gewotet? Es ist Schlo. Es ist Schlo, Leute. Stopp. Tinker, mach keinen Fehler. Jetzt bin ich, dann ist es Schlo. Ja, aber Tinker hat doch auch schon gewotet. Tinker und Schlo sind beide, oder? Daneben. Wenn das Schlo gewesen wäre, hättest du es doch gesehen. Also pass auf. Unge ist hundertprozentig Crewmate, weil ich habe double-checked, ob er nicht am Licht rumspielt, sozusagen. Und deswegen konntet ihr einen Alarm drücken. Es muss Schlo sein, weil er weiß, dass wenn der Kill in Specimen passiert ist und der Kill an Annie passiert ist, das geht nicht von dem Cooldown her. Kaya, das was hast du denn schon gewotet? Ich kann aber auch nicht Annie. Ich hab gegen Salo gewotet, weil er hat. Genau, dann sind es Tinker und Schlo. Sorry, Kaya, sag bitte nochmal. Kaya hat mich gewotet, aber ich weiß nicht warum. Ich habe gegen Dalo gewotet, weil er eine Mördermaske anhat. Nein, ich habe hab geskippt, weil ich habe keine Ahnung. Oh. Okay, gut. Okay. Also für den Kill kommen nur Tinker und Matteo in Frage. Den kann kein anderer gemacht haben. Ich stand mit Andi da drin. Ich bin mit Andi. Tinker, hast du Schlo gewotet oder Matteo? Nein, ich habe Matteo Tinker gewotet. Tinker hat mich gewotet, das ist aber falsch. Okay, das ist falsch. Wir müssen uns jetzt einmal alle einig werden, dass wir... Ich habe Schlo aber warte mal. Gar nicht gesehen. Mantle und Dalu, wenn wir alle zu dritt Tinker voten, dann reicht das oder reicht es nicht? Ja, dann reicht das, ja. Aber seid ihr euch sicher bei Tinker? Tinker, ich denke, es sind beide. Ich denke, es sind beide. Ja, ich würde auch Tinker. Okay, let's go. Tinker, let's go. Ey, was? Okay, danke. Das war irgendwie nicht so geil. Dalu, bist du's? Ach, Dalu. Es ist einfach Dalu, der kleine... Ey, was? Ey, so will ich nicht mehr. Okay, ich muss... Oh nein. Es ist da, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Nein, Dalu. Nein! Ah, Dalu! Nein! Nein, die Tür ist abgesperrt. Dalu und Tinker. Hey. Oh, Mann, ey. Es kam nur du und Tinker in Frage. Hey. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Und tötet den. Matteo steht direkt daneben. Ja, super war das. Und Matteo, warum hast du das nicht gesehen? Schlo, sorry, da ich dachte, du bist es. Aber als du gesagt hast, das kann nur ich dann sein, dachte ich, hey, dann muss es Schlo sein. Nein. Wenn wir alle Tinker-Worten schaffen, ist noch. Ja. Ja, das hat also schon gemacht. Das hat der verarscht. Ne? Boah, wie böse. Kaya, übrigens, so ist es jede Runde mit Dalu. Niemals Dalu vertrauen. Ich wollte ihn auch rausboten. Nice. Ja. Aber Matteo, ich verstehe das nicht. Du standst daneben. Ich habe dich angefasst quasi noch. Nee, für meinen Sichtkreis habe ich nichts gesehen. Und dann erst, als der Report-Button aufgeblinkt hat, habe ich gesehen, dass... Also, keine Ahnung. Der Leader ist, kann der schon mal in die Lobby? Oh, ja, sorry. Also, noch eine Sache. Dalu hat sich noch so bekeckt hier von der Runde. Er musste nichts tun. Niemand hat ihn verdächtigt. Dalu, ey. Es tut mir sehr leid, das Misstrauen. Das ist doch so geil, wenn wir jetzt alle Tinker wollen. Und ich so, ja, ich drücke auf Matteo. Ja, ich dachte den ganzen Anfang über, dass Kaya Imposter ist, weil er stand bei Admin bei diesem Bücherregal. Und ich dachte so, hä? Was macht er denn beim Bücherregal? Dann habe ich mich so daneben gestellt und dachte, liest er ein Buch? Was ist los? Und bei mir hat er sich über jedes Loch gestellt und hat da erstmal. Das sah so aus, wenn er sich. Oh, das Symbol verändert sich. Also, wir sollten, glaube ich, Kaya nochmal kurz ein bisschen ganz was kurz erklären. Kaya das Spiel erklären. Ja, wieso? Ich habe doch überlebt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, eine Sache am Ende. Du hast relativ schnell geskippt den Vote. Aber am besten ist, du hältst deinen Vote auf bis für die letzten 10 Sekunden, weil dann hörst du alle erstmal so bis zum Ende an. Und dann kannst du nochmal eine andere Meinung bilden, weil sonst, wenn du ein Vote abgibst, kannst du nicht mehr zurückziehen. Also man kann es beeinflussen lassen, meinst du? Und ganz wichtig, wenn nur noch 6 Leute leben und man sich sicher ist, dass noch 2 Imposter leben, dann ist das Ding halt easy durch eigentlich für die. Da machen die Double Kill nach der Runde direkt und dann hast du direkt verloren. Deshalb musst du, wenn du 6 Leute hast und 2 Imposter, also auf jeden Fall einen rausvoten. Das ist jetzt schon advanced, aber ich würde erstmal auf die Basics gehen. Also Kaya, wir sind Crewmates in diesem Schiff und wir müssen Aufgaben erfüllen.
Wenn wir, da oben ist ja so eine grüne Leiste, die hast du gesehen, ne? Mhm. Wenn wir Aufgaben erfüllen, dann wird diese grüne Leiste immer voller. Wenn die ganz voll ist, dann haben die Crewmates gewonnen, egal was die Imposter machen. Die Imposter gewinnen, wenn sie alle anderen töten. Also wenn gleich viele Imposter wie Crewmates noch am Leben sind, dann ist es auch vorbei. Das sind sozusagen die beiden Ziele, die die beiden Fraktionen erreichen müssen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die einzelnen Aufgaben, da musst du einfach als Crewmate hinlaufen. Das leuchtet. Wenn du Tab drückst, dann siehst du die Karte. Mhm. Und dann läufst du da einfach hin, da wo so ein gelber Kringel ist. Und dann machst du einfach die Task. Das sind meistens immer nur so einfache Sachen. Irgendwas ziehen, drücken, sortieren oder sowas. Mhm. Und in den Runden, wo wir uns dann halt besprechen, müssen wir als Crewmates halt versuchen, die Impostoren, also die Mörder, rauszuvoten. Deswegen den Vote aufheben. Und wenn du dann am Ende trotzdem nicht weißt, wen du voten sollst, dann machst du unten Skip-Vote. Ansonsten gibst du den Vote auf Dalu, oder? Genau, nein, dann immer auf Dalu. Ja, bitte. Ja. Ich hätte aber richtig gelegen. Ich wollte dich rausvoten. Ja, aber ja, nur, weil ich eine Maske auf. Dalu, was ist denn das mit dem Heiligenschein hier? Das gefällt mir nicht. Ja, wenn ich gevotet werde, weil ich eine Maske da. Ja, aber wäre ja zu Recht gewesen diesmal. Ja, tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir spielen einfach weiter. Ich denke, das wird gute immer Runde, Tinker. Ach so, vielleicht noch werden, ganz kurz. Weiß Kaya das mit Geist? Ja, genau. Wenn du stirbst, kannst du trotzdem deine Aufgaben also, fertig machen. Also, da EMF, dann kannst du auch nach Gefrier. Ja, genau. Du musst dann ein Buch auf den Boden legen und wenn der schon eingeist. Salz ausstreuen und dann Schlüssel nicht vergessen vor der Haustür. Genau. Ja, es ist wichtig, dass du deine Aufgaben mal trotzdem machst, damit, weil ansonsten können die Crewmates nicht über die Tasten. Er erzählt ihm das alles und wahrscheinlich ist er also schon voll geskillt und legt uns hier rein. Nein. Ich komme rein. Doch, das, Anni hat das auch gemacht. Ich kenne, alle machen das. Ja. Erstmal behaupten, man kennt es nicht. Das stimmt. Ja. Okay, lass einfach weiterspielen. Ich glaube, umso mehr Praxis wir reinholen, umso besser wird's. Okay. Ich kann dir übrigens nie wieder vertrauen, Ticker. Okay. Good luck, have fun. Okay. Wann, muss man sagen, war wirklich von Dalu gut outplayed. Also er hat uns wirklich auseinandergenommen gerade. Und ich hätte eine Sache hätte ich merken müssen. Und zwar. Nee, ich habe keinen Bock auf Anni. Ich habe keinen Bock mit dir alleine irgendwo zu sein. Nee. Nein. Ich habe auch keinen Bock. Nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock, mit Leuten alleine rumzulaufen. Mit zu zweit kann ich? Okay. Mit zwei Leuten ja. Mit alleine nicht. Oh oh. Nee. Nein. Was wird ein Stackkill? Das wird ein Stackkill, Alter. Sehr schön. Oh Gott, das wär ein Stackkill geworden. Ich untersuche jetzt nochmal schnell. Aha. Nochmal schnell untersuchen, ob da auch alles, ob da noch alles lebt hier. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Da muss man ganz genau hinschauen, aber ganz genau. So, zack. Hier durch. Oh! Oi, warum machst du das denn? Ich habe mal ein Meeting einberufen, weil weil ich glaube, wir können relativ gut ausschließen. Also mindestens zwei Kills sind in der Zeit passiert, wo Alarm an war. Der übrigens super lange an war und du standst ganz allein, um das Ding auszumachen. Hast du irgendwie also, nicht gedrückt, Dalu? Okay, Schlo. Erstmal bin ich mit Kaya nach oben links gelaufen, um dann eure ganze Rassebande mit 18 Leuten da oben zu sehen. Nee, ich kam auch erst am Ende dazu. So, und dann bin ich nach rechts gelaufen und hab direkt gedrückt. Also ich bin von links nach rechts gelaufen.
Okay, aber eine ganz kurze Info, die ich jetzt kurz haben will. Weiß irgendjemand, wo eine Leiche liegt? Mindestens eine. Ja, ich bin eine. Mir ziemlich sicher, Specimen und alles auf der rechten Seite. Mhm. Okay. Unge war eben gerade noch links. Ja, also ich meine, Anni und also Andi waren die ersten Toten, glaube ich. Links und am die werden rechts waren liegen. Orange, rot, lila, blau und... ja, Kaya Melkorn war auch links. Genau, das meine ich ja. Kaya also und ich sind links hochgelaufen. Vlesk war links oben, Schlo war links oben, Sepp im und Lab Linke ist 100, auch. Also im Lab ist 100 pro keine Leiche. Und da habe ich nur Sepp gesehen und mich. Ja, ich kam da gerade hin, aber also ich bin bis zu dem Teleskop gekommen. Und dann hat Dalu Meeting gemacht. Also, ich weiß nicht, ob unten Dingen sind. Beziehungsweise aufgrund des Seismics oben fehlt nur Matteo. Ja. Alle anderen waren oben links. Oh, oh, Matteo. Ja, ich war in die Rache und hab da meine Rache weitergemacht. Da hab mich nur gewundert, dass keiner drückt. Aber das ist die Rache. Ich hoffe, wie soll ich drei Kills schön gemacht haben in der Zeit? Warst du denn unten, rechts, Matteo? Wo denn unten rechts? Ja, da, dein Todesraum, da, wo ich nie hingehen möchte, da. Ich bin zu ganz Beginn der Runde einmal durch Specimen durchgelaufen, hab die Task gemacht, wo man den Kristall und diesen Totenkopf und sowas sortiert, bin einmal durchgelaufen. Okay. Da kam ich aus Admin raus und bin hochgelaufen zum Labor. Okay. Also, ja. Aber okay, danke für den Vote. Kein Thema. Ich sag, es Dalu. Ist einfach nur ein Gefühl. Leute, wir waren alle oben links, außer Matteo. Ja, das stimmt. Matteo, Sus. Hallo. Und ist er rausgewurdet worden oder noch nicht? Nee, noch nicht. Okay. Wenn die jetzt Dalukar töten, haben die gewonnen. Weil die anderen werden es nicht. Ich glaube, die anderen werden die nicht rausvoten. Aufgrund der Geschehnisse. So, er darf noch leben. Er darf noch leben. Mhm. Ich mache schnell die Tasks fertig. 320. Warum nicht noch 100 Grad wärmer? Smoke weed every day. So. Bam, bam, bam. Ich bin ein fleißiger Geist. Oh, das habe ich noch nie gehabt. Dann muss das ganz rechts oben sein. Weil da war ich noch nie. Ich bin ein kleiner Geist. So, eine Aufgabe noch. Dann sind wir fertig. Oh oh. Ich glaube, Vlesk und Mantle sind zusammen. Weil sonst hätte Vlesk eben auch was geschossen in Richtung Mantle, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch jemand anders. Irgendjemand. Machen wir erstmal kurz die Task fertig. So. Alle Aufgaben fertig. Artwolf sein. Guck, dein Stream ist eigentlich immer high. Bist einfach der Geist. Haha, Küsse. Kuss, Artwolf, Kuss. Okay, Schlurk. Ist Schlurk der andere? Oh oh, Tür ist zu. Oh! Nee, Sepp ist der andere. Oh, Matteo. Hallo. Hallo. Matteo. Was denn, Vlesk? Was ist los? So. Was ist? Es fallen extrem wenige Kills. Es liegt natürlich daran, dass wir Matteo schon im Sass hatten und der sich jetzt nicht mehr traut zu töten. Der hat Dalu auch gerade im Lab weggemacht und ist neben mir und Tinker gerade aus dem Vent gekommen. Okay, das stimmt nicht. Tinker, kannst du das bestätigen? Tinker. Tinker, du bist gemutet. Nein. Das stimmt nämlich auch nicht. Ich habe ihn tatsächlich, aber ich habe gerade auf die Wer wo ist geguckt im Admin-Channel. Also, ja, Matteo kam gerade aus diesem kleinen Gang unten links in Admin. Vlesk versucht mir das gerade zuzuschieben und versucht Tinker zu benutzen und Tinker macht, also Tinker ist glaube ich somit dann kein Imposter, aber Vlesk ist 100% einer. Nein, ich habe Tinker gesehen, wie sie in der Blume verschwunden ist.
kurz nochmal, um das Revue passieren zu lassen. Dalu ist jetzt tot, ne? Wir wissen, dass er Crewmate war. Die Info, die er uns mitgegeben hat vor seinem Abgang, vor seinem sehr glorreichen Abgang, war, Matteo war nicht links. Zwei Leute sind auf der rechten Seite gestorben. Drei sogar. Aber, also ist ja, warte mal, ist jetzt zwei tot oder drei tot? Weil du hast gesagt, es killen sehr wenige. Sind jetzt nicht mehr Leute tot? Am Ende sind noch zwei gestorben. Dalu ist ungefähr 6 oder 7 Sekunden tot, glaube ich. Nein. Wer war denn am Anfang tot? Lesk hat sich ein Alibi bei Dalu geholt, hat dann einen Kill begangen, sein Imposter, du zwei Kills. Nee. Und dann haben die es versucht, na klar. Und warum stimmt das, was du gerade eben erzählt hast, einfach nicht? Wenn Kaya ist, ich wollte, haben die eh verloren. Und Wendt und Tinker kann das aber nicht bestätigen. Die kam gerade aus Bestiman. Tinker, du kannst auch nicht der Zweite sein, das wissen wir auch, weil der Kill ist gefallen, nachdem Matteo schon aus dem Band kam. Ich weiß auch, dass Tinker nicht Kaya oder Sepp sind. Aber vertraut eurem Herz, eurem Bauch. Blesk hat gerade eben gelogen, um mich zu beschuldigen. Es muss Blesk sein. Oh, Kai hat gewotet. Kai hat gewotet. Warum sollte er sonst liegen? Blesk smilet halt so, ne? Ja, natürlich. Aber Dalu hat ja schon gesagt, das ist Matteo. Der treten so ein Grab. Tinker, warum soll... Ah, das ist Quatsch. Warum sollte... Nee. Warum sollte er lügen? Kaya! Entschuldigung, ich hab dich verschwinden, du bist verschwunden. Och Mann, Kaya, du hast die Taskforce gemacht. Oh nein, es ist vorbei. Sie müssen nur einen Kill machen, es ist einfach vorbei. Es ist vorbei. Oh nein, Blesk wird abgestochen wie ein Schwein. Blesk wird wie ein Schwein abgestochen. Die werden ihn abstechen wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Oder vielleicht nicht? Ey, wenn jetzt jemand den Knopf drückt, ne? Oh mein Gott. Die lassen es tatsächlich zu. Nee, doch nicht. Matteo, ich hatte kein Meeting mehr. Lass mich laufen. Leid. Ich hab Matteo gewotet. Sorry. Wie wir Blesk einfach töten wollten. Richtig gut gespielt Dalu. Von Sepp, ey. Den hat er einfach keiner auf dem Schirm. Ey, ich hab den so niemand auf dem Schirm. Das war geil. Ich bin tot Sepp und ich dachte 100%, du bist Imposter diese Runde. Warum? Weil du drei Leichen ziehst und nicht einmal Admin checkst, wo eine Leiche unter anderem sagt. Ach so, du bist gut vorbeigelaufen. Und ich war so, ja, weil ich, weil damit war's nicht Admin-Pult? Ja, weil für mich war es halt klar, weil alle oben links waren, dass die Leichen der einzige sind, der gefehlt hat. Ich hab die Leichen gezählt und hab gezählt, wie viele oben links waren und wusste, dass Matteo der einzige ist, der nicht da war. Und die arme Anni, die da Kamera lag und keiner findet sie. Sie ist so früh gestorben und alle haben sie missachtet. Ja, ich lag hauptsächlich von Admin und Dalu ist zweimal vorbeigelaufen. Anni, bitte Anni. Ich bin komplett durch Specimen durchgelaufen, hat man ganz erst am Ende gekillt. Ein paar Sachen, die noch wichtig sind, Kaya. Also wir machen jetzt, nach jeder Runde kriegst du ein oder zwei neue Informationen, damit du einfach spice. Also, es gibt, das sollte nicht überheblich klingen oder so, sondern einfach, ich will nur, dass, ne? Also, das ist deine Stimme, die überheblich klingt, alles gut. Genau, also Impostoren, also die Leute, die killen können, die können in Vents springen, das sind Lüftungsschächte und dadurch können die sich schneller über die Map bewegen. Das heißt, wenn du jemanden in so einen Lüftungsschacht reinspringen siehst, dann weißt du 100%, der ist Imposter. Auf dieser Karte sind das aber Löcher und keine Lüftungsschächte. Oder Löcher, genau, richtig, das sind dann so Löcher. Und noch eine wichtige Sache, gerade am Ende hast du ja Tinker gewotet, also Lila. Selbst wenn du so 100% sicher bist, dass Tinker es ist, es hätte dann nichts mehr gebracht, wenn du der Einzige bist, der sie votet. Am besten ist dann, man schließt sich irgendeiner Gruppe an, dann hat man zumindest noch die Chance, dass der Richtige rausfliegt. Blesk hätte fliegen müssen, also jetzt... Das heißt, ich hätte euch überzeugen müssen, ich dass Tinker... Ja, entweder überzeugst du die anderen, dass alle Tinker voten, oder du schließt dich der anderen Gruppe an, weil die anderen, es haben entweder haben Leute, was war's, eine Gruppe hat Blesk gewotet und die andere Mantle. Tinker. Genau, die zwei Blaster haben mich gewotet und ich und Tinker haben Matteo. Hättest du dann zum Beispiel jetzt auch... eine von den beiden gewotet, hättest noch eine höhere Chance gehabt, dass dann der Richtige zumindest rausfliegt. Wenn du einfach deine Stimme sozusagen abgibst, dann ist es so wie ein bisschen verschenkt. Das heißt, ich sollte mit euch immer besprechen, wen ich vote. Ja, genau, so ein bisschen. Also zum Beispiel, als du gesagt hast, Tinker ist in der Blume verschwunden, wenn ich nicht Imposter gewesen wäre, hätte ich das geglaubt und hätte sie gewotet, weil für mich wäre das dann so ein Vent gewesen. In dass was sie dann von einer Blume? Vielleicht war das ein Bug, Tinker. Du warst wirklich mit mir in dem Raum. Du hast keine von den Aufgaben gemacht. Ich schwöre. Ja. Du hast dich verdächtig, weil du hast keine von den Aufgaben gemacht und dann warst du plötzlich weg. Und da dachte ich, du bist in irgendeine Blume reingehüpft. Ja, vielleicht war das irgendeine Blume ein Desing. Also ich glaube, Kaya, ich denke, es ist Tinker. Ja, Tinker. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, wir alle voten Tinker in der nächsten Runde raus. Ja, okay, bin ich dabei. Let's go. Okay, nächste Runde, let's go. Ich mach direkt Emergency, ne? Johnny Kuss. Ganz liebe Grüße an Kai. Let's go.
ich ein bisschen schade fand, ist, dass niemand an die Schlüsseltask gegangen ist. Okay. Ich habe so Angst, immer zu früh zu sterben, deswegen versuche ich mich einfach zu verstecken. Oh, 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 Kaya rennt weg. Nee, ich renne auch weiter weg. Oh, oh. Ich will einfach nur leben. Ich will einfach nur leben. Wo kann ich leben? Wo kann ich leben? Wie kann ich leben? Sag es mir. Oh, Licht. Ja, Licht fixen, das ist eigentlich gut. Licht ist eigentlich gut zum Leben. Weil da, wo Licht ist, werden viele hinlaufen. Und wenn da viele hinlaufen, wird der Mörder erwischt. Also gehe ich zu Licht, weil ich will nicht sterben. Okay. Okay. Wenn ich bei einer großen Gruppe bleibe von mindestens 2 Leuten. Na, okay, habe ich keinen Bock drauf. Scheiße. Oh, oh, wer rennt denn da oben hin? Ah, Andi macht hier Benzinkanister. Okay. Jetzt kriegt doch nicht die arme Anni immer am Anfang. Die arme Anni, ihr nehmt die immer raus. Also wer war das? Anni, Anni liegt vor, ist das die Lifelines oder ist das die Task? Was ist da? Das, musst du das, das linke von den Dingern. Ich weiß nicht was, wo genau die Lifelines sind. Lifelines sind rechts und Anni stehen gerade links. Neben mir. Was? Darf ich einen Verdacht, aussprechen? Ja. Der Mäntel, der kam aus dem Waffenraum raus und hat nichts von dieser Aufgabe gemacht. Dann wollte ich die Aufgabe lösen, da kam der Mäntel und stand quasi direkt hinter mir. Das ist korrekt. Das reicht also mir. Warte mal ganz kurz. Okay, safe. Ich wollte Kaya nur beobachten, wie er die Task macht mit den Waffen. Und dann hat er mich, glaube ich, beobachtet. Und dann habe ich ihn wieder beobachtet. Das war so ein Hin und Her. Du kamst aus dem Waffenraum raus und hast die Aufgabe nicht gelöst. Warum nicht? Warum nicht, Matteo? Ich habe die gelöst. Also ich möchte den Verdacht einmal ganz kurz unterstreichen, denn ich war die ganze Zeit links auf der Seite von Electrical. Da waren noch Dalu und Unge mit mir auf der Seite. Und nachdem das Licht angegangen ist, waren die beiden sind nach rechts weggegangen. Und auf einmal läuft Matteo mir echt merkwürdig hinterher, von oben nach unten. Also, ich kann euch so viel sagen. Ich wurde die ganze Runde von allen möglichen Leuten gesehen. Kaya am Anfang der Runde, dann oben habe ich Licht angemacht, dann bin ich runtergelaufen. Schlo hat mich gesehen, Unge hat mich gesehen. Also diesen Kill habe ich 100% nicht begangen. Hast du noch irgendeine sinnvolle Info für uns? Ja, ich stand in der Lifeline, Anni stand neben mir links in der Task. Ich bin rausgelaufen, ich bin jetzt gerade Tinker entgegengelaufen im Lab. Sprich, das waren vielleicht 5 Sekunden oder sowas und Anni ist jetzt tot und Sepp reportet. Ja, Self-Report, safe. Also, was machen wir? Es könnte auf jeden Fall ein Self-Report sein. Warte mal, das gibt mir erstmal, aber das wir behalten. Doch mal. Dann müsste es ja Bleskine. Nee, also es kann natürlich auch zwischen uns jemand reingelaufen sein. Unwahrscheinlich. Timing her ist sehr, sehr, sehr. Also, Sepp und Mäntel, alles klar. Nein, auf gar keinen Fall Mäntel. Nein. Okay, wir wissen schon mal, dass wir uns von Sepp und Mäntel ganz weit fernhalten. Aber ganz weit halten wir uns da fern. Es ist sehr dunkel. Es ist sehr dunkel und auch sehr kalt. Es schneit nämlich. Okay, will ich mal sehen, wer das Licht anmacht hat hier. Aha, mehrere Leute. Oh, ein Riesenstack. Okay, ein Riesenstack. Nein! Oh nein! Mäntel will ich töten. Mäntel will ich töten. Oh mein Gott. Mann! Simon! Komm, sag mal, willst du mich, gerade töten? Nein, ich wollte, du hast Dings, schöne Augen und so. Also ich frage mich, wie du mich überhaupt sehen konntest mit dem kleinen Lichtkegel. Hast du etwa Imposter-View? Also erstmal habe ich einen riesigen Lichtkegel, ja? Und dann zweitens, das Licht war an. Ich habe es selber angemacht. Ja, aber trotzdem ist unser Licht, unser Guckgrad ist eingeschränkt. Und ich konnte nicht sehen, dass du mir die ganze Zeit herläufst, aber du warst immer dann wieder, wenn ich um die Ecke gelaufen bin, hinter mir. Naja, du bist kein Houdini. Wenn du nach unten läufst, und dann verschwindest du nicht auf einmal. Ich hatte um mein Leben Angst, wirklich Hilfe. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ich kann sagen, wo Flex gestorben ist. Okay, wo denn? Ich glaube im Lab, aber ich habe ihn eben tot auf den Lifelines gesehen, bin dann unten in Admin kurz gucken gegangen und die einzige feste Position war im Lab oben. Kannst du kurz zeitlich eingrenzen, wann das war? Wann hat er noch gelebt, wann ist er gestorben? Also ich bin jetzt gerade aus dem Admin losgelaufen, weil zum Lab und gucken gehen. Das heißt, der Mord ist in den letzten 10 Sekunden passiert? Mal Andi,
Bist du mir Sekunden. Entgegengekommen? Okay. Also, was? Leute, wer war gerade bei mir unten in Admin-Table? Das war ich, genau. Du bist gerade nach unten gegangen Richtung Schleuse. Genau. Ja, du kamst aber von rechts. Also, du glaubst, dass die Leiche im Labor liegt, ja? Ich glaube, dass die Leiche im Labor liegt. Warum, aber ich weiß nicht, wo da genau, ne? Warum glaubst du Labor? Siehst du die nicht in Admin? Doch, die Leiche bleibt fix. Ach so, du. Genau, die Leiche bleibt fix. Alles andere hat sich bewegt. Also, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist. Angemacht, Schlo hat mich gesehen und wir haben uns einmal gegenseitig Licht an- und ausgemacht und danach wollte ich runter zu Weapons. Und Kaya? Ja, also pass auf, Tinker, ich kam von Weapons, ich habe übrigens die Aufgabe gelöst. Tinker kam mir entgegen und dann ist die aber von einer Aufgabe weggelaufen, hat sie nicht gelöst. Von welcher denn? Von hier im Lichtspiel da. Ja, ich würde Tinker walken jetzt. Bente, hör auf zu framen. Du und Sepp, ihr seid so obvious. Nein, Simon, chill mal ganz kurz, chill mal ganz kurz. Also ich glaub's es, Sepp. Simon, ich werde dich jetzt richtig handen. Nee, hör auf, geh einfach weg von mir, bitte. Ich will nicht, dass der mir der hat. Der ist ein Psychopath. Ich dachte, ich bin der Psychopath. Ich bleib bei Dalu, da kann er nicht handeln. Sehr gut, ich bleib bei Dalu. Okay, ich geh. Oh, nee, Mäntel. Nee. Er hat direkt die Tür zugemacht. Das kann er nicht sein. Oh mein Gott. Es ist dunkel. Dalu, bitte. Wo ist Dalu verschwunden? Meine Güte, ich will meine Aufgaben machen, aber ich werde hier verfolgt von Mördern. Bitte, Dalu. Irgendwie, ich vertraue dir, aber ich weiß nicht warum. Da ist schon wieder Mäntel. Gottes Willen. Wer hat das Licht ausgemacht? Dalu. Hä? Wie war da? Oh mein Gott, Mäntel ist tot, hätte ich nicht gedacht. Dass er Crewmate ist, hätte ich gedacht. Hat er vielleicht sich selber umgebracht? Ja, das glaube ich auch. Ja, naja, zum Glück geht das nicht. Tinker, wo liegt die Leiche? Der liegt, ich bin Specimen hoch an dem Admin-Table. Kaya, wo bist du? Ich habe gerade zwei Aufgaben gemacht. Einmal diesen Lichtschalter-Shit da. Weißt du, wurde da durchs Labyrinth da. Übrigens die Aufgabe, die Tinker nicht gemacht hat, die habe ich gemacht. Es kann sein, dass ihr unterschiedliche Aufgaben habt. Ach so. Haben wir nicht dieselben? Nee. Nur zwei aber Stück, glaube ich. Kaya, wo bist du Tinker jetzt? Kaya, wo stehst du jetzt? Ich war links unten und habe dieses Flaschenabfüllen gemacht. Übrigens habe ich die Task auch zu Ende gebracht. Nur mal dazu. Es gibt einen Imposter, der ist safe und bei einem schwank ich leider. Ich frage mich, warum Mäntel sofort gesagt hat, lass Tinker voten. Warum hat Mäntel das gesagt? Weil es gab genug Belege gegen Tinker? In der allerersten Runde, der allererste Kill, den Vlesk gesagt hat, war, dass der in Admin passiert ist, Vlesk in Specimen gegangen ist, Tinker entgegenkam und der Kill keine 5 Sekunden her ist. Tinker kam in der Zeit nicht aus der Schleuse unten raus. Sie wird den Kill nicht gemacht haben können. Vlesk offensichtlich auch nicht. Und der Einzige, der dann noch in Frage kommt, war Sepp, weil er reported hat. Der erste Kill wird ein Self-Report gewesen sein. Und jetzt habe ich den Verdacht, dass du Matteo gekillt hast, als das Licht ausging. Ich habe mich auch erst gedacht, dass du es gemacht hast, weil du warst so schnell beim Licht, ich dachte, du bist gewendet. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das machen würdest. Dass du zum oben links hinwenden würdest, Licht ausmachen. Weil ich bin zum Licht gelaufen, als wir uns verloren haben an der Tür. Und dann dachte ich, wird Dalu sowas machen? Ist das ein Dalu-Play? Könnte sein. Aber also den ersten muss ich leider auf Sepp schieben. Ja, ich würde auch erstmal Sepp voten. Aber wer dann? Hunger. Und wenn es jetzt nicht Sepp ist, haben wir verloren. Wenn es jetzt nicht Sepp ist, haben wir verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn wir es nicht verloren haben, dann würde ich Dalu auch relativ gut ausschließen. Okay. Dann bleibe ich jetzt doch bei Dalu. Thank you.
Ich hoffe, der hat die Zeit gezählt, dass er mir vertrauen kann. Ich habe es in den Camps gesehen, es war Tinker. Es war rechts neben Admin. Ich habe gerade kurz in die Camps geguckt, nachdem ich Lights gefixt habe. Dalu weiß, dass ich Lights gefixt habe. Ich habe dann in die Camps geguckt. Rechts neben Admin hat Tinker Türkis getötet. Also Kaya. Das ist jetzt die Frage, ob Dalu, wir sind die Letzten, die überleben. Das ist die Frage, ob du mir vertraust. Aber ich habe es in den Camps gesehen. Was ist das gemein? Ja, aber. Ist das fies? Ist eine scheiß Situation jetzt für dich. Rechts neben Admin, da wo man diese Lifelines checkt, da liegt der und da war die Tür zu. Tinker ist mir auch entgegengelaufen. Ich hatte keinen Report-Button mehr, so hätte ich Report-Button gedrückt. Aber weil ich eben reported habe, als Mental mit hergelaufen ist, muss ich zur Leiche laufen. Bin dann zur Leiche gelaufen und hab so. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Ich habe die letzte Task voll gemacht, weil ich gedacht habe, naja, dann habe ich es gleich fertig. Und dann können wir Kaya beschützen, weil der wahrscheinlich am allerlängsten braucht für seine Task und gut ist. Also ich glaube, es hat jetzt eh keinen Sinn mehr, irgendwas zu versuchen, erklären oder klarzumachen. Beide sind für mich verdächtig. Tinke, du hast eine Leiche reportet in der Runde davor. Unge hätte es gewesen sein können, weil das Licht im perfekten Moment ausging und Mental bei mir war. Ja, frag alles. Frag mich alles, was du willst. Ich habe gehofft, dass du Zeit gezählt hast bei den Asteroids. Ich hoffe, Habe ich auch. Ich bin auch so weit weggestanden. Aber das kannst du ja auch alles absichtlich getan haben, um mich jetzt dafür zu nehmen. Ich kann dir alles beantworten. Alles, was ich gemacht habe in jeder Runde. Ich habe tatsächlich noch gedacht, scheiße, ich sollte die Task nicht fertig machen. Ich muss zum Licht, weil wenn jetzt irgendeiner umbringt, nachher heißt es, ich denke aber nicht mehr oben beim Licht. Und dann dachte ich, geh gleich. Und dann war es aber wieder an. Von dem her... Tinker, lügst du? Nein. Genau in dem Moment, als ich die Kamera geschaut habe, hat Tinker ihn umgebracht. Warst du auf der Kamera zu sehen? Nein, kann ich gar nicht. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Okay, ich hoffe, das sagt alles. Ja, ich glaube, Tinker. Hab ich verloren? Ja, du hast verloren. Hast nein, Spaß, wir haben gewonnen, Dalu! Wir haben gewonnen! Nice. Let's go! Nein! Wir noch stark, nicht sicher! Okay, jetzt ist alles gut. Stark. Ja, gut. So stark, Tinker! Stark, ein gutes Play. Ich war geschockt, Simon, als du gesagt hast, ja, du hast verloren. Ich war so dumm. Ich hab gedacht, ihr beide die Lichter anmachen, es kann nur ich ihn getötet haben. Wie dumm bin ich? Und ich hing da auf dem Button für hier das ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und da kam aber vorher der Report. Und ich hab noch gedacht, als du mir vorbeigelaufen bist, Oma, so, fuck, Mann, er sieht den jetzt. Hallo. Es tut mir so leid, du bist mir so oft entgegengekommen am Anfang. Ich musste dich irgendwann töten. Am Anfang habe ich dich extra verschont, weil ich konnte dich eigentlich nicht nochmal direkt töten. Wir hatten Matteo gesnackt. Ach. Also, Tinker, und zwar... Tinker. Was genau ein perfektes Teil. In der letzten Sekunde, und ich bin da selber in den Tod gelaufen, sie stand an Admin einfach und dachte, oh, lecker. Ja, weil du, Unge und ich waren ja zusammen in Admin, Licht im Haus... Und du bist nicht mitgekommen. Ich habe ja Simon gechased. Ich habe eine Stunde lang Unge gechased, damit er checkt, dass ich unschuldig bin. Und das hat aber immer nur den Verdacht erhärtet. Ich bin deswegen extra bei Dalu stehen geblieben. Und immer genau da, wo du standest, ging die Tür zu, das Licht aus. Digga. Und da habe ich immer wieder Dalu verloren. Ich wollte immer nur hinterherlaufen. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, nein, der glaubt immer mehr, dass ich das bin. Scheiße. Ich habe bis zum Tod geglaubt, dass du das bist. Ich habe mal eine Frage. Wie nah muss denn der Traitor an mir ran sein, um mich zu töten? Weil so ungefähr wie wir jetzt Zwei Meter. So, schon so. Ja, genau so. Also muss schon näher dran sein. Ja, also ich glaube, von hier wird schon gehen. Von so zwei, ich glaube, die so wichtigste neue Püppchen Info entfernt. ist, dass die ersten ein, zwei Tasks, in unserem Fall zwei Tasks, hat jeder, die anderen sind alle unterschiedlich, Kaya. Ich finde, die hat den Task nicht gemacht, die können dann ganz andere haben. Ich finde es cool, dass wir pro Runde die Infos geben. Ja, genau. Schnäppchenweise. Also wenn,
wenn du eine Task hast und jemand anderes läuft da dran, der muss sie nicht auch haben. Das ist so ein bisschen random. Aber du musst auch drauf, dran denken, viele Leute gucken nur, ob jemand eine Task wirklich gut macht und laufen dann wieder weg. Weißt du? Also nicht jeder, der sich an eine Task dran stellt, macht die auch, sondern der guckt auch manchmal, checkt da so ein bisschen ab. So, erstmal vielen Dank an Andi, Dev, dass er mitgemacht hat. Danke. Genau, genau. Ich mach Platz. Danke, Andi, war cool. Bis dann, Dinka, ich hatte dich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Gerne, gerne. Und willkommen, Lara. Schön, dass du da bist. Hallo Lara. Wieso hast du mir alle geglaubt, Dalu? Wieso hast du mir alle geglaubt? Also, weil beide killen, also du müsstest wirklich frech gespielt haben, um mich als Alibi zu abusen, indem du mir zweimal hinterherläufst. Licht geht aus, du killst hinter mir ein und kommst dann wieder zu mir, sozusagen. Das hätte klappen können, das wäre auch ziemlich frech. Das aber ich habe jetzt mal gehofft. Ich habe jetzt mal gehofft. Wenn das Simon gewesen wäre, das wäre so insane gewesen. Das wäre dann. Ganz kurz, also, NA oder EU? EU. Wie gesagt, genau, wir sind EU. Ja zu dritt okay, hochgelaufen, und Licht geht aus, er killt Matteo und rennt mir hinterher. Genau. So, oh, normaler Bild, ja. Normaler okay. Bild, ja. Sorry. Aber Unge, die einzige Möglichkeit wäre ja, dass der Letzte auch mit oben uns zum Licht gekommen wäre, sozusagen. Und dann hätte ich ihn, dann hätte ich die Chance gehabt, ihn auch zu sehen. Ups, disconnected. Mhm. War auch ein bisschen unlucky, dass wir uns am Anfang direkt eingeschossen haben, dass Sepp das mit Self-Report war. Also es war natürlich... Nee, es war ja Sepp. Blesk hat mir den Call dafür gegeben, aber... Ach so. Ich wollte mal was testen. Eigentlich wollte ich Blesk blamen, dass er es war, weil ich habe noch gesehen, wie Blesk weggerannt ist. Aber das hat leider alles nicht... Ist leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das so konstruiert habe, weil Blesk dann auch immer tot war und so. Naja, ich habe gemerkt, dass ich zu viel weiß und dann geht das Spiel weiter und ich sehe, wie Rot mir so hinterher sprintet. Ich dachte mir so, irgendwie ist mein Plan da nicht so ganz so gut aufgegangen. Dann muss ich dich leider auch nochmal zum Schweigen bringen. Kurze Frage. Dann versuch einmal public beizutreten, geh direkt wieder raus und dann komm nochmal. Das hat bei uns allen funktioniert. Ja, genau. Okay. Aber wieso war es unglücklich, dass wir uns auf Sepp... Unglücklich für Sepp, dass er in der ersten Runde direkt so hart geframed wurde und dann eben, also mein Gedanke ging dann von Sepp gar nicht mehr weg. Ja, ich habe auch gedacht, Sepp und Mental war für mich eigentlich klar. Okay. Ja, war ich eindeutig Simon, ne? Ich komme nicht gerade auf den Server, da steht ja, eine geh in der Public Lobby. Geh in der Public Lobby und leave wieder connected dann. Ich habe mal eine Frage, ich habe eine kurze Frage. Der Lichtkegel, warum wird der denn kleiner, der Licht? Oder wolltet ihr mir das Licht erst in der nächsten Runde geben? Nee, weil dritten, also noch drei Runden, dann erklären wir dir das. Ja, pass auf. Also man kann als Imposter, wenn man der Böse ist, kann man sabotieren. Entweder du zündest den Kernreaktor, dann musst du ihn schnell ausmachen, sonst stirbst du. Oder du machst Licht aus und wenn das Licht ausgeht, sehen alle anderen nicht mehr viel, außer die Mörder, die sehen auch alles. Okay. Das ist dann eine Sabotage sozusagen. Und genau, und dann musst du zu dem Elektrikkasten laufen, der ist auf der linken oberen Hälfte von der Map und da muss man dann so Schalter umkippen, damit das Licht wieder für alle angeht. Ja. Genau. Das blinkt dann auch, der Pfeil blinkt dann auch am Bildschirmrand, wenn du da hin sollst, theoretisch. Und warum waren wir in der zweiten oder dritten Runde alle beim Teleskop links oben, warum waren wir da? Das war Zufall. Zufall, ja. Genau, also wenn dann viele die Taste da haben, war halt auch ein bisschen länger, dann sammeln sich ja manchmal Leute, ja. Schlorox ist orange, ne? Nein. Nö. Nein. Nee. Der ich weiß gar nicht, wo Schlorox überhaupt steht. Ich glaube, Schlorox spielt heute gar nicht. Ich sehe Schlorox gar nicht. Ist okay. Schlorox im Game überhaupt drin? Ich glaube nicht. Ich bin zu hier. Was wurde gerade geschrieben? Kaya meint den Reaktoralarm. Also es gibt verschiedene Sachen. Also einmal das Licht, das wird dann kleiner, dann siehst du weniger. Und einmal diesen Reaktoralarm. Da siehst du dann so, hörst du dann so eine Sirene. Död, ja. Genau das, ja. Und dann muss, dann sind ganz oben links und rechts zwei Reaktoren, da muss man die Hände auflegen, damit der ausgeschaltet wird. Wenn das innerhalb von einer bestimmten Zeit nicht gemacht wird, dann ist das Spiel auch vorbei, weil dann gibt es eine Explosion, dann gewinnen die Impostoren. Und wer macht die Türen immer zu? Auch die Bösen. Das machen die auch die Bösen. Genau. Die können das ständig machen, das ist super nervig auf der Map. Mhm. Und weil, vor allem, die Türen bleiben zu, bis du die aufmachst, das ist das Nervige. Ja, okay. Ready. Okay, ready, let's go. Ready. Du musst dich an die Tür stellen und Use drücken und dann musst du alle Schalter ausmachen. Genau. Okay, viel Spaß. Let's go. Also Dalu war einer der ersten, der die Schlüssel rangegangen. Oh Gott.
Dalo war einer der ersten, der an den Schlüssel reingegangen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es Dalo ist. Okay, zum Licht. Schnell, 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 schnell. Schnell zum Licht, schnell zum Licht, schnell zum Licht. Beim Licht ist man relativ sicher eigentlich. Meistens. Oh, wer hat Licht ausgemacht? Aha. Aha. Lolle. Rot auf dem Scanner. Gerechtigkeit. Ja, es ist ungefähr vor, sagen wir, 4-5 Sekunden passiert, weil ich stand gerade an Lifeline mit Kaya. Dann können mich. Wer spricht denn gerade? Ich bin nicht in Contamination. Ich kam also als Grüne rein oben rechts. Hast du mich gesehen, Kaya? Ja, aber Dalu, wer bist du? Darf ich kurz fragen? Der Grüne mit dem Sheriff-Hut. Du standest am Schluss neben mir und du hast keine Aufgabe gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir dieselben haben. Ja gut, das stimmt. Es ist gerade jemand in Decontamination reingegangen, oben rechts. Aber ich habe wirklich, ich schwöre, Sepp nicht getötet. Ich bin mit euch noch, ich habe noch gedacht, aha, guck mal da, hier, ich glaube Orange und Lara habe ich gesehen. Und dann habe ich das Fernrohr gemacht und dann bin ich aber straight runter. Ich habe rechts überhaupt nicht reingeguckt. Lara, sag nochmal, wo genau die Leiche liegt. Genau aber ihr müsst sehen, dass ich runter bin. Pass auf. Ich war in der Kamera, bevor das Licht ausgegangen ist, sind Tinker, Schlo und Lara in Lab reingelaufen. Genau. Ja, Dalu, du hast mich ziemlich lange beobachtet, oder? Ja. Warum hast du das gemacht? Um zu gucken, was du machst. Moment. Wo ist Schlo denn? Schlo war aber am Ende bei uns. Der war auf der linken Seite bei der Kamera. Dann kann ich fast nur ein Self-Report von Lara sein. Ich stehe mit Flesk an der Kamera. Flesk und ich gucken in die Cams gerade. Dalu war ja noch vor mir und ich bin dann rechts zum Ziel. Nein, ich war nicht vor dir. Also Schlo und Flesk sind beide links und ich stand links vor der Tür. Die können mich theoretisch beide decken. Hast du Sepp noch lebend gesehen? Ich habe Sepp gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Du hast Sepp nicht gesehen. Nein, aber Dalu könnte mich nach unten laufen sehen haben, ohne dass ich rechts rein bin. Ich habe gesehen, dass die Tür auf und zugegangen ist in Decontamination. Genau. Und da bin ich mit Dalu. Dalu ist, glaube ich, hochgegangen zur Tasks. Zur Task ist nur an mir vorbeigelaufen und dann bin Was ich. Was mich nur wundert, Lara, warum bist du zum Medbay-Scanner gegangen, einen Schritt wieder zu mir zurück und hast dann erst reportet? Warum bist du Dalu, du warst auch da oben oder was? Ja, Lara, Tinker und Dalu. Ich hab niemand, ich hab den nicht mal gesehen. Trio gerade. Also die drei. Ja, Dalu schließt sich relativ gut aus. Moment, vielleicht hast du mich auf der Kamera gesehen. Nö. Also Dalu ist meiner Meinung nach. Lara, Tinker und Schlo aber der Schlo ist anscheinend gerade links. Dalu ist Crew, der ist als allererstes zum Schlüssel gegangen, bevor er wusste, dass die Schlüssel saß. Das stimmt. Dankeschön. Grad. Das ist eine Menge. Das ist ganz schön. Okay, ich bin schon wieder alleine und ich hasse das, wenn ich alleine bin, weil ich werde dann abgestochen. Ich will nicht abgestochen werden. Oh, Tinker, ich bin ganz weit fern, weil die war gerade verdächtig mit Lara zusammen, oder? Tinker und Lara, aber Tinker hat gesagt, ich schwöre, nein! Tinker, bitte. Oh, Tinker ist... Ich habe gar keinen Bock, Okay, cool. Okay. Wer ist da noch drin? Tinker. Hilfe! Ich bin schon wieder eingesperrt. Nee. Ich bleib einfach da bei Dalu, dem kann ich vertrauen, aber ich will meine Tasks machen, ich will nicht sterben. Einerseits will ich nicht sterben. Oh nein, bitte Dalu, bleib einfach bei mir. Bleib einfach bei mir. Mach aus das Licht. Dalu ist als allererstes Schlüssel gelaufen. Der hat. Ich muss hier downloaden. Oh ne, da ist Tinker. Hab Leiche gefunden. Hast du auch erst überlegt, ob du reporten willst oder was? Lara. Nee, ja, hab ich. Also kurz. Du stotterst ziemlich viel. Wo hast du die gefunden? Weil ich gerade überlege. Weil. Wie du lügen kannst. Nee, pass auf. Folgendes ist passiert und das macht mich jetzt nicht wenig verdächtig. Ich habe Lara, die liegt unten in Weapons
Und ich bin von Weapons hochgelaufen. Also ich wollte in Weapons rein, weil ich eine Task habe, aber Lara ist da reingelaufen. Und ich habe in der ersten Runde Lara verdächtigt, wie die meisten. Deswegen habe ich noch gesagt, ich bleibe jetzt bestimmt nicht mit Lara alleine, wenn ich derjenige bin, der sie verdächtigt. Jetzt habe ich also eben gerade oben das Licht angemacht. Unge ist da gewesen, Dalu ist da gewesen. Bin jetzt wieder runter, habe da ein bisschen noch mit anderen gechillt, weil ich Angst hatte, alleine runterzugehen, weil ich wusste, Lara ist da, aber Lara ist da tot. War Lara so relativ frisch? Ist Lara in Rappens reingelaufen, als Licht aus war? Oder nein, war das? Davor. Die ist, davor. Die ist so 3 bis 4 Sekunden, nachdem Licht ausgegangen ist, ist Lara gestorben. Weil... Aber reingelaufen ist sie, glaube ich, noch als das Licht angewiesen ist. Wen haben wir eben verdächtigt? Neben Lara. Dalu, weil Dalu, nee. Ich habe unten... Nee, Dalu, war der, Dalu ist für Dinkel raus. Tinker. Dalu ist für Dinkel raus, weil ich war Dalu hergelaufen. Grade, Dalu war auch gerade der Erste raus. an der Card Swipe-Fake. Aber die Sache ist, du kannst theoretisch auch einfach schon im Ladescreen nach oben rechts laufen und hoffen, dass du die Task hast, ne? Ja, also dann, ich will jetzt, dann proofst du dich quasi als Imposter. Aber den Kill kann er nicht gemacht haben. Ich bin dem ja, hergelaufen. Simon, also ich will jetzt niemanden... Naja, bevor Licht ausgegangen ist, stand Dalu aber vor Weapons, als ich unten rechts beim Pylon stand. Dann ging das Licht aus, ich bin hochgelaufen zu Licht. Er war wohl vorher da, aber das hätte zeitlich also, halbwegs passen Aber können. Wenn ich doch vor dir da war, wie kann ich dann in Weapons reingehen, den Kill gemacht haben und dann hochlaufen? War das vorher, weil du standest da so awkward. Aber dann weiß Dalu doch, glaube ich, aber auch nicht, weil Dalu... Wieso sollte dann Lara in Weapons wegmachen? Und ich kann euch sagen, warum ich da so stand, weil ich den ersten Kill immer noch versuche aufzulösen, weil da irgendeine... da stimmt was nicht und der Kill ist krass gewesen. Schwierig. Return in 60 seconds. Stehen alle da, okay. Ich glaube, Dalu ist es nicht. So, ich habe von Anfang an Dalu Alibi gegeben und Mantel wollte eben was dazu sagen. Erzähl mal, Mantel. Ich wollte auf die erste Runde, da waren doch in Labor Tinker und Lara und die konnten sich nicht einigen, wer von beiden Sepp getötet hat oder nicht. Tinker, Lara und Dalu. Aber Dalu hat gerade gesagt, ja, dass irgendwas tot. Am ersten Kill krass gewesen ist und das und jetzt ist er tot. Offensichtlich war er Crewmate, sprich vielleicht... waren das halt doch ein paar mehr Leute, die irgendwie in Frage kommen. Ist ein bisschen unglücklich, dass er jetzt gestorben ist. Also genau. Vielleicht hätte ich in der letzten Runde noch sagen sollen, weil jetzt haben wir die Info halt nicht mehr. Anni müsste gerade gesehen haben, dass ich bin die ganze Zeit mit, ich habe das Licht angemacht, war alleine. Da kam mir aber Anni entgegen und Anni und ich sind rübergelaufen zum Labor. Und ich wollte ins Labor rein und habe den Button aufleuchten sehen, bin einmal kurz hektisch links, rechts, hab dann aber gesehen, also drücken aber und hab reported. Ja. Aber Dalu wird doch nicht, er ist ja Crewmate offensichtlich, er wird da nicht in der letzten Runde noch sagen, dass irgendwas Krasses beim ersten Kill passiert ist, wenn es dann die einfache Lösung in Form von Tinker oder Lara wäre, weil dann müssen wir Tinker kicken. Tinker, war da noch jemand bei euch dabei, bei dir und bei Lara, außer Dalu? Das ist nämlich das, worauf Dalu hinaus wollte. Was hast du gerade gemacht, dass das Licht ausgegangen ist? Aber da habt ihr gesagt, er ist zurückgelaufen mit euch. Blaise, was hast du gemacht, dass das Licht ausgegangen ist? Ich bin da links gelaufen, ich war kurz in der Cam und bin dann auf Tour runter. Der hat sehr lange für die Antwort gebraucht, darf ich das ganz kurz sagen? Nö, ich hab's beim ersten Mal einfach nicht gehört. Er hat überlegt, was für eine Ausrede. Kaya, weil das Ding ist, so ein krasser Kill in Lab, wo keiner irgendwas gesehen hat, das passt ja doch gut zu Flest, ne, mit deinen geilen Admin-Vents. Der Kill gerade ja, aber du warst halt vor mir mit deinem Hund und dann bist du dein Hund halt nach oben gelaufen. Ich meine, wo läuft denn der hin? Als wir nach links gelaufen sind. Und dann habe ich dich nicht mehr links am Licht gesehen. Ich bin in die Kamera gelaufen, dann ist die Kamera angegangen und dann habe ich das Licht wahrscheinlich auch nicht gefixt, weil ich nicht gemerkt habe, dass das Licht überhaupt aus ist. Und dann bin du bist also nicht in den Vent gehüpft dabei. Nein, ich bin nicht in den Vent gehüpft. Bei der Rakete, da beim rechten. Würde ich dir doch sagen, Anni.
Ich habe einen starken Verdacht auf Anni und Tinka. Nein, nein, nein. Ja. Ich habe noch nicht, einen starken Verdacht. Ich an diese Runde. Ich sag's Tinka. Okay. Specimen Room schnell abklären, dann Communications fertig machen, dann hoffen, dass Kayana irgendwann fertig ist mit seinen Tasks und dann einfach gewinnen, weil die so viel Zeit brauchen hier. Oh. Okay. Sekunden noch. Ist noch einiges an Zeit. Ist aus. Schön. Das ist schön. Oh, Kaya. Einmal hochziehen, warten. Und alle Aufgaben fertig. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal. Zu den Kameras begeben. Aber vorher mach ich noch die Türen auf hier. Mantle also. Hm, da habe ich die falsche Person verdächtigt. Aber war eine von meinen verdächtigen Sachen richtig? Ja, vielleicht sag es. Unge ist gerade bei den Kameras gestorben. Okay, ich habe gesagt, es ist Flesk. Nee, warum? Wieso? Ist jemand gestorben gerade in der Runde? Laut Live, weil zwei Leute tot. Ich habe jetzt gerade auf den Button gedrückt, weil wenn mir nur ein Kill fällt, dann haben wir das Spiel verloren. Also gerade für einen Kill können Vles, Tinker und ich uns ausschließen. Ich habe eben noch gedacht, es ist Tinker, aber die ist gerade die ganze Zeit mir hinterhergelaufen. Ich bin zuerst vor ihr weg, weil ich hatte Angst vor ihr, habe dann aber gecheckt, okay, die versucht, sich mein Vertrauen wiederzukriegen. Und dann kam Vles. Wir sind die ganze Zeit zu dritt rumgelaufen. Ja. Ja, aber Kaya kann. Also ich war in den Kameras, falls ihr es gesehen habt, weil wenn ihr das Licht habt blinken sehen, ich war in den Kameras und ich habe Kaya bei Admin gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Kaya jetzt den Kill begangen hat. Nochmal ganz kurz. Eine Sache, die wirklich wichtig ist. In der ersten Runde, der Kill, das können nur Tinker oder Schlo gewesen sein. Einer von euch beiden muss es sein. Nee, Schlo nicht, der war auf der linken Seite und jetzt kommt... Warum nicht? Ihr wisst in ja... In der ersten Runde... Matteo, hör mir zu. So, in der ersten Runde kann es nur Tinker gewesen sein. Nein. Hat vorhin aber gesagt, es könnte auch jemand anders gewesen sein. Das Problem ist, also, wenn ich Imposter wäre, würde ich jetzt einfach einen Kill machen. Das Spiel ist schon vorbei. Ich habe schon gedrückt. Schlo war auf der linken Seite. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Matteo oder Kaya. Es ist Schlo oder Vles oder Tinker. Weil wenn Vlesk jetzt Schlo schützt, haben wir schon einen Imposter raus? Nein. Nee, müssen wir jemanden müssen jetzt voten. Ja, dann tschüss, Matteo. Was? Was ist für ein Quatsch? Ja. Nee, Tinker ist auf jeden Fall der Erste und Matteo oder Kaya ist der Zweite. Und ich bin es wirklich nicht. Ich bin es auch nicht. Ich bin es wirklich nicht. Ich bin sehr froh, dass es Mäntel oder Mäntel oder was? Nein, es ist Schlo oder Tinker. Ich wollte Matteo einfach, weil wir drei es gerade gar nicht gewesen sein können. Ja, aber der erste Kill, den musst du... Warum wolltest du denn nicht? Ich hoffe, das ist Kaya, das ist der Killspeed. Das hast du verdient, weil du mich umgebracht hast. Das hast du verdient. Ohne, dass ich böse meine... Macht eure Aufgaben fertig. Macht eure Aufgaben fertig. Oh mein Gott, Kaya. Er steht manchmal einfach nur so rum. Oh nein. Digga, wir beobachten jetzt mal Kayas Gameplay.
Komm schon, die Aufgabe muss noch mal langsam fertig sein. Die Aufgabe muss doch schon langsam fertig sein. Oh, Les ist gerade gewendet. Okay, es ist tatsächlich fest, Les. Krass, es ist einfach Les. Oh Gott. Kaya, hast du noch Tasks offen? Oh Gott, ihr seid die beiden, ihr Schweine. Nee, es gibt nur noch einen. Kaya, hast du noch Tasks offen? Es gibt nur noch einen, wer war denn der andere? Der erste war Matteo, mit dem haben wir recht gehabt. Und der zweite ist, wie gesagt, Tinker. Also du hättest mich gerade... Ich bin's nicht. Du hättest mich gerade killen können, Flesk, aber du hast nicht gemacht. Ja, dann Spiel wäre vorbei. Das Spiel ist vorbei? Das Spiel wäre vorbei. Kaya, Schloss ist mit dir gelaufen. Ja, ihr beide seid mir eine Zeit lang hinterhergelaufen. Genau. Und dann bin ich meine letzten Tasks machen. Wo bist du mit Schlo hin und wann ist Schlo weg von dir? Ich habe Schlo irgendwann verloren. Ich bin rechts oben zu dem Teleskop. Ich habe die Task nicht gerafft. Ich habe irgendwelche Planeten anvisiert und das war's. Und dann bin ich ganz zum Schluss, bin ich Flesk begegnet. Und der hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu töten, hat aber nicht gemacht. Dann ist es Flesk, weil der erste Kill, Kaya, wirklich, ich bin ja mit dir gelaufen. Der erste Kill ist dann, wenn er meisterhaft ist. Sei mir nicht böse, ich mag dich wirklich gerne. Aber einen meisterhaften Kill kriegst du nicht hin. Dann ist es Flash. Schlo hat gerade noch gesagt, ich warum bin die ganze nicht getötet Zeit am mit ihm gelaufen. Ja, weil der Abklingzeit hat. Der hat Abklingzeit. Aber er hätte der kann nicht permanent jemanden töten. Der hat Abklingzeit. Aber wir haben doch vorhin schon in der letzten Runde haben wir ja schon erklärt, dass Tinker der Erste ist. Es ist ganz am Anfang auf der rechten Seite ist jemand auf der Medbay Scanner gestorben. Der letzte Vote. Scheiße. Du entscheidest. Ich weiß nur, dass ich nicht bin. Oder Flesk. Aber es ist wirklich, es ist Flesk. Ich so unschuldig mit meiner Krone und dann hast du hier so die Kätzchenohren, die sehen viel gefährlicher aus in meinen Augen. Aber wir haben, wie gesagt, in der letzten Runde schon geklärt, dass es Tinker sein muss mit dem ersten und Matthäus der zweite. Und das gilt für die Runde. Ich bin mit dir mitgelaufen. Ich habe nur noch meine Tasks schnell gemacht. 3. Ja! Danke. Wie ihr Ding. Kaya Jan hat das Spiel entschieden. Mashallah. Good game, Alter. Kaya, was ist hier los? Er ist reingewendet in fucking Lab, hat getötet und ist wieder rausgewendet, wie immer. Genau das wollte ich sagen. Blesk, musstest du jetzt ganz am Ende den Verdacht noch auf mich schieben? Ich muss mal ganz schnell Pipi machen, ich bin in 10 Sekunden wieder da. Jo, bis gleich. Also ich hätte einfach einen Kill machen können, dann wär's vorbei gewesen. Matteo, ich wollte gerade ich wollte alles runterrattern, wieso es Tinker sein muss. Und dann redest du 60 Sekunden und lässt mich nicht einmal reden. Ja, weil guck mal, ich hab den ersten Kill übrigens gemacht und hab das so filigran ausgearbeitet, dass es nur noch Schlo oder Tinker sein können. Und dann sagst du. Ich war ja fein raus, weil ich den Punkt gedrückt habe bei 5 Leuten. Der Sepp Kill war gar nicht. Matteo, hast du das Licht aus? Also bist du reingewendet, Licht aus, auf Medbay gekillt und wieder rausgewendet? Genau zwischen den beiden. Zwischen Tinker und Lara habe ich einen Kill gemacht. Und in der zweiten Runde habe ich mir genau das überlegt, und ich dachte, das war Blesk. Ich traue ja sich zu Matteo, sorry. Da dachte ich, boah, ich habe ja gesagt, der Kill war krass. Da dachte aber ich muss. Ich muss. Ich bin gerechnet damit, dass du rausgekickt wirst. Weil alles du konntest mich nicht töten, weil du Cooldown hattest? Ja, das stimmt. Also logisch, aber das ist natürlich, also für alle anderen hätte es logisch sein müssen. Für dich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du die Spielmechanik nicht super. Kaya, danke dir. Ich würde Tinker hätte eigentlich das mega alibi haben müssen. Tinker, ich habe dich einmal unterbrochen und deswegen haben wir diesmal geglaubt. Aber schade, Blaze, war knapp. War wirklich sehr knapp. Also ich dachte erst, du hast Kaya und dann hat er nochmal rumgerissen, das Ruder. Das war krass, Ich fand's gut, dass Matteo gewonnen wurde. Ja, fand ich auch gut. Matteo, du hast kurz vorher, hast du noch alle geblamed. Du hast Tinker geblamed, Schlo und wen noch? Wer war der Dritte? Ich hab dann gesagt, Blesk du hast, und... du hast alle drei genannt und dadurch, genau in dem Moment, hast du alle drei gegen dich. Du hast so gut bis dahin gemacht und dann war schade. Ich wusste ja, dass Blesk mein Mate ist und ich wollte nur, dass alle denken, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden zwischen Tinker und Schlo. Einer von beiden muss es sein. Und dann auf einmal Mäntel und alle so, ja geil, let's go. Nee, ich hätte auch nicht erklären können, wieso du oder Kaya der Erste sind und wir den Zweiten mit Tinker, den Zweiten in Safe-Vote haben, aber ich hatte zu wenig Zeit, weil du halt 8 Sekunden lang am Anfang dann 20 oder so. Trotzdem, aber die Sache ist coole Runde. Also ich hätte locker vorher schon das Spiel gewinnen können, indem ich auf Kill drücke, Ja, I know. Der Loss geht natürlich auf mich, aber ich fand's halt
Ich finde es auch geiler, wenn es so ausgespielt wird, dass am Ende noch drei Leute sind und man muss dann versuchen, das zu gewinnen. Finde ich auch geil. Sind okay, irgendwelche Squad-Streams offen eigentlich? Ja, gerade noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch ein paar Einladungen rausgehauen. Wer rumschicken, ja. Okay. Ja. Also es war nicht meine Intention. Es ist immer so traurig, wenn man von Lara wieder nichts bekommt. Kein Stress. Extra nach. Du hast was bekommen! So, du guckst immer extra du nach. Du Sportstream, wieder nicht. Wieder du nix! Wie immer. Also für, ja. Fürs Protokoll, mir ist eine geile Runde auch wertvoller als eine Runde, die sauber runtergespielt wird. Also zum Beispiel gestern, ja. Das, was du da gemacht hast, fand ich absolut geil. Na, eine clean Runde ist auch schön. Also eine richtig clean. So eine ohne, dass du verdächtig bist, ist auch schön. Ja, das stimmt auch, aber hatte ich noch nie in meinem Leben, deswegen das weiß ich stimmt. Nicht, wie das ist. Aber du warst kurz nicht davor. Nicht mal als Crewmate, das stimmt. Nee, nicht mal als Crewmate, muss ich sagen. Aber Anni, hat mich Georg schon wieder verraten? Ja, I guess. Also, als wir da von Lab zu Licht gerannt sind, bist du dann in den Vent gesprungen, oder? Ja. Ja. Also, nee. Ich hab nicht gesehen, dass du in den Vent gesprungen bist, sondern dass du hochgerannt bist. Ich bin wahrscheinlich einfach kurz mal durchgesprungen. Mhm. Ja, du bist halt nach links gelaufen und ich hab die ganze Zeit dich vor mich gesehen, also dein Hund, und dann geht der Hund plötzlich nach oben und ich bin so, wo läuft denn der oben hin? Und da war mir so, ja, relativ klar. Ich bin an den Unge geschnüffelt, ganz kurz. Alle ready? Ja, Kaya, wenn du Fragen hast in den Zwischenrunden, hau die raus, dann versuchen wir die noch zu beantworten. Oder wenn alles gut ist, auch alles cool. Oder einfach nicht reden mit mir, das ist auch gut. Ja. Ja. Das ist sogar die beste Entscheidung. Das ist die beste Lösung, glaube ich. Kaya, mit der Task an dem Fernrohr. Du hast unten rechts ein Bild von dem Planeten. Nein, Matteo, warte doch mal eben. Ja, vielleicht hört er dich ja. Ah, ja dann. Dann sage ich nichts. Schon gut. Okay. Oh, das bin ich wieder. Hi. Hi. Starten wir? Ja, gerne. Okay. Kaya, wenn du Fragen hast, hau die immer zwischendrin mit rein. Wir versuchen die dann zu beantworten, okay? Übrigens, warum habe ich das mit dem Fernrohr? Viel Spaß. Das wäre gut gewesen. Schade, ich hab gedacht, vielleicht kommt noch jemand. Ich hätte früher hingehen müssen. Oh nee. Oh nee, das sind mir zu viele. Ja, ich hab hier gar keine Aufgabe. Bin lost! Viele am Licht, Leute. Was machen wir jetzt hier mit den ganzen Leuten? Gehen wir nach rechts. Gehen wir nach unten. Mach ich diese Taste hier. Die ist auch schön. Kabel hier, Kabel dort. Tippitoppi, tippitoppi. Diese Aufgabe hier. Zack. Ist jemand tot? Nee, keiner tot. Da. Wird Dale mich töten oder will er mich einfach nur beobachten, weil ich die Schlüsseltasten angefaked habe? Zack, zack, zack. So schnell geht das. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zacki, zacki, zack, zack, zack. Die Frage, wird Dalo mich töten? Oder? Ich habe schon wieder keine Aufgabe hier. Ich bin so sus. Oh mein Gott, ich würde mich selbst verdächtigen. Ich bin so ultra sus.
Ich bin so ultra sass, Alter. Ich renne zu den falschen Aufgaben. Bleib da nur ganz kurz. Eine Leiche. Hello. Wo denn? Tinker ist tot. In. Unten bei O2. Da rechts. Rechts oben, da vor den Wires liegt sie ungefähr. Ich habe erst den Report-Button gesehen und dann bin ich mal okay, da liegt bevor sie. Ich alle meine Farben vergesse. Licht ist ausgegangen. Gelb, weiß, lila sind nach links gelaufen. Rosa nach unten. Grün nach rechts. Sepp zum. Also dunkelblau ist zum Benzin gelaufen. Das sind alle Namen, die ich gesehen habe. Also gelb, weiß, lila nach links. Rosa nach unten. Blau, grün, schwarz nach rechts. Ich war in den Lifelines gerade, Matteo war, glaube ich, rechts an dem Temperaturding. Als ich Electric rauskam, da bist du unten. Als ich an den Lifelines war, vor so 3 Sekunden, war noch niemand tot. Das sieht für mich nach einem Self-Report aus. Warum immer nach einem Self-Report? Weil also der Leiche seit 3 Sekunden da liegt. Kann ich nochmal ganz kurz wissen, wo genau ist die Leiche? Bei O2 beim Baum, glaube ich. Oder? Also Dalu kann ich ausschließen. Nee, vor dem Gang, da rechts, wo die ist. Ich weiß nicht, ob das Wires sind oder Uploads. Also beim O2 aber. Also ich bin ja, vor genau. nicht allzu langer Zeit da lang gelaufen. Da war Matteo ist auch noch. Nee, warte mal, das war vorher, glaube ich. Matteo ist rechts gewesen. Okay, ich habe einmal. Das war vorher. Ich bin da lang, ich bin unten wieder raus und bin dann in die Mitte zum Maze gegangen. Da waren aber definitiv noch andere Leute auf der linken Seite. Also für diesen Kill entlasten kann ich Kaya und Anni, denn die waren beide im Admin-Gebäude. Ich habe Lifeline gecheckt, danach hat Anni Lifeline gecheckt. Als ich gecheckt habe, war noch niemand tot. Ich kann Dalu entlasten. Danach war auch noch niemand tot. Ich wollte gerade auf den Scanner. Dann kann ich auch noch Kaya entlasten. Also ich war mit Vlesk vorher und Unge natürlich. In Communications, aber ich weiß nicht, wo er davor war. Ich habe ihn nur in Communications. Die Wahrscheinlichkeit gesehen. Für einen Self-Report ist auf jeden Fall gegeben. Ja. Wie gesagt, also, drei Sekunden vor Report habe ich auf Lifeline geguckt. Ja, aber die Türen waren auch zu. Ich habe die Tür aufgemacht. Aber es muss doch trotzdem noch einer da sein, sonst würdest du doch nicht self-reporten. Ja, aber warum denn überhaupt den Report machen? Hä? Wenn, es muss doch überhaupt irgendwer da sein, damit ein self-report zustande kommt. Oder das, also ich glaube nicht, dass ich habe niemanden gesehen. Also ich habe auch niemanden gesehen. Wir sagen gleich auch einfach reportlich manchmal. Also self-report ist, ja. Kommt jemand jetzt und kann mir mal hier zugucken, wie ich mich scanne, wie so ein richtig guter Crewmate? Schade, dann benutze ich den Scanner noch nicht. Nee, sehe ich nicht ein. Ich sehe es nicht ein, den Scanner zu benutzen, wenn nicht niemand zuguckt. Das ist so ein verschwendeter Scanner. Dann mache ich erstmal die hier Sachen. Oh nein. Ist es Simon Says? Nee, ist es nicht. Es ist zum Glück nur 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kann ich. Okay. Ja, bitte. Jo, Simon, was los? Ich habe eine Frage an Schlorox. Du warst gerade hinter mir in Specimen, du warst gerade auch in der Dusche, als ich schon draußen war, ne? Das ist korrekt, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber also, war jemand vor mir, ich habe das aufgrund der Türe gesehen, ne? Ja, ich konnte auf jeden Fall deinen Zauberhut sehen. Und ich frage mich, was hast du denn da überhaupt gemacht? Weil ich habe in Specimen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und diese Förmchen einsortieren und du bist quasi gar nicht da gewesen, dann gehe ich in die Dusche. Ich habe da gar keine Task gemacht. Aber bist einfach durchgelaufen. Ich bin da durch, weil ich oben das Astronautengedöns gemacht habe und bin von da aus jetzt nach unten links unterwegs. Okay. Oha. Du weißt, was ich dich fragen wollen würde. Oder nicht? Frag mich gerne. Nein, was kannst du dir vorstellen in Weapons, was komisch war? Warum? Warum hast du Astroids nur paar Sekunden gemacht, wenn überhaupt. Ah, da kann ich dir erklären, weil als der Report auf Tinker kam, war ich in Asteroids und ich habe, glaube ich, 16 Stück oder so geschafft. Ich weiß nicht mehr genau. Sprich, ich hatte nur ganz wenig von der Task über. Aber Dalu, du hast mich gar nicht gefragt, warum ich nur ein paar Sekunden an der Rakete zum Beispiel oben war im Lab. Wahrscheinlich, weil du dachtest, ich kill dich? Nee, weil ich dachte, ich hätte die Aufgabe, hatte sie aber nicht.
Ich hab in der ersten Runde so viel Sass. Ich bin als einziger zum Schlüssel gelaufen. Reingerannt. Ja, aber das war zu spät. Ja, es war zu spät. Ich dachte, ich könnte noch jemanden baiten. Aber dann bin ich auch zu anderen Tasks gelaufen, die ich hatte. Ich bin zu zwei Tasks gelaufen. Ich bin nach U2 an diesen Gaskanister gelaufen. Hatte die Task auch nicht, weil ich hatte den Baum und dann habe ich wieder verwechselt. Dann bin ich zu. Ich dachte, da hast du dasselbe versucht. Ich dachte, du willst mich baiten. Nee, ich hab mich keinmal versucht zu baiten. Ich habe einfach nur zweimal meine Task vercheckt. Also, das heißt, Simon für mich safe unschuldig, weil das würde kein Imposter sowas sagen, glaube ich. Ohne. Außer 5000 IQ, aber. Aber Schlorox ist halt einfach durchgelaufen, deswegen habe ich gerade den Button nur gedrückt, um zu sagen. Ist er dir hinterhergelaufen? Oder? Nee, also ich konnte ihn nicht sehen, ich konnte ihn erst sehen, als er in der Dusche war, deswegen kann ich nicht sagen, ob er mir hinterhergelaufen ist oder zufällig. Ich wusste auch nicht, dass Unge da ist, sondern ich habe nur gesehen, dass die Türe halt vor mir zuging, weil einer halt rausgegangen ist. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, was Simon sagt, ist schon komisch, weil Schlo, warum läufst du denn diesen Weg? Der ist doch mega umständlich, oder? Ja, aber in der Mitte sind meistens mehr Leute, die mich töten können. Schlorox hast. Hast du die Scanner-Aufgabe, Sepp? Nee, hat er nicht. Hat irgendjemand die Scanner-Aufgabe? Leute, oh, ist dunkel. Hat irgendjemand die Scanner-Aufgabe? Er hat die Scanner-Aufgabe. Hat er sie? Nee, er macht Licht an. Ja, komm, es ist schon wieder gut. Komm, Sepp, komm. Komm hier. Sepp, komm hier. Hast du die Scanner-Aufgabe nicht? Komm mit hier. Keiner hat die Scanner-Aufgabe. Was ist denn das? Komm mal hier. Komm hier. Scanner, komm hier. Scanner, komm. Ja. Ich use den Scanner. Bitte teste mich. Nein, bitte. Hat niemand die Scanner-Aufgabe? Bitte teste mich. Oh mein Gott. Er hat mich nicht getestet. Niemand konnte mich testen. Niemand hatte diese Aufgabe. Ich habe keine Aufgaben mehr. Oh! Okay. Wer ist nach links gelaufen zum Reaktor? Ich nicht. Ich war rechts. Ja, aber irgendjemand muss ja nach links gelaufen sein. War es dann nur Lara? Weil ich habe Lara gerade gefunden. Oder jemand, der es nicht zugibt. Okay. Also, ich war rechts mit Dalukat und Anis dazugestoßen. Ich habe rechts ausgemacht. Und links hat dann wahrscheinlich entweder Lara ausgemacht, die ich gerade gefunden habe, oder irgendjemand, der es gerade nicht sagen möchte. Ich bin links zu Electrical rein, Dalus runter und direkt die Leiche liegt vor Electrical-Tür. Also wir waren zu dritt vor einem Lab, oder? Nee, zu viert sogar. Unge. Ich habe mich gescannt, ich habe so gehofft, dass jemand auch den Scanner-Task hat, aber hatte keiner. Hast du dich am Ende wirklich nochmal gescannt, Ich habe mich wirklich gescannt, ja. Und es ging Nee, ich bin die ganze Zeit davor hin und her gelaufen, bis jemand zu dem Scanner hingelaufen ist. Da hätte ich geguckt, ob er es ist. Aber ich habe dann erst, als Dalukat da stand, habe ich mich gescannt. Und dann ging es genau mit dem Alarm sich aus. Also Sepp ist ja gerade eben gestorben, oder? Sepp ist doch vor kurzem erst gestorben. Und der war doch mit uns zusammen im Lab und hat die Wires gemacht nach Grimlock. Genau. Davor sind Matteo und Tinker gestorben. Vom Cooldown her fallen Anni, ich und Unge raus, weil wir waren alle mit Sepp oben im Lab. Anni war oben an den Reagenzgläsern, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Unge, Sepp und ich haben die Wires gemacht über dem Loch links. Da bleiben nur Dalu, Schlo und Kai über. Dalu hat mich vorhin geblamed wegen dem Weapons-Ding, was für mich mega sus ist, weil ich denke, dass er gut genug ist, um zu wissen, wieso ich die... Ich wollte dich fragen, ohne dich anzusprechen. Einen ganz leichten Sass auf mir aufbauen will. Und du hast mich in der ersten Runde gesehen, wenn ich dich... Da habe ich dich nicht gesehen, Dalu. Und ich bin mir Dalu, du hast jetzt gewotet und nicht gesagt, wen du gewotet hast. Ja, ich sag euch, wen ich gewotet habe, Schlorox, wegen dem Verdacht von Tinker, Matteo und der Diskussion davor. Ja. Ich bin mir sogar, wenn ich jetzt rausgewotet werde, könnte ich euch noch eine andere Info geben. Ich wote Schlorox. Weil ich ihn auch gesehen habe, dass er durch Specimen durchgeworfen. Dadurch, dass ich jetzt 3 Votes bekommen habe, bin ich mir mit Schlorox ziemlich sicher und ich glaube leider, dass die andere Anni ist. Okay. Anni oder Blesk. Kann auch sein. Ich kann ja keinen Button mehr drücken, ich bin so dumm. Ich habe meinen Button noch schon verschwendet. Es gibt jetzt einen Double Kill und dann ist die Sache vorbei.
Wir müssen als eine geschlossene Gruppe. Das ist Vlesk. Nice. Ich denke, Vlesk war sich sicher, der muss gerade einen Kill machen, weil. Nee, es ist Schlorox. Schlo macht genau das, was ich gestern gemacht habe, ja. Anni. Ich habe nämlich manchmal die Zeit übrig ist und er eben gerade auch gecallt worden ist. Warte mal ganz kurz, Vlesk. Wenn du es nicht bist, Vlesk, müssen es ja Schlurx und Anni sein, laut Dalukat. Aber wenn du gerade versuchst, Anni zu überzeugen, dann macht es dich eher verdächtig. Nee, weil ich sag das ja nur, weil wir gestern also genau die gleiche Runde hatten und ich habe Dalu da rausgekickt, obwohl er ein Ali war. Ja, aber du sagst, mit Vlesk gerade nach oben rechts gelaufen, um das Ding auszumachen. Ich wollte das Ding ausmachen und habe hinter mir noch gesehen, bevor das Ding bei mir aufgeploppt ist, wie Vlesk einen Kill gemacht hat. Ich weiß nicht, wen er gekillt hat, weil ich, wie gesagt, gerade darauf konzentriert war, dass das Ding aufgeht, aber Vlesk hat gerade hinter mir jemanden weggemacht. Also okay, erstmal will ich mich bei Dalu entschuldigen, weil Vlesk mit mir rechts hingelaufen ist. Mega Sass auf dich, wegen der ersten Runde, da habe ich wahrscheinlich einfach gepennt. Tut mir leid, ich bin der dritte Imposter. Das aber ist total peinlich. Dalu ist an mir vorbeigelaufen mit jemandem und ich habe vergessen, wer es war. Oh, schade. Weißt aber du ungefähr die Farbe? Kannst du, das war ich. Dalu stand auch gerade mit mir, der ist nach links gelaufen, dann bin ich mit ihm nach links gelaufen, dann bin ich nach rechts im Reaktor und dann ist er wieder mir hinterhergelaufen. Okay. Der ist quasi mir hinterhergelaufen, aber dann war ich schon im Reaktor, Schlo kam, hat getötet und hat sofort self-reported. Also du sagst, Schlo war's. Ich war vor Vlesk und ich habe während das Ding aufgeploppt ist, habe ich nur gesehen, wie hinter mir jemand umgefallen ist. Anni, was denkst du denn? Anni, was denkst du denn? Schlo und Anni, Unge Kaya. Okay, es ist 100% Schlo. Es ist 100% Schlo. Schlorox. Weil Dalu hat es auch schon gesagt. Es ist Schlorox. Kaya. Ja, ich glaube, ich würde Dalus letzten Wunsch erfüllen. Ja, weil Anni hat versucht, gerade den Sass auf Kaya noch so ein bisschen zu lenken. Es ist dann Schlo und Anni. Ja, weil das halt keine Kills gefallen sind, bis kurz vor Schluss. Auch andauernd. Okay, es ist Anni. Wir bleiben zusammen. Jetzt natürlich warten, ne, bis der Imposter eine Person tötet. Und dann ja, ich konnte nicht drücken, ne, weil ich hatte schon den Button. Oh, deswegen standst du da, ja. Ich habe überlegt, ob ich drücken soll oder einfach warten, bis der erste Kill fällt. Dann dachte ich mir aber, da bringen wir Kaya schon wieder in so eine Dreier-Situation. Ja, beim letzten Mal haben sie ja gewonnen, ne? Die Sache ist, ich bin gut in Dreier. Guck mal, wir hätten jetzt schon verloren, wenn es Vlesk gewesen wäre, dann, also beziehungsweise wenn Schlorox nicht gewesen wäre. So, ja. Und weil Vlesk gegen Schlorox geschossen hat, ist es ein sehr, sehr kluger Play von Vlesk, seinen Teammates zu opfern, um den Verdacht von sich wegzulenken. Aber dann hätte Schlo ja genau das gleiche gemacht, weil der da sofort gegen mich geschossen. Ja, okay. Also sehr unwahrscheinlich. Warum hat Dalu gesagt, es wären Schlo und Annie? Weil mit Schlo hat er ja recht gehabt. Ja, oder? Weil es einfach nur wahrscheinlich ein Alibi für dich hinkonnte, ja. Mhm. Ja, also meiner Meinung nach. Auch weil Annie am Ende gesagt hat, ja, Kaya, bist du vielleicht Imposter? Das hat für mich sozusagen die Sache klar gemacht. Was mich halt so stutzig gemacht hat, dass wir halt irgendwie drei Meetings hatten, wo nur eine Person tot war. Und ich war so, haben wir gerade einen Imposter, der nicht weiß, was er tun soll? Ich bin von allen, dass du mich verdächtigst, das macht dich sehr verdächtig. Oh ja. Nein, es tut mir leid, aber es war einfach nur, weil wir so lange keine Toten hatten. Und ich war so, Und du dachtest, ist es jemand, vielleicht der so dieses Anfängerding? Ich habe es die ganze Zeit nicht gesagt, es tut mir leid. Wie kommt ihr darauf, dass ich Anfänger bin? Nee, er ist Profi. Er hat mich outplayed. Was habe ich in meinen letzten Runden dabei? Was habt ihr? Also auf wen? Vlesk. Ich habe keine Ahnung. Ist das so ein Mindgame-Scheiß von dir? Die Frage ist, wirklich mal. Es könnte halt wirklich. Ey, wir hatten gestern so eine Scheiße und ich vertraue ihm halt gar nicht mehr, ne? Die Sache ist, ich schließe halt Kaya aus. Ich schließe Kaya aus. Er hat auch in der letzten Imposter-Runde hat er auch seinen Crewmate verkauft, damit er eine spaßigere Endrunde haben kann. Okay, Unge, wenn du mich ausschließt, wen votest du? Ja, Anni. Ich habe jetzt Vlesk gevotet. Nein. Doch. Weil Vlesk hat schon recht, Schlurks und Vlesk haben gegeneinander geschossen. Und nur Anni hat sozusagen dagegen gehalten. Vlesk hat auch eben gegen Matteo geschossen. Ich habe mal eine Frage. Vlesk, wenn ich dich nicht gecallt hätte, hättest du gesehen, wie ich den Kill an Dalu gemacht habe? Stark. Nö.
Das war so dumm. Hätte ich, Anni, ich hab dich alleine gelassen. Es tut mir so leid. Ich hätte vielleicht gar nicht Kollen brauchen. Ich hab links gewartet auf dich. Ich dachte, wir machen jetzt einfach easy peasy Double Kill. Und dann wird ein Kill Report. Und ich bin so, hä? Weil ich dachte, dass Flesk den gesehen hätte, meinen Kill. Ich hätte den Kill an Dalu machen sollen, ohne gleich zu reporten. Das wäre so viel schlauer gewesen. Aber ich war voll in Panik, weil Flesk halt 3 Meter vor mir stand. Ja, ich hab halt meinen Flesk, warum ich da immer hin und her gerannt bin, als du die Reaktor gewechselt hast, ist, weil ich mit dir, wenn zusammen nach oben links gehen wollte, damit der Double Kill nicht passieren kann. Ja, ja, damit ich reporten kann. Ja, ja, genau. Und dann musste ich mit zu dem Rechten. Okay, ganz kurze Info nochmal für Kaya. Also, du hast 2 Tasks, glaube ich, Fragen. Einmal bei diesem Teleskop, ne? Ja. Da musst du einfach nur das suchen, was unten angezeigt wird. Das ist irgendwie einfach so verteilt. Da musst du das Teleskop halt so rumbewegen, bis du das findest. Und dann die zweite Task, die heißt Simon Says. Da musst du einen Knopf drücken, der vorher aufblinkt. Und das ist eine Reihenfolge, die musst du wiederholen. Und das sind dann am Ende, glaube ich, 5 oder 6 Knöpfe, die du in der richtigen Reihenfolge immer wieder drücken musst. Fängt mit einem an, dann 2 und so weiter. Genau. Ach ja, und Flask, wegen den Asteroids, ich wollte es von dir hören. Ich wollte dich nicht darauf ansprechen. Ich habe dich gefragt, was denkst du, was ich dich fragen könnte? Dalu, das ist ein sehr großes Gehirn. Der müsste eigentlich... Ich wollte das genau so von dir hören, ohne dass ich dich genau frage. Das Beste ist, ich wusste es gar nicht mehr, weil ich die Runde übergelabert habe. Ich habe mir gar nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Ich musste mir dann einfach irgendwas ausdenken. Ich wusste gar nicht mehr, ob das stimmt oder nicht. Achso, und Anni, ich hatte dich nur verdächtig wegen 3 von 3. 3-mal ging das Licht aus und 3-mal waren nur du und ich da und immer wer anderes. Dalu, ich habe einfach deinen letzten Wunsch erfüllt. Echt, deswegen? Ja, weil ich mache... Aber ich bin immer Elektriker in letzten Monaten gewesen. Ich auch, wenn ich Trader bin. Ich mache Licht aus. Nee, ich bin auch in den Crewmate-Runden bin ich immer Elektriker. Ja, aber für mich war so, okay, einmal war ich da mit Flo, einmal war ich da mit Matteo, einmal war ich da mit Blesk. So, und immer warst du mit dabei. Ja, aber ich würde niemals ein Licht töten, das ist ja voll Nubi. Letzte Info, Info für Kaya. Noch eine Task, da sind so Zahlen, da musst du einfach nur von 1 bis 10 nacheinander klicken. Ich hätte noch eine kurze Info für Kaya. Also sortieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles Kaya, klar, danke. Wenn du an der Türe stehst, die zu ist, Leertaste drücken, du musst dann Schalter umlegen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass du manchmal vor der Tür stehst und sie nicht aufgeht und ich dachte, du weißt vielleicht nicht wie. Doch. Neulich stand ich in der Tür, da haben die sich von alleine bewegt und da habe ich gemerkt, da standen 3 davor. Okay. Okay, dann nächste Runde. Yay. Wir können auch mal die Map wechseln, ne? Ja! Na danach. Nein. Neue Map spielen. Sehr gut. Oh yes. Was ist jetzt passiert? Oh, noch viel besser. Es ist noch jemand gestorben. Okay, ich habe in Lifeline gesehen, dass Anni tot ist. Dann ging aber genau dann das Licht aus. Ich konnte dann halt nicht reporten, habe dann gewartet, bis einer sich erbarmt, das Licht auszumachen. Und in der Zeit, das heißt in den letzten 10 Sekunden, muss Tinker noch gestorben sein. Wer war alles beim Licht? Ich kann erstmal Sepp bezeugen, weil ich habe eine Task gemacht und der stand da bei der Lifeline. Also Sepp kann den letzten Kill nicht gemacht haben. Den ersten vielleicht. Wenn es 5 Volt die Q-Play ist, aber den zweiten kann er nicht gemacht haben.
auch, ich bin ja der Lifeline-Admin-Mann gewesen in der Runde. Ich war ein Lifeline, Anni war noch nicht tot. Ich bin unten ans Admin-Panel, auf einmal stand Dalu neben mir. Da war Anni aber noch nicht tot. Anni liegt in Storage. So, ach Mann, ich bin danach an Lifelines gegangen und bin links raus und du bist rechts rausgegangen. Ich hatte gedacht, weil ich Anni am Anfang links gesehen habe, dass ich die Leiche links finden werde. Drei Leute, die ich in Office gesehen habe, nachdem der Kill auf Anni gefallen ist, oder sind es überhaupt drei? Nee, zwei, sind Sepp und Matteo. Lara kann es nicht gewesen sein, die kamen gerade aus Specimen raus. Also ich würde Lara und Dalu ausschließen für den Kill, wenn ich nicht hinte. Warte mal, ist der Kill jetzt am Ende gefallen? Tinker ist am Ende. Tinker muss am Ende sein. Weil ich stehe unten noch in, was ist das, der Raum oben rechts über dem Räder drehen für das Wasser. Oxygen oder was? Ja, Oxygen. So, da stehe ich gerade und da steht Vlesk noch davor. Also Vlesk ist auch nicht zum Licht gegangen. Flo, warum das heißt, war ich habe eine Frage an Vlesk. Wenn, ja? Du warst am Ende bei der Leiche? Ja. Ich stehe drauf in Storage. Ich wollte reporten, aber mein Spiel hat sich aufgehangen und es ging einfach 15 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, weil Vlesk muss in der Nähe sein von der Leiche. Weil sonst Spiel hat sich aufgehangen, alles klar. Ich stehe auf Körper drauf. Wer hat den Tinker noch gesehen? Ich nicht. Fuck. Ich irgendwann, aber ich weiß nicht mehr wann. Sepp hat doch Tinker reportet. Nein, ich habe Tinker nicht reportet. Ich habe den Button gedrückt. Das war Alarm. Weil Anni ja tot war und ich hatte Anni gesehen, dann sind 10 Sekunden vergangen, bis das Licht an war und dann war man tot. Okay. Klack. Bertwolf, Kuss. Du. Wer ist da hingelaufen? Okay. Piu-piu! Oh mein Gott, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Imposter-Runde heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Piu-piu! Piu-piu! So, fertig. Okay, ich weiß, wer einer ist. Als ob ihr das nicht seid. Ja. Wer denn? Folgendes ist passiert. Sepp, eine kurze Frage, um das Ganze zu proofen. Du kamst gerade von der Mitte rechts dort reingelaufen. Ja. Hast du Dalu gesehen? Ja. Wann und von wo kam der? Aus dem Gang? Also er müsste also vor dir gelaufen sein. Ich sag, dass das Dalu ist, weil ich bin unten habe ich den Stuff in die Kiste gelegt, kam aber vorher von oben, habe vorher oben noch Dalu gesehen und dachte, okay, wenn ich jetzt wieder hochgehe und ich finde in der Nähe des Scanners, finde ich eine Leiche, dann kann es nur Dalu gewesen sein. Lauf die ganzen Räume ab, habe Dalu nicht gesehen, gehe weiter nach links, da kommt mir Sepp entgegen. Geh wieder nach rechts und auf einmal steht da Dalu wieder. Ich glaube, dass Dalu aus dem Vent gekommen ist. Okay, also pass auf. Erstmal, Vlesk. Warte mal. Ja, aber du hast keine Leiche und vollst einen Button, ne? Ja, also Kaya, jetzt ganz kurz. Matteo, ich stand mit dir in der Lifeline. Du läufst weg von der Lifeline und Kaya liegt tot in Admin. Okay, Schlo, erstmal, okay. Schlo, habe ich gedacht, du gehst mit mir zum Medbay-Scan, um
dir das anzugucken. Dann bist du Kontamination reingegangen. Und in der Zeit habe ich sämtliche Tasks oben gemacht. Und dass du wieder hochkommst, ist doch eigentlich der ultimative Beweis. Es hat doch zeitlich perfekt gepasst. Und Sepp hat sogar gesehen, dass ich von den letzten sozusagen Wires kam. Also wir sind uns ja entgegengelaufen. Es war doch vom Timing her perfekt. Du bist nach draußen gelaufen, Dalu. Ja, über den Kill gerade reden. Ja, eben. Die Zeit läuft ab, Flash, genau, sag du erstmal was, bitte. Ich war in Lifeline mit Matteo. Matteo läuft nach links weg. Türkis stirbt. Ich laufe nach links und Türkis liegt tot in Admin. Das wird sich aber beißen mit einer Idee, die ich hatte, weil Sepp war ganz kurz nur an den Kometen. Und ich hätte jetzt ich vermutet, auch, Sepp ich bin gut. In der Runde. Also ich hatte das Raumschiff, das weiß ich halt, dass das links ist. Okay. Also ich kann nur sagen, ich bin unschuldig, so wie immer. Oh, wer hat auf mich? Immer. Oh. Ja, ich denke, Schlur auf mich und... Lässt, denkst du Mäntel? Aber schon nee. Nö, Sepp. Das weißt du auch. Okay. Ich dachte, als Zweiter. Okay, ich glaube auch Sepp. Das hat's gefixt. Drip, 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 drip. Okay, das wundert mich jetzt. Okay, so viel zu der Theorie. Ja, same. Ich kann Schlorox weitgehend ausschließen. Der war wirklich die ganze Zeit bei mir. Darf ich kurz? Dalu, wo bist du gerade? Ich bin von Tisch runter links und links raus. Jetzt gerade? Ich will nur wissen, wo du genau bist. Ecke vom Gebäude links unten, gerade knapp an der Mauer, um nach oben zu gehen. Also, Admin-Gebäude, linke Tür raus, 2,50 Meter links oben, an der Ecke. Ich wollte gerade nach oben gehen. Lara? Hast du mich die ganze Zeit mit Sepp rumgelaufen? Ich bin gerade in Decontamination rein, einfach weil ich rumlaufe. Ich habe schon Task fertig. Ich bin unten rechts gerade in diesen Gang reingelaufen, beziehungsweise Unge 2 Meter vor mir. Ich habe ihn da verloren, weil ich gerade noch in das Admin-Ding reingeguckt habe, wo ich die Mannequins. Unge? Ja, ich bin gerade bei 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich habe Schlo gerade ein falsches Alibi gegeben. Ich wollte gucken, wie er reagiert. Oha! Und eine Falle. Schlo ist gar nicht am Ende bei mir gewesen. Nein, ich war 2 Meter davor. Du bist ein Specimen, oder? Ich bin Specimen, genau. Ja. Unge ist in Specimen reingelaufen, ich bin davor stehen geblieben und habe gerade noch gedacht, scheiße, ich habe Unge verloren, weil ich noch in das Kamerading dort reingeguckt habe. Ich habe meine Tasks fertig und hänge die ganze Zeit an Unge dran. Kurz vorher sind wir selbst vorbeigelaufen und Schlox war wirklich die ganze Zeit bei mir und am Ende hat er sich aufgesplittet.
Kann es sein, dass du gerade gegen mich schießt, ohne weil du keinen Kill machen kannst? Ich würde den Kill auf Anni gerne nochmal aufräumen. Das können nur Sepp oder Matteo gewesen sein, denke ich. Mhm. Die sind aus Storage. Einer von beiden kann aus Storage nach Office gewendet haben. Sepp ist mittlerweile tot. Ja. Ich denke, Matteo ist der Erste. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher beim Zweiten, aber Hauptsuspekt. Okay, warte mal, bevor ihr votet, darf ich kurz was sagen dazu? Es stimmt nicht. Ja, er macht nicht denselben Fehler wie alle Runden davor. Also, es war bisher immer, Bless sagt, das kann nur Matteo gewesen sein. Es stimmt nicht. Ich war das nicht. Wenn wir jetzt falsch also voten, ist das ein Fehler. Also, aber Bless, kannst du mir. Ich glaube, Bless, ich glaube, Bless, ich möchte Bless auch noch was fragen. Ich kann nicht mehr voten. Ja. Ich sag, Dalu ist der andere. Ich hab's nicht verstanden. Nein, Leute. Ich glaub nicht, dass es mein Dalu oder Schlo, einer von beiden. Ja, Dalu, du wolltest Vlesk noch was fragen. Genau, ich wollte Vlesk fragen, dass wenn er sich dabei jetzt sicher ist, wen er neben mir bitte noch verdächtigt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur mich meint. Das würde keinen Sinn ergeben. Ich bin übrigens auch der jetzt Licht angemacht hat und der Trader hat es nicht mal geschafft, die Türen zu schließen. Du warst vorhin die Runde die ganze Zeit mit Sepp unterwegs, oder nicht? Weil Matteo den Kill halt also ich war die ganze Zeit nicht mit Sepp unterwegs. Also ich habe euch immer zu zweit gesehen, ja, die ganze Zeit. Nein, das ist nicht ganz richtig, wir waren zu dritt. Okay. Und zwar Vlesk, Sepp und ich haben wirklich immer Abklatschen gemacht am Admin-Table und an Lifelines. Dann ging Licht aus und nur ich bin weggegangen mit Matteo und wir kamen beide nochmal wieder zurück. Dann habe ich mir überlegt, den Button zu drücken, aber dann hatte ich auch noch Vlesk gesehen. Ich dachte nämlich, er wäre der Erste gewesen, der weg war und wollte Sepp verdächtigen, weil wir Sepp alle auf dem Kieke hatten und bin dann vom Button weggegangen, links raus und dann wurde reported, legit. Also, ich würde davon ausgehen, dass Matteo derjenige war, der Anni getötet hat in Storage. Ich glaube auch, dass Matteo der auf Kaya war. Das Problem ist, der auf Kaya war so offensichtlich, dass ich nicht glauben wollte, dass Matteo ist. Deswegen war ich mehr als auf Sepp. Seppi sitzt tot, den könnte aber auch Matteo gemacht haben. Sprich, ich weiß also, halt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit Matteo hier gar nicht so schlecht liegen. Wir hätten sonst verloren. Ein Kill hätte gereicht. Ich stand übrigens alleine an Lights, als es anging. Ich hätte, wenn ich Imposter wäre, ich hätte einfach warten können. Ich bin ihm hinterhergelaufen im Sicherheitsabstand. Also er hat Lights angemacht, ja. So, jetzt ist die Frage, Vles, können es denn Schlo oder Sepp gewesen sein? Oder ist es Schlo oder Unge? Nicht Sepp. Weil wenn Unge sagt, er ist mit Schlo aus Admin rausgegangen und Schlo war hinter Unge und der Kill ist doch in Admin rechts passiert, dann kann es ja nur... Aber Matteo gewesen sein. Ach, der Kill meinst du, Matteo? Ich dachte, der Kill an Sepp. Weil ich habe mich für den Kill an Sepp... Kann auch Matteo gewesen sein. Ja, 5 Sekunden bitte. Ja, voten wir? Wollen wir es nicht? Nein. Oh, 2 haben gewotet. Matteo zu sicher, so es macht keinen Sinn. Wer ist das? Schlo, das bist immer noch du, ne? Ja, ich vertraue dir immer noch nicht. Okay. Okay, interessant. Schweine! Deswegen hat Unge mich verdächtigt, weil ich dachte, Unge wär's nicht. Deswegen habe ich mich an Unge gehangen. Deswegen hat er sofort, als ich eine Sekunde nicht da war, sich auf mich gestürzt. Und Dalu, ich habe dich wenden sehen, oder nicht? Wenden sehen hast du mich nicht, aber unser Timing war schlecht. Ich bin aus dem Vent gekommen und es war genau so, wie ich gesagt habe am Anfang. Ich bin runter, ich bin wieder hoch, weil ich gucken wollte, ob Dalu einen Kill gemacht hat. Ja, hab ich auch, ich bin auch wieder. Dalu war nicht mehr da und Sepp, der dritte Imposter, hat Dalu ein scheiß falsches Alibi gegeben. Was, er kam mir entgegen? Oh, Matteo. Wieso habe ich ihm ein Alibi gegeben? Dalu ist dort aus einem Vent gekommen. Wir standen zu zweit an der Lifeline. Du läufst aber weg. Genau in dem Moment stirbt ein Admin jemand und du sagst einfach die ganze Zeit gar nichts. Aber von Vles, richtig gut gespielt. Wir dann Unge war mega stark. Ja, also genau ich habe Simon sogar so vertraut, dass ich ihm hinterhergelaufen bin, weil ich Schutz gesucht habe. Es war so dumm einfach schon wieder. Lauf in meine Arme, Simon. Aber Dalu hat mich beeindruckt. Ich dachte mir, dass Dalu der Zweite ist, aber ich habe halt mit Unge habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Nachrichten gerade. Ich wusste in der ersten Runde, dass Dalu ist. Also der Kill in Admin, das war von mir auch wirklich ein Coinflip. Also das war, Licht war an, ich bin straight durch Admin gegangen und hab den ersten abgestellt, weil ich dachte, wir müssen langsam einkillen. Und ich, dass ich da nochmal rausgehen konnte, das war nur Glück. Ja. Aber warum bist du da aus dem Vent gegangen, Dalu? Ich dachte mir halt, kann nicht Matteo sein, weil so ein dumm Kill wird der mir ja nie vorsetzen. Aber ja, nee, also musste. Ich dachte auch, Vlesk, warum glaubst du, dass ich so einen schlechten Kill mache? Dachte so, hä? Und Flo, ich erklär dir das. Du bist Kontamination rein und ich dachte mir, geil. Ich wende jetzt schnell weg, schnetzel einen ab, warte unten auf ihn und dann sozusagen komme ich später dazu. Und Dalu, wie krass kannst du lügen? Ich bin echt impressed. Und dann stand ich da gerade und hab vorher den Raum abgesucht und ich also, bin dann kamst du, du kamst du und ich raus. Adrenalin. Adrenalin. Ich muss schnell wieder hoch. Und dann deswegen habe ich die Aussage von Sepp so gewundert. Bei dem wusste man ja gar nicht, dass er ein Boss ist. Unger hat super gut gespielt. Ich dachte, wenn ich jetzt noch auf Flohox noch sage, ich habe ein falsches Alibi gegeben, dann wirkt es so abschreckend. Das war auch kurz davor, dass ich rausgeflogen wäre. Aber, also, ich habe dir so vertraut, Unge. Ich habe gedacht, okay, du bist auf keinen Fall. Und aus dem Grund bin ich die ganze Zeit mit dir rumgelaufen. Mhm. Dass ich die ganze Zeit mit einem Imposter rumlaufe, konnte ich nicht wissen. Das war einfach eine heftige Runde. Also, das haben die beiden schon krass gemacht. Ich hatte halt überhaupt nicht Simon und auch kaum Dalu im Verdacht. Das war einfach krass gespielt. Ja. Neue Runde. Neue Runde, okay. Dalu und Vlesk. Darf ich nur kurz wissen, wo Tinker gestorben ist? So? Weil die wurde ja von Sepp so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ich glaube oben am Fernrohr, oder? Ja, Dalu hat mich am Fernrohr abgemurkst. Let's go. Er war wirklich wilde Runde. Frech. Frech. Hallo? Das war mein Job. Also meine häufigste Todesursache ist einfach Vlesk, egal welche Rolle. Deswegen Matteo lässt man auch einfach leben, weil der wird rausgeworfen. Ja genau, ich bin keine Gefahr. Matteo, du stehst neben mir an Livebein, dann spielt jemand, du läufst nach links weg, ein Admin liegt ein Leich und du so, ja da sag ich jetzt einfach mal nichts zu. Ja, ich habe ja nicht gesehen, dass jemand gestorben ist. Ich hatte diese Info gar nicht. Ich dachte einfach, okay, wo ist denn die Leiche? Und dann hast du irgendwann das gedroppt und ich so, oh fuck, da steht der bist du nach links weggelaufen und das hab ich gesagt und du so, ja nee, das... Sag ich zum Let's go. Ja, okay. Aber also, wen habt ihr am Anfang getötet? Annie? Ja, oh nein, nicht schon wieder Annie. Ja, es tut mir so leid. Ich bin dann so richtig dumm gewendet und dann musste ich im Vent die ganze Zeit warten, weil überall Leute waren. Es tut mir leid, Annie, es tut mir leid. Oh, jetzt wird sie rachern. Wird Ani mich rächen? Nee, hier nicht im Licht. Nicht im Licht. Nicht im Licht. Nicht da, wo das Licht ist. Wird Sepp mich abschlachten? Wird Sepp mich abschlachten? Hä? Wo ist Sepp hin? Er ist verschwunden. Oh, wir müssen Licht ausmachen. Nee, Reaktor. Oh mein Gott, Alter. Das war wirklich eine Adrenalinrunde, Leute. Das war eine Adrenalinrunde. Das war eine Adrenalinrunde. Oh, ich hatte eine Posterrunde heute. Die musste sitzen, Leute. Die musste sitzen. Let's go. Ich bin einfach nur froh. Dalu hat auch gute Arbeit geleistet. Ich habe mich sehr unauffällig verhalten. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Let's go. Let's go. Oh, es ist schon wieder dunkel. Oh, nein, es war Lara. Sie hat mich abgeschlachtet. Unge liegt unten links in O2. Ich bin gerade reingegangen. Oh shit, den hab ich eben noch gesehen. Oh, das müsste aber schon was länger her gewesen sein dann. Nee, das ist voll recent. Mann. Ich bin gerade noch auf Leichtbein. 10 Sekunden war ich neben Unge. Wenn Kaya ihn gesehen hat, dann ist er frisch. Lara, wo liegt die Leiche? In O2, also da im Oxygen.
unten vor diesem Schalter. Wir bist ein bisschen dahin gelaufen. Lara macht einfach Self-Report. Ich bin gerade hochgelaufen, ich wollte Electrical anmachen. Lara macht einfach Self-Report. Jetzt habe ich eine Runde zum Chillen, Leute. Ja. Dann bin ich rechts raus schlimm, und dann bin ich oben links quasi lang gelaufen. Nein, da musst du ja unten links lang gelaufen sein. Nein, ich bin aus dem Office rechts rausgelaufen, bin dann hoch und dann links und dann ist mir Anni noch entgegengekommen. Und hören dann bin wir gerade Lügen, Lara? Anni, hast du sie gesehen? Keine Ahnung, Alter. Anni kam mir direkt über dem Office entgegen. Sepp, warum hast du denn gerade gesagt, dass die Leiche schon lange da liegen muss? Weil ich ganz am Anfang mit Unge zusammen links war, mit Dalu auch. Das war relativ am Anfang. Und Unge war am Baum und ich habe O2 gemacht. Und dann bin ich halt rübergegangen und Unge war halt am Baum. Und ich dachte jetzt so, okay, danach macht der halt O2. Das heißt, der müsste schon länger da liegen. Lara, welche Task hast du gemacht? Ich habe Lara in meiner Nähe gesehen übrigens. Ich war ziemlich lange neben Unge. Ich habe diese Flaschenabfüllnummer gemacht. Unge stand neben mir. Ich dachte, der killt mich, hat aber nicht gemacht. Dann dachte ich, okay, der macht die Task. Ich war sehr lange neben Unge. Ich habe von Lara nichts gesehen. Mein letzter Task war QR-Code im Office. Und davor habe ich in Specimen Room 3 Tasks gehabt. Einmal dieses Steinchen da und dann habe ich noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tasks. Da würde ich davon ausgehen, dass es niemand von denen involviert war. Tinker und ich waren zusammen mit Dick und Dalu, hast du eben die falsche Task gemacht? Yes. Ich habe relativ wenig Task gemacht bis dato wie eh und je. Dominik Rückwald? Challenge-Stream ist geplant. Weil du hast dich da auf jeden Fall dran gestellt, aber ich meine, du hast dich an die Linke gestellt. Und auch an das Rechte dran. Ich wurde einfach abgestochen. Ich wurde von Lara abgestochen, Leute. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte, Rothaarige halten zusammen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar ist sie mir in den Rücken gefallen. Das kann doch wohl nicht sein. Das gab einen Ehrenkodex unter Rothaarigen. Mann, sie ist mir in den Rücken gefallen. Habe ich abgestochen. Oh, jetzt wird Lara noch Anni abstechen. Nee. Nee, wird sie nicht. Okay, Lara läuft weg. Lara sticht an, der Bauer sticht Lara. Oh, oh. Lol. Liegt in den Kameras? Ja. Ich habe ihn eben noch vorhin reinlaufen sehen, nachdem ihr das Licht angemacht habt. Dann war ich unten gerade, habe da die Sauerstofftask gemacht, habe Anni noch gesehen. Und dann bin ich hochgelaufen und wollte gucken, ob noch jemand in Kameras ist. Und da liegt ein toter Mäntel. Ja, Dalu, was sagst du dazu? Okay, also pass auf, an die Crew, die jetzt hier noch mit involviert ist. Wenn ihr euch irgendwann im Laufe des Matches sicher seid, dass noch zwei Imposter leben, dann merkt euch jetzt einfach, was ich sage, weil für mich sieht das wirklich nicht gut aus. Und ich glaube, die Kills werden gerade absichtlich so gemacht, um mir das in die Schuhe zu schieben. Was ich gerade komisch fand, ist, Lara, Anni und ich waren zusammen im Admin bei den Dingern. Lara ist rechts rausgegangen. Als sie rechts rausgegangen ist, ging Licht aus. Und Lara sagt, sie wollte Licht fixen, ist aber links an Office vorbei, um unten links reinzugehen. Ja. Und hat dann in O2 eine Leiche gefunden. Ich bin den ganzen Weg gerade abgelaufen. Es ist nicht der schnellste Weg zum Dings. Und du würdest in O2 nicht reingucken, wenn du das Licht fixen ging, willst. Nein, das Licht ging aus, als ich unter Communications war. Und da sie hat keine Task mehr gemacht seit dem QR-Code. Ja, weil ich rumgelaufen bin. Merkt euch einfach, wenn ich rausgehe. Okay, ich bin das Task in Oxygen. Und da war ich auf dem Weg dahin und dann ging das Licht aus und dann wollte ich hochlaufen. Dalu, woher weißt du, dass Lara keine Task gemacht hat? Weil ich sie gefragt habe, was war ihre letzte Task? Und sie hat gesagt, QR-Code. Ich bin rechts raus bei Admin und wollte dann in Oxygen da die Sauerstofftask machen. Und die Leiche jetzt liegt oben links in den Camps, das stimmt. Lara und Anni kamen entgegen, ich bin unten links reingelaufen und dann sieht es wieder kacke für mich aus. Ja. Wer ist oben rechts im Labor? Wir haben Task unten links, Dalu ist hochgelaufen, habe ich nur gesehen, dann ist er, glaube ich, wieder runter. Ich weiß und nicht, wenn ihr beide mich gesehen habt, warum sollte ich einen töten, weil ihr die Leiche doch eh finden werdet? Weiß ich nicht. Ja, genau. Wer ist oben rechts im Labor? Bin ich im Labor? Ich weiß es gar nicht. Oben rechts auf der Map? Also ich und Sepp waren es nicht, wir sind das Beste. Boah, Dalu hat zwei... Du bist bei mir? Votes kassiert. Ja. Du hast die Zahlen gemacht. Ich hab dich nicht gesehen. Dalu hat zwei Votes kassiert. Oh, oh. Dalu hat zwei Votes kassiert. Oh, oh. Oh oh Leute, oh oh, schnell das Rad drehen. Ich drehe am Rad, Leute, ich drehe am Rad. Ich drehe hier aber anders am Rad. Ah.
Okay, ich muss die ganze Zeit an meinem Pullover rumknabbern, ne? Leute, wenn ich nervös bin, wenn ich Imposter bin, Das ist das Problem, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr so hier in diesen Dingern rumknabbert? Das ist einfach schlimm, aber das ist ein Angebot von mir, muss ich mir abgewöhnen. Oh, Lara wird Kaya töten? Nee? Oder doch? Ja, die Schweine fördern den Klimawandel. Okay. Dalus scannt sich. Wir müssen. Hab alle. Tinker und Schlorok stehen hier zusammen. Lara kommt dazu. Sie traut sich keinen Stackkill zu machen. Schlorok geht weg. Oh oh. Blesk läuft hier. Ich glaube, ich habe eine andere. Ich habe noch keine Idee, wer der andere sein könnte. Neben Lara. Vielleicht Lara und Tamara. Oh, Lara guckt die Cams an. Mhm. Können wir auch mal machen. Oh! Schlorks ist der andere. Oder? Hat er ihn gerade getötet? Ja. Okay. Wen hat Dalu verdächtigt? Das ist so ärgerlich. Ich bin die ganze Zeit an Dalus Popo geklebt, weil ich ihm geglaubt habe, dass er nichts gemacht hat. Und dann ging das Licht aus und ich habe gedacht, ich mache noch ganz schnell die eine kleine Baumtaske, die ich habe und komme raus aus der... Also Licht ist aus, ich habe die Leiche nicht gesehen, nur den Report-Button, aber er muss am Aufgang hoch zum Electrical liegen. Er wollte wahrscheinlich gerade Licht anmachen und ich habe gedacht, da kriege ich ihn sowieso wieder. Mhm. Du warst beim Baum? Yes. Warum habe ich dich gesehen, wie du mit Dalu oben in, Communications gegangen bist? Wo ist Communications? Ach so, ich habe nichts mehr zu tun. Ich habe nur noch die eine Task im Baum. Bin die ganze Zeit Dalu hinterher, weil ich geglaubt habe, dass er Crewmate ist und dachte, da bin ich am sichersten aufgehoben. Ich bin ihm die ganze Zeit hinterher gewatschelt. Aber ich kann das bestätigen. Ich hätte ihn schon ewig töten können. Also ich laufe ihm seit Ewigkeiten hinterher und er mich auch. Weil ich bin nämlich... Ich kam euch entgegen. Ich war in den Camps. Okay. Ich kam euch entgegen, als Dalu komm reingegangen ist. Mit dir, Kur. Also ich weiß nicht, ob du reingegangen bist oder ob du weitergelaufen bist. So, ich stand am Eingang, da müsste Schlo mich auch noch gesehen haben, hab gewartet, bis Dalu fertig ist und bin mit ihm rausgelaufen, links rüber in den Autokomplex. Wir wissen, wo genau, also genau. Warte mal, an welchem Eingang soll ich dich gesehen haben? Du bist runter zu Weapons, ich stand aber in Communication. Ich bin mir nicht sicher, ob du mich gesehen hast, aber du müsstest in der Nähe gewesen sein. Nochmal. Also ich kann ja sagen, was ich auch in den Camps gesehen habe. Ich habe zumindest Vlesk und Anni, glaube ich, gesehen, im Office oben rechts. Ich habe Schlo im Office gesehen, unten links, glaube ich. Und sonst habe ich keinen gesehen in den Camps. Das kann ich zumindest sagen. Und dann wurde reported. Ich weiß nicht, wie alt jetzt der Kill ist, aber du sagst ja, du warst die ganze Zeit unterwegs. Also, das ist der ist ganz frisch. Der muss gerade passieren. Tinker sein. Ja, das ist, muss gerade passieren. Wir waren vorher in Lifelines. Sus. Mark. Vlesk ist sus für mich, just saying. Ich habe noch ein paar Beyond Meat Aktien. Macht Sinn. Ja, die Aktie bist ganz schön ein. Ja, aber ich habe nicht mehr so viele. Und die behalte ich trotzdem. Ich habe viele verkauft, zum Glück. Okay. Lara. Lara und Schlo sind beide da. So, meine Damen und Herren. Nice, ja, richtig gut. Ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Lara, du hast gut gedient. Deinen Postenkollegen. Aber wir verabschieden uns jetzt von dir. Hat sie gewendet oder warum? Die Taskbar ist fast voll. Lara war die komplette letzte Runde in Camps. Laut Dalu hat Lara keine einzige Task gemacht, außer dem QR-Code in der vorherigen Runde. Nein, das stimmt und davor nicht. Ich hab gesagt, ist Lara ich rechts aus Office raus, links nach unten und zu O2 hat wahrscheinlich auch wenig Tasks gemacht.
Lara hat definitiv nicht ich genug Tasks gemacht, Tasks, damit die Taskbytes bei 80, kann bestätigen, 98. dass ich Tasks gemacht habe in Specimen Room. 3 Tasks hatte ich in Specimen Room alleine. Okay, Frage, aber gewinnen wir nicht gleich sowieso vorher. Über Tasks? Kann ich bestätigen, also ich weiß nicht, wie die Tasks aussieht, aber ich habe nicht mehr viel. Also Lara war tatsächlich ganz am Anfang mit mir in Specimen. Ich bin dann weiter. Hört auf Lesk, votet sie raus. Hört. Aber ganz am Anfang? Votet Lara raus. Lesk, wenn du jetzt sagen kannst, okay, Lara hat jetzt in letzter Zeit auch nicht viel gemacht. Dalu hat schon gesagt, Lara hat nicht viel gemacht. Ich bin da ich ganz hab, bei nein, dir. Ich hab, warum sagt er, dass ich wenig gemacht habe? Ich habe gesagt, welche Tasks ich zuletzt gemacht habe. Ich habe gesagt, welche Tasks ich zuletzt gemacht habe. Und die Runde ja, die davor, eben gerade, war ich die ganze Zeit an den Camps zum wir Schluss. Wir könnten jetzt ja also skippen, ne? Und dann fliegt Lara nicht. Und dann sind es 6, 7 Leute und wir können einfach Tasks fertig machen. Für mich würde sie aber besser an, wenn ein Imposter rausfliegt. Ich würde gerne Dalus letzten Willen. Weil die Sache ist, wenn wir jetzt Lara kicken und ich der Imposter bin, dann kann ich jetzt noch gewinnen. Ja, das könnte ich sonst ja gar nicht. In die Schuhe zu schieben, weil Dalu mich verdächtigt hat. Und weil jetzt irgendjemand gesagt hat, Lesk ist sus. Versuchst du das jetzt auf mich zu schieben? Ja, das hat Anni gesagt. Das ist zufälligerweise die zweite Person, die Dalu auf dem Kicker hatte. Ja. Das reicht nicht, oder? Okay. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Naja. Es reicht nicht. Okay. Die Tasks werden nicht fertig, weil Kaya, der macht die Aufgaben nicht. No front of Kaya, aber ich glaube, der wird die Aufgaben nicht fertig machen. Das ist immer der Punkt. Oh mein Gott, Kaya muss Benzinkanister voll machen. Also die Tasks werden auf keinen Fall voll. Da wurde einfach ein Kill gemacht. Noch ein Kill. Stark. Das war wirklich Lara. Nochmal schnell mich weggeschnetzelt hier. Wir haben wirklich noch zwei Tasks gewonnen. Ich hätte dazu sagen sollen, ich hatte noch zwei Tasks. Sprich, eine Task war von Kaya anscheinend nur über gerade. Das war Task Win. Lara kann nicht Task Win. Oh mein Gott. Das Geile ist, ich werde immer verdächtig, wenn ich wirklich nichts mache. Also wirklich, wir hatten einen zu. Wer war es denn jetzt? Zu langsam. Das war Lara und ich. Und Dalu, wie sehr hat es dir auf der Zunge gebrannt, mich zu callen wegen oben rechts dem Scanner? Das war merkwürdig, tatsächlich. Dalu ist mute, ich glaube, der schreit immer noch. Ach so, ich bin, als du dich dahingestellt hast und doch abgebrochen hast, weil du vielleicht dachtest, ich hätte meinen ja aufheben können, ich bin lachend weggerannt und habe gehofft, ich komme ins nächste Meeting. Ich wusste in dem Augenblick, dass du so schreien willst, um mich zu callen. Und ich so, Tinka, bleib bei mir, du musst mich beschützen, ich gehe Wasser rein, Tinka, ich gehe kurz weg. Und dann. Oh nein. Ja, Mann, ich dachte, ich muss nur schnell die O2-Quest noch machen, dann habe ich alle erledigt. Wir werden uns am Licht wieder treffen und dann liegst du da tot. Wir waren leider nicht schnell genug. Aber Kaya, sehr gut, du hast die Tasks alle fertig gekriegt, sehr nice. Sehr nice. Nice, danke, ja, danke, wirklich danke. Gut. Alle fertig, Alter. Alle. Lässt du was? Weil du erst in Comms reingelaufen ich gedacht, bist und dann klar, da Task gemacht hast, dann runtergelaufen bist in den Weapons und da Download gemacht hast. Und dann war ich so, warum laufen wir erst in Comms rein und machen danach Download. Erst Download? Ich habe gesehen, dass du den Download in Office gemacht und hast. Lara und nur gewartet, bis du kommst und Upload machst. Damit du halt auf jeden Fall die zweite Task machen musst. Ich musste meine Gedanken mitteilen, weil ich dachte, ihr votet mich raus. Dann haut sie mir ein Messer in den Rücken, Lara. Ja, aber ich habe das so angeboten, wir mussten ja irgendwie killen. Vleske hat für dich weitergelebt, Dalu. Was wolltest du sagen, Vleske? Ich hatte noch Müll und ich hatte noch Baum und es haben 3 Tasks gefehlt und Lara war legit die komplette Runde einfach nur in der Kamera. Nee, war ich gar nicht. Ich hatte erst ein schlechtes Gewissen. Nee, das war ich nicht. Ich war nur zum Schluss an den Camps. Ich habe vorher noch den Alarm mit ausgemacht. Ich habe zuerst gedacht, Dalu, dass das schlecht war, dass ich dich jetzt gekillt habe, weil der Verdacht ja auf dir lag. Weil ich ja auch schönen Kill oben links gemacht hatte, währenddem du gerade in Electric standst und ich bin weggewendet. Und ich dachte, okay, dann denken jetzt alles war Dalu. Aber dann war mir klar, okay, das oben rechts, da habe ich so komisch gespielt. Wieso bist du vom Scanner runtergegangen? Dachtest du, ich habe meinen Scan abgebrochen, um dich zu checken? Ja. Ich habe meinen Scan durchgezogen, aber als du runtergegangen bist, habe ich genau das gesagt. Heißt, du hättest es gar nicht gecheckt, wenn ich den Scan gefällt hätte? Nein, hätte ich nicht. Ach. Aber dadurch, dass du runtergegangen bist, habe ich mir genau das gedacht. Da habe ich nicht aufgepasst, ne? Ja. Okay, nächste Runde. Yay. Let's go. Nice. Nice, Leute. Awake, brauchst du nicht. Kuss, ich muss die Chat zumachen. Kuss.
Ich will einfach nur leben. Ich will einfach nur leben und mir einen heben. Ich will einfach nur leben. Ich will einfach nur leben. Mehr will ich nicht. Ich will einfach nur leben. Oh, hier ist die Kamera. Ich will einfach nur leben. Oh, schon wieder Lichter kaputt. Oh oh. Kaya ist bei mir. Ich hab so Angst, ne? Ich hab so Angst zu sterben. Ich hab so Angst zu sterben. Mein Gott, hing ich in dieser Tür. Alter, doch nicht direkt den Dalu. Und der Arme. Der muss vor meinen Augen gestorben sein. Das ist ein kleines Bescheid. Aber wir waren gerade zusammen im Specimen Room. Und dann ging das Licht aus, dann habe ich ihn im Specimen Room schon rumgerannt, habe ich ihn gesucht, war so nicht gefunden, er ist bestimmt schon rausgelaufen, bin dann nach unten gelaufen, habe dann gesehen, wie er quasi vor mir die Tür betätigt hat und ist dann quasi rausgegangen. Und dann stand ich, bin dann hinterher. An der Tür. Ich habe dich gesehen, ich hing an der Tür. Da muss auch Dalu rausgelaufen sein gerade. Genau, ich bin an den, irgendjemand muss vor meiner Nase, ich habe Lifelines gecheckt, vor meiner Nase gekillt haben, weil ich da weggehe. Wo genau? Und dann hing ich an der Tür. Zinka, sag mal genau, wo der ist. Genau an der Türe, also er hängt an der Tür. An welcher Tür? Neben Lifeline. Nee. Icon unten. Genau, wo man zu Specimen rübergeht. Also die Dusche. Ah, in der Schleuse. Die Dusche. Genau. Nee, in der Dusche war ich, da war er nicht. Und ich dachte, auf der anderen Seite, die Person, die auf der anderen Seite steht, hat Dalu getötet. Aber es war davon aus, dass irgendjemand ein Lab gewendet hat. Weil es war ein Admin-Panel. Ich war ein Admin-Panel, da waren 4 Leute, waren in Lab. Da bin ich oben an Lifeline, da war niemand tot. Und dann ist Licht ausgegangen und dann bin ich nach oben in Lab gelaufen und es war niemand gerade in Lab. Mhm. Bless, kannst du doch nein, das kann nicht sein. Bless, das kann nicht sein. Ich bin gerade in Lab. Kaya steht neben mir sogar noch. Im Lab. Ja. Oben rechts im Labor, ja. Lifeline, da du musst ja vor 3 Sekunden oder vor 2 Sekunden gestorben sein. Noch mal eine ganz kurze Frage. Dann müsste ich auch gesehen haben. Tinker, hast du gesehen, dass er auf Lifeline gestorben ist? Das muss tatsächlich in. Also ja. Deswegen, wie? Es ging aus, also das ist rot. Ja, und dann? Aber dann muss. Ja, und dann wollte ich los und ich hing an der Türe. Eigentlich muss mich Anni gesehen haben, in der Türe. Nee, ich also hab deinen Namen nicht gesehen, weil ich von innen stand. Deswegen okay, aber da habe ich den Report gemacht, da liegt er. Wer hat gerade gesagt, dass er vorher Lifelines war? Ich war vorher in Lifelines und ich bin hoch in den Lab gelaufen. Und wenn das Licht aus ist, müssen die Leute ja von rechts nach links aus dem Lab raus. Aber es ist niemand rausgekommen, als ich nicht rausgegangen bin. Wenn? Lara war auch noch da. Ja, aber es waren doch 4 Leute drin. Ich wollte auch was sagen, aber ich mach's beim nächsten Mal. Ja, Simon, lass mal überleben bis dahin. Es ist dunkel und ich friere mir meinen Arsch ab. Wo ist mein Blatt? Es ist Bless. Oh nein. Nice. Ihr Schweine. Er hat doch gerade gesagt, er wollte gerade was droppen. Ah, stimmt. Ah, nee. Oh, scheiße. Das war halt super smart, ne? So eine geschmackige Theorie. Kaya, ganz kurz. Wo seid ihr denn gerade so? Ich war gerade an den ich stehe unter dir. Also ich bin gerade von unten hochgelaufen und wollte den Report-Button drücken. Und Anni müsste mich Lara gesehen haben. Ich habe mit ihr Weapons gemacht. Was für ein Report-Button? Ich habe dich nicht gesehen, aber für die Leiche. Ich war Weapons. Wo ist denn die Leiche? Wo liegt denn Unge? Sag mal, wo die Leiche ist. Vor Electrical. Ach, vor Electrical. Also Tinker, dich habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Wie ja, ich kam von unten sehr frisch, hoch. Ne? Dann kann ich deine Matteo rausnehmen. Anni und Vlesk sind in die Richtung gelaufen. Wie kannst du mich rausnehmen? Was an Kameras? Weil ich von rechts, ich bin von rechts in Electrical reingelaufen und ich habe dich ganz am Ende jetzt noch gesehen, während du das Licht gefixt hast. Anni, ja, richtig. Mich gesehen, ihr seid doch an Weapons vorbeigelaufen, beide. Nein, ich bin in Weapons reingelaufen, habe mich dran gestellt und Tinker stand dran. Ich glaube, sie ist dann weggegangen, als ich gerade ich hatte es gerade fertig und bin hochgelaufen und bin von Weapons hoch Richtung Electrical und da liegt er. Matteo, willst du uns jetzt mal erzählen, was die Story von der letzten Runde ist?
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich in der letzten Runde auch das Licht gefixt habe und deswegen rausfalle. Aber ich glaube, übrigens, der Vote auf Tinker letzte Runde war ich, weil ich glaube, es war ein Self-Report. Weil das war so ein bisschen gestolpert, die Story. Also so wie die erzählt Tinker wurde. Ist jetzt auch wieder direkt neben der Leiche und sieht mich. Ich habe sie jetzt nicht gesehen und sie hat den Report-Button irgendwie doch nicht gedrückt. Ich habe ihn direkt gedrückt. Du hast vor mir, ich hätte in der nächsten Sekunde gedrückt. Du hast vor mir gedrückt, aber Anni müsste bezeugen können, so schnell wäre ich nicht gewesen. Du hättest mich gesehen, wenn ich ihn gedrückt hätte. Nee, ich bin in Weapons rein, sie waren noch in Weapons. Ja, ich habe Task gemacht. Ich glaube nicht, dass danach kam der, du hättest mich gesehen, wirklich. Ich glaube nicht, dass Tinker diesen Kill begangen hat, weil... Okay. Der letzte hätte Tinker also Vlesk und Matteo, der ist vorm Eingang. Vorm Eingang von Electric lag er. Ja, wie gesagt, okay. Matteo kann nicht sein. Der stand schon drin, als ich reingelaufen bin. Yes. Aber also kannst du eher Vlesk sein. Raus, ne? Ja. Ich kann es theoretisch sein, klar. Ja. Der kleine Rabauke hat mich einfach geholt. Der hat mich einfach gesnetzelt. Die große Gefahr musste beseitigt werden. Oh man. Piu, ich schieße einfach überall hin. Komm schon, Jungs. In den Kameras? Oh shit. Tinker? Hör mal, ich laufe dir die ganze Zeit hinterher. Ja, du läufst mir hinterher siehst, und wo ist die Leiche? Hinter uns! Ja, aber Mann, du hast aber wieso ist die Leiche hinter uns? Weil irgendjemand hinter uns das war, ich hab's nicht gesehen. Aber ich bin auf dir gelaufen. Ich hab extra gedacht, du bist gedacht, jetzt ich halt drei Runden verdächtig. Ja, nein. Also Tinker ist echt, innerhalb von... Und Anni zwischendurch auch gesehen. Ich bin die ganze Zeit auf Sepp rumgewuselt. Ja, stimmt, bist du auch. Wo liegt denn die Leiche? Wo liegt die Leiche liegt am Ausgang unten links von Admin. Also wenn du am Tisch unten rausgehst. Oh, da muss die aber sehr frisch sein. Die muss super frisch sein, weil Tinker und ich sind da gerade durchgelaufen. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zu Lifeline. Das muss legit in der Sekunde des Reports passieren. Auf Lifeline, ja, ich stehe an Lifeline. Camps, die war davor, ja, ich war vor zwei Sekunden an Lifeline, whatever. Nee, Anni, du bist schon länger raus. Ach, ich bin schon in Lab, ich opfer. Ja, schon gut, ich bin in Lab. Aber stimmt, du bist mir vorgelaufen. Nee, die hätte man in Camps gesehen, wenn die ein bisschen älter wäre, das stimmt schon. Flo, für wen votest du? Weil ich kann dich entlasten, du hättest mich killen können, ich wollte dich baiten, aber du hast nichts gemacht. Ja, das ist nicht sicher, aber also ich meine, wenn einer drei Runden übel verdächtig ist... Nee, also Tinker ist es... Sie kann den Kill eigentlich nicht gemacht haben, weil dann hätte ich die Animation sehen müssen. Ja. Das ist schon richtig. Ich kann mein Vote aber nicht mehr zurückziehen. Danke. Aber Tinker, wer war denn... Du hast ja mehr Sicht gehabt. Du warst ja nochmal 2-3 Meter hinter mir, ne? Ja, ich hätte es sehen müssen. Aha. Also die Einzige, die ich rausnehmen kann, ist Lara, glaube ich. Weil die in den Lab reingelaufen ist. Lara kann es nicht sein, nee. Ja, aber ich komm, bin Tinker raus. Tinker, wo? Tinker stottert mir zu oft. Das ist verdächtig. Ja, aber nee, wenn sie Leuten, dann stottert sie gar Leuten, nicht. Aber das schade. Ist nix gut. Die ist eine eiskalte Mörderin. Nix gut. Nix gut, diese. Okay, Tinker, bleib bei mir. Ja. Schnell, mach eure Task fertig. Macht eure Task fertig. Hab alle Fast fertig. Jetzt komm, macht eure Task fertig. Macht alle eure Task fertig. Wir haben es doch fast. Die machen jetzt einen Double Kill.
Und dann fliegen sie auf. Wenn die jetzt... Okay. Tinker ist da. Oh oh. Oh oh. Oh oh, Tür geht zu. Oh oh. Kaya. Mach einfach deine Taskfähigkeit, Kaya. Scheiß auf alles andere, mach einfach deine Taskfähigkeit, Kaya. Okay, wir lassen Tinker sind zusammen. Das könnte jetzt der Double Kill werden. Nee, sie teilen sich wieder auf. Sie teilen sich auf. Okay. Sie sind aber nicht weit voneinander entfernt. Das könnte jetzt ein Double Kill in diesem Raum werden, so ein Stack Kill. Nee, Vless geht weg. Vless geht wieder weg. Kaya, bitte mach deine Task. Bitte mach deine Task. Oh oh, schon wieder Alarm. Okay, schnell. Oh oh, Andi ist tot. War ein guter Zeitpunkt, Andi zu töten. War ein echt guter Zeitpunkt, Andi zu töten. Kaya, geh nach oben. Kaya, geh nach oben. Egal, mach deine Task. Okay, alles okay. Nice! Ja, Tinker! Nice! Und Blesk oder wie? Blesk, Alter! Ja, Mann. Ey, die ich dachte, ich muss mich jetzt ein bisschen unauffällig verhalten, weil ich da nur so offensichtlich dumm gekillt habe. Hast du den letzten Kill gemacht? Tinker, hast du einen Kill überhaupt? Tinker? Ich habe mich als den ersten umgebracht. Ah, stimmt, den ersten, genau. Tinker, Anni, ich gemacht. Dachte, du warst es, deswegen bin ich vor dir weggerannt und genau in die Falle des Imposters. Ich stehe da so geil an dem Tisch. Wir stehen zusammen in Specimen Room und ich mache meine Task und das Licht geht aus und ich war die ganze Zeit so, Dalu beobachtet so lange, aber hätte ich mich kurz hier sechsmal umbringen können. Alles gut. Licht geht aus, ich renne dreimal um den Tisch, weil ich mit dir noch rauslaufen wollte. Und ich bin auch um den Tisch gerannt, Anni. Und dadurch, dass ich nicht mehr gesehen habe, dachte ich, du bist schon weggerannt. Anni war schon tot jetzt am Ende. Sprich, wir hatten nur 8 Sekunden gebraucht, hätten wir beide einen Kill gemacht. Anni, es wird so sein, dass wir im Dunkeln beide so um den Tisch gelaufen sind, dass wir uns gegenseitig nicht gesehen haben. Das kann sehr gut sein. Ja, dann bin ich halt nach unten gelaufen, habe ich schon dich in der Tür gehört. Ja, ich dachte, du bist schon weggerannt, deswegen renn ich. Dann, als du nicht da warst, dachte ich, du bist. Wer war jetzt zweiter Imposter? Tinker und Blesk. Ach, Vlesk. Vlesk, warum hast du mich nicht gekillt im Vorbeilaufen gerade? Er hat gerade vorher Anni gekillt. Ach, du warst im Cooldown. Wie hast du denn den letzten Kill dann gemacht? An Lifeline, als alle weggelaufen sind, ist er reingekommen. Nee, also den wo Tinker direkt hinter mir war. Ja, ich war halt nicht in Camps, ich stand neben euch und hab einfach draufgeschrückt. Ich hab getötet. Ich hab dich aber auch nicht gesehen. Kamst du hinter uns oder von wo? Ich hab keinen der Kills gemacht. Ich hab Licht ausgemacht und einfach mal neben ihr getötet. So. Und sie war halt die ganze Zeit. Alter, das war so krass. Sie war überall, weißt du? Ich hab nachher an ihr so gezweifelt, aber sie konnte es halt nicht gewesen sein, weil sie ja legit neben mir stand. Aber irgendwie sind alle... Ich hab getötet und bin dann oben ins Office reingelaufen. Und dann hast du halt Report gehabt. Ja, das war halt... Also alle Kills haben dann irgendwie auf Tinker hingewiesen, die sie dann gar nicht gemacht hat. Das war voll strange. Ja, wirklich super strange. Das hab ich versucht, neben ihr zu töten, damit ihr halt denkt, dass jemand ihr quasi Kills in die Schuhe schieben will. Und ich hatte ein gutes Alibi mit der Cam. Kaya war noch keinmal Imposter. Stimmt, ja. Oh nein! Auf die Runde freue ich mich aber. Die wäre auch geil. So, ist Lara wieder da? Lass starten. Minuten. Lass einfach starten. Vlesk, hast du einmal im Raumschiff ganz lang gebaitet und gewartet? Ja, ich dachte, Matteo, wenn jemand hinterherläuft und sich da oben töten lässt, dann bist es du. Ja, ich bin reingelaufen und dann bin ich sogar komplett runter zu Admin, um zu checken, ob du immer noch drin stehst. Und du warst immer noch drin. Ja. Und dann hat er dich gemacht, oder was? Nee. Dann war ich so, okay, Matteo, du weißt viel, Alter. Ja, ich dachte dann so, okay, Tinker wird wahrscheinlich der Self-Report gewesen sein. Und dann dachte ich, Vless chillt im Raumschiff alleine? Könnte sein. Er will dich da reinlocken, um dich zu töten. Herrlich. Ich find's geil, wie keiner von euch mich verdächtigt, weil ihr traut's mir gar nicht zu, oder? Ich find's auch geil, dass sich alle immer leben lassen. Ja, das finde ich auch ehrlich, krass. Ja, um ehrlich zu sein, als ich Kaya das erste Mal, in der zweiten Runde angesprochen habe, dachte ich, er wär's. Da hab ich so gesagt, Kaya, und er hat so geantwortet, und dann haben wir aber alle drüber gelabert, und dann hab ich's gelassen. Ich dachte, in dieser Runde wär's Kaya und Vlesk gewesen. Ich fand Tinker zu obvious. Wäre eine geile Runde geworden. Let's go. Ich will nicht sterben.
Wo? Tinker, Lara, lol. Danke, Matteo. Ich bin hinter was? Dir. Ja. Oh, das geht aber fick. Warte, warum warte, warte. Das muss... Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, bitte mich nicht als Erstes. Wir sind raus, wollten Licht anmachen, Licht war dann schon an und dann sind wir wieder zurück zur Laboratory gelaufen. Ja, ich bin vor mir reingelaufen. Also nochmal ganz kurz die Info, wo liegt der? Und die liegt in Lab, da bei der, in dem Raum von der von dem Bohrer, sag ich mal. Ja, Raketebohrer. Ah, okay. Ich habe alle, hab alle Licht angemacht und das kann Schlorx bestätigen. Folgendes ist passiert, Lara, Tinker und ich sind reingelaufen. Tinker ist in den Bohrerraum reingegangen, ich bin da durchgelaufen, habe da Temperatur gemacht. Ach, Lara war auch drin, okay, gut. Dann könnt ihr es wahrscheinlich beide gewesen sein. So, dann ging Licht aus, ich bin rausgelaufen. Ich auch. Dann ging Licht aus. Wer denn? Dann Lara, Sepp anscheinend auch. Aber Lara Tinker und ich. Anni war da bei Tinker und es war noch irgendwann dabei. Ich war aber nicht im Bohrerraum, ich war bei der ersten Temperatur. Nee, sie war tatsächlich nicht im Bohrerraum. Also ich weiß, dass so wie 4, 5 Leute in diesem Bohrerraum waren. Als ich rausgelaufen bin, hat er noch gelebt. Und da Anni nach uns rausgelaufen ist, müsste sie eigentlich gesehen haben, dass da auch kein Toter hätte drin liegen können. Weil ja, da war also, ich bin dran vorbeigelaufen, da war kein Report-Button. Ja. Und dann ist Tinker mit mir zusammen von rechts nach links. Und dann sind wir wieder zurück und Lara kam von rechts raus und dann lag da der Report. Ich bin auch Richtung Elektrik gelaufen, weil das Licht aus war. Ich gerade gesagt, ich habe Licht angemacht alleine und Schloss ist mir dann entgegengekommen. Ja. Stimmt, ja. Also Studien, das warst du. Also Glaze, wo warst du? Ich war in der Kamera zugeguckt. Kann Lara das Flo da oben bestätigen? Ja, aber wieso? Aber warum ist Anni nicht ich kann bestätigen, dass jemand in der Kamera war. Ja, weil warum ich dann ist Anni zurückgelaufen? Weil ich da noch Lara hat on cam getötet. Kinder, nicht alle durcheinander. Lara hat on cam getötet? Ach so, ja. Okay, kam die Info schon? Nee, hatte ich nicht mehr auf. Ich hab niemanden getötet. Ich hab nicht getötet. Das war schon... Ich hab dich on cam getötet. Lara. Ich hab selbst nicht getötet. Mach das doch nicht, wenn ich skippe. Ich habe ausgeskippt übrigens. Ich sippe und er sagt, Lara hat uns Cam gekillt. Ja. Ich wollte nur gucken, was Tinker sagt, ob die ein Alibi gibt oder nicht. Das ging schnell. Wiederschauen und reingehauen. Aktiv. Wiederschauen und reingehauen. Wieder schauen und reingehauen. Ich liebe dieses Spiel, das ist so geil, Alter. Ich liebe es einfach, Leute anzulügen. Ich liebe es, Leute zu belügen. Und auch Leuten manchmal die Wahrheit zu sagen, das liebe ich auch. Crewmate macht auch sehr viel Spaß. Imposter ist immer so zwischendurch so ein bisschen Spice. Da wir ja schon einen Imposter raus haben, wollte ich fragen, was ich da für ein verdächtiges Gespräch beobachtet habe. Matteo. Ich habe Kaya kurz gesagt, dass er eine Klorolle auf dem Kopf hat, ob er die runternehmen kann. Und was hat sagen, Kaya geantwortet? Es war ein sehr lustiger Moment. Wir haben uns einfach nur angestarrt und ich habe gedacht, okay, töte mich jetzt. Und dann, ich weiß nicht, was du gedacht hattest, aber wir standen... Genau dasselbe übrigens. Also ich habe da einen kriminellen Handel im Dunkeln gesehen. Können Imposter handeln? Nein. Es ist einfach nur random Trash Talk, weil wir leider einen Imposter schon raus haben. Ich wollte nur wissen, was ihr da gemacht habt. Ja, es war total lustig. Ich wusste selber nicht. Ich dachte, der moved gleich, aber ich movete nicht und er nicht. Und dann guckt man es einfach nur an. Schießen wir ins Blaue? Nein. Lass mal. Was denkst du denn, Dalu? Sag doch mal. Dein Verdacht. Ich hab Dalu wenden sehen. Jetzt rein. Okay, rein vom Dingens dazu würde ich jetzt Tinker mit reinschmeißen, einfach nur, weil sie mit Lara sozusagen mitgelaufen ist. Also es könnte sein, dass es ein versuchter Double war von Lara. Also Lara hat darauf spekuliert, dass sie den Kill an Sepp macht und dass Tinker dann den Kill an Anni macht. Aber Anni hat dann reported. Aber das ist auch komplett. Also ja, aber nochmal eine ganz kurze wichtige Info. Nicht, dass ihr euch von Dalu jetzt einlullen lasst. Es könnte natürlich auch sein, dass Vlesk sagt, ich habe Lara in den Camps gesehen, und das vielleicht gar nicht stimmt. Soll ich sagen, warum ich Lara auch verdächtigt habe? Lara hat gesagt, oben rechts waren mindestens 4 oder 5 Leute. Das wurde gesagt, nachdem schon 3 Leute sich an Lights gecallt haben. Matteo und ich waren ebenfalls zusammen unterwegs. Oben können keine 4 oder 5 Leute gewesen sein. Alle fielen weg. Das heißt, diese Sache mit
da war mindestens noch einer, ist wirklich ein guter Spruch als Imposter, um so ein bisschen noch da rauszukommen. Das ist nicht eindeutig. Also vom Timing war keiner mehr. Stimmt, es war keiner mehr. Das stimmt, da muss ich zustimmen. Ja, da muss ich auch zustimmen. Ich fand, Tinker hat sass argumentiert, auf jeden Fall. Mhm. Auf wen boten wir jetzt? Kaya, oder? Dalo. Was? Dalo, ja. Oh, cool. Ich möchte anmerken, ich habe nur gesagt, ich wollte Dalo, ich habe geskippt. Ja, cool. Oh, ich habe Schlo, bekommen was ist von jetzt Schlo. Los? Ja, das ist aber jetzt drauf. Ja. Da, 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 da. Oh nee, so ein langer Download. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, hochladen und Feierabend. Wiederschauen und reingehauen. Zack. Ist links schon jemand? Nee, links war Mantel, sehr gut. So, alle Aufgaben fertig. Alle Aufgaben fertig. Let's go. Feierabend hier. Jetzt ist Feierabend. Es ist Feierabend. Let's go. Rein in die Camps. Rein in die gute warme Stube. Jawohl. Schauen wir mal genau, was da abgeht. Ey, oi, Memo. Oh, guck mal da. Oh, oh, da hat jemand die Tür zugemacht. Oi, Memo. Guck mal da. Oi. Hm. Oh. Wo liegt der? Wo liegt der? In Specimen Room. Oha. Wer killt denn in Specimen Room? Das ist ja mega risky. Wie schnell bist du in Specimen Room reingekommen, Mann? Nur jemand, der verzweifelt ist. Ja, von das oben. Stimmt. Okay. Von oben. Ich habe mich gescannt und dann hat Schlorox kurz geguckt bei mir, ob ich mich scanne oder nicht und ist dann gegangen. Nee, ich wollte wissen, ob du Kaya gekillt hast. Ach so, nee. Und dann bin ich runter in Specimen Room gelaufen und sehe einen Report bei mir und so, hä, wer killt denn hier? Und dann sagt Dalu. Blesk, warst du gerade an den Lifelines, zufällig? Ich war an den Lifelines. Ja, weil Blesk habe ich nur an den Kameras noch gesehen, neben Erdbeeren, deswegen wollte ich wissen. Da war Dalu aber schon tot. Da war richtig. Ich weiß, dass Matteo als erstes in Lab rein ist. Dann ist Kaya als zweites in Lab rein. Als drittes ist Schlo rein. Als viertes ist Anni rein. Unge ist unten aus der Tour rausgelaufen. Also der Tinker hat überhaupt keine Info. Blesk, ich war nicht in Lab. Ja, du warst vor Kaya auf jeden Fall in Lab. Da müsste nein. Auch Matteo gesehen haben, als ich Security vorhin rauskam. Also Blesk, ich stand eine gewisse Zeit lang sogar hinter dir an der Cam, hab dich beobachtet. Dann kam Tinker zu dir dazu, weil ich dachte, sie killt dich, habe ich mir auch wieder dazu gestellt. Dann bin ich runtergelaufen ins O2, hab am Baum eine Task gemacht, bin wieder an die Cams gelaufen. Ja, du hast mich also entweder falsch gesehen oder ich habe die ganze Zeit mir selber gesagt, Matteo zwischendurch. Ja, ich war Lab. Aber ich habe gesagt, Matteo, Kaya, Lab, Unge und Schlo, O2. Das waren die zwei Pärchen. Nein, ich war nicht im O2. Dann bin ich Schlo war im Lab mit mir kurz, habe ich ihn gesehen. Ja, dann bist du durcheinander gebracht. Also was wir auf jeden Fall sagen können, Anni hat ja den ersten Kill reported und hat somit Lara belastet. Das bedeutet, es ist kein Self-Report von ihr. Ich glaube, Anni ist auf jeden Fall Crewmate. Ja, wenn ihr Lifeline gecheckt habt, dann werdet ihr ja sehen, dass ich reported habe, nach wie vielen Sekunden noch immer Dalo tot war. Ich war in Camps gerade. Wen hat denn Dalo neben Lara noch verdächtigt? Wisst ihr das noch? Ich bin ja mega verloren gerade. Tinker, aber... Ja, Tinker also, ist auf jeden Fall ein Generalverdacht. Weil Dalo tot ist, ja sein Wort nicht irgendwie allmächtig. Ich habe Tinker in den Kameras gesehen, das stimmt. Ja, ich bin ganz links. Also es wäre sehr schwer für Tinker... Ich hab alle Tasten fertig. Ich glaube, Tinker ist falsch.
Könnt ihr mal aufhören, dass ich die ganzen Leichen hier finde? Okay, es kann nicht Schlorox gewesen sein, der war die ganze Zeit in Camps und stand vor der Kamera, um zu baiten. Ja, und Unge kann es nicht gewesen sein, der hat sich die ganze Zeit über eine Kamera angucken lassen von mir. Mäntel kann es nicht gewesen sein, der war die ganze Zeit bei mir. Vielen Dank, ja. Dann ja, ist also, Lesk liegt in Lab, Tinker kam mir rechts und Admin entgegen, Tinker sieht echt schlicht aus, ja, für dich. Also, wir haben uns gerade alle ausgeschlossen. Du reportest genau. Ständig, ja. Ich bin live. Nein, Anja, disconnect. Oh, und wir haben noch nicht gewonnen, das heißt, es muss Tinker sein, also Tinker wurden. Let's go. Oh. Ja. Ja, Anni war es ja so oder so nicht. Ja, es hätte, es hätte sonst wir haben eh hier zu viele Alibis, also es kann nur noch Tinker sein. Genau, es kann nur Tinker sein. Wir haben sehr gut ausgeschlossen gerade, ich bin sehr stolz. Ja. Mäntel, wie geht dieses blöde Spiel, wo wir eben gerade davor standen? Ich verzweifle. Das ist, glaube ich, Communications. Hallo. Da musst du nur den Schalter runterziehen, damit er ausgeht. Und dann musst du nach ein paar Sekunden irgendwann mal wieder hinkommen und es wieder anmachen. Ja, das also, ist alles. Die ist ein bisschen bescheuert, die Taste. Weil es war Tinker! Ja. Ja. Hey. Hey. So nice. Der Kill war so blöd, aber ich dachte mir, ich schaff's alleine sowieso nicht mehr. Ey, und ich muss dich jetzt erwischen. Tinker und ich sind 20 Mal ins Beste um den Tisch rumgelaufen. Ich sag, Inga, drück einen Knopf. Ey. Ey, aber geil. Danu, ganz was? Kurz, wir standen wirklich zu viert oder zu fünft da bei der Rakete. Aber wir haben doch alle, aber das ging ja nicht. Ja, wir waren vier. Tinker, Lara, Tinker, Anni ich und Anni, wir ja, waren genau. Vier. Ja, und aber dann, davon war ja einer der Tote, den zählst du ja schon raus, weil er sich nicht selbst umgebracht haben kann. Ja, aber die anderen sind ja losgelaufen und dann habe ich halt direkt Sepp gekillt. Und wer ahnt denn, dass Anni halt wieder zurückläuft, während das Licht noch aus ist? Ich könnte noch eine schnelle Runde. Ich leider nicht. Oh nein. Kann ich nicht. Oh nein. Jetzt ohne Ansage vorbei oder was? Dalu. Ja. Oh nein. Ich kann halt wirklich bis null. Also bis Punkt null. Ja, machen wir eine schnelle Runde. Dann zack, zack, zack. Schnelle. Ich liebe die Imposter killen einfach turbo schnell. Es fehlt noch einer. Ja. Rein in die Lobby. Anni. Rein in die Lobby. Anni. Ja, ist alles gut. Okay. Oh Gott, war das knapp. Okay, lass mal. Okay, ich töte euch jetzt schneller als der Schatten. Töte Danu am besten schnell. Danu, das ist gut. Nice. Vielen Dank. Ich töte ihn, ja? Ich töte ihn jetzt. Mach mal. Oh, was, so schnell? Schlorox, er will wirklich eine schnelle Runde. Er will wirklich eine schnelle Runde. Dalu. Okay, Leiche oben links. Es sind, glaube ich, nur vier Leute nach links gelaufen. Davon war einer ich, Unge, ich glaube, Schlo und... Sepp und ich sind rechts. Irgendwas, ja, ich bin mittlerweile unten in der Mitte gelaufen. Anni, Schlo, Unge, Anni, Schlo, Unge, ich. Schnelle Runde. Zum Baum gelaufen. Wo ist denn oben links? Ich habe nicht self-reported, ich habe keine Zeit. Schlo raus. Dann Schlo raus. Was für Schlo raus? Alles klar, Danu. Alles klar. Ich sag euch. Ich hätte ja geglaubt, Danu, ne, wenn du das jetzt nicht noch gesagt hättest. Ja, wenn ich war es. Wie geil ist das denn? Wer war denn? Wir haben noch vier Minuten Bautet. Hallo, wer denn jetzt? Alle Schlo Danu? Schlo, der konnte am Ende. Und haut sich so aus Zeitgründen die Leute raus. Wollt ihr mich verarschen? Hat er verdient. Weil, wer tötet mich? Du musst sterben. Das ist immer so. Sehr gut. Schnell, komm, dann gucken wir weiter jetzt zu. Wer ist der andere? Wer ist der andere? Dann gucken wir den Mörder einfach noch zu. Ich glaube, Mäntel ist der andere, kann es sein? Ich weiß nicht. Komm, wir haben noch zwei Minuten. Zack, 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 zack. Komm, komm. Lara ist hier. Ja, ich mach mal Task. Wobei, die Task brauche ich gar nicht zu machen, weil die Runde ist gleich vorbei. Aber komm. Mach nebenbei ein bisschen Task. Okay, grün ist tot. Mental ist also nicht. Leiche liegt an Electric. Sepp. Ja. Was? Warte mal, wer kam mir gerade entgegen? Wer kam mir gerade entgegen? Sepp kam mir gerade entgegen. Warst du das, Kaya? Unten links? Ich war der Sepp, mit der Klorolle, ja? Das, unten links. Das wäre jetzt so krass. Ich bin von Weapons gekommen, du bist mir entgegengekommen. Ja, also, weiß nicht, wo lag die Leiche? Wo Sepp raus? Electric. Wo Sepp raus? Was votet ihr jetzt? Sepp. Okay. Sepp, los. Alle Sepp raus.
Gönn. Ich habe auch Sepp gewotet. Gönn. Let's just go. So, Lara kann sich gewesen sein, Dalu und ich waren zusammen in Lifeline, als der Kill passiert ist. Jo. Sepp, warst du auf Cooldown oder was? Ja, klar. Zeit. Oh, immer. Ich kann mich auch teleportieren. Also, die Vents, die sind mein zweiter Vorname. Also, auf wen voten wir denn jetzt? Sepp. Auf wen? Sepp. Auf Sepp. Okay. Zwei Minuten auf mich. Noch, Leute, komm. Bitte lass das stehen. Oh mein Gott. Das wäre so lustig. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid für die Imposter. Es tut mir so leid für die Imposter. Aber wenn ich sterbe, ist vorbei. Wow. Ihr könnt nicht. Ja. Das war die beste Runde. Pünktlich. Speedrun. Oh, ja. Das war zwei Minuten vor. Ich habe eine Runde schaffen wir noch. Ich habe Slow gesagt, weil ich Slow und Unge als Einzige nach links gehen habe sehen. Eine Runde schaffen wir noch. Hallo, wir haben noch eine Runde. Zwei Minuten. Ich habe es nicht. Können wir die Map wechseln? Könnt ihr machen. Ey, oh mein Gott, war das cool. Ich bin um 0 auch weg, Guys. Okay, war mega nice. Das tut mir so leid für Sepp und Schlo, Alter. Ey, war super nice, ohne Scheiß. War eine super geile Runde. Das war eine der besten Sessions. Ja, war mega geil. Sehr viel Spaß. War mega geile Runde. Das war grandios. Also geile Runden, mega. Und Nio beim nächsten Mal gewinnen wir, ne? Genau, auf jeden Fall. Ey, wie doof. Okay, alles klar, mach's gut. Ich bin auch vielen Dank für den netten Abend. Schlaf gut. Guten Abend, hat richtig Spaß gemacht. Ciao, ciao. Tschüss. So, Leute, ich bin hier alleine. Wer möchte noch dazukommen? Es wird gemütlich hier. So. Also, Leute, an dieser Stelle, dann sage ich euch auch einmal Tschüss. Bis morgen. Um 20 Uhr sehen wir uns wieder bei Ungeklickt. Und jetzt gibt es nochmal für die Geburtstagskinder Happy Birthday. Und die ersten 9 Leute können sich hier nochmal verewigen im Stream. So, Leute. Ihr könnt alle hier mit nochmal hier mit rumlaufen, die hier noch reingekommen sind. Mir gibt's noch ein Geburtstagslied. Für die Geburtstagskinder. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder. Kuss geht raus. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Nino, Marvin, Mr. Flex, Clemens, Tim, Maxi und Kidole. Happy Birthday to you. Kuss. Ciao, ihr lieben Geburtstagskinder. Jetzt reißt es. Hä? Es ging los, weil einer reingegangen ist. Komm, machen wir eine Runde. Das Problem ist, wenn ich jetzt Imposter wäre, ist scheiße. Nein! Mann, und alle gucken in Stream. Och, es ist scheiße. Ja, was soll ich machen? Das ist ja dumm. Wir gucken alle in Stream gerade. Alles sind alles Zuschauer. Die wissen, dass ich Imposter bin. Oh Mann, ich muss den Caputo abschlachten. Hä? Ich war's wirklich... Nicht. Und ist clear. True. Ich glaub, rot ist sus. Skip. Ich hab einfach Karen gewonnen, was richtig Karen ist, Alter. Wow, rot geht ja gar nicht, wow. Hä, wie konnten die denn denken, dass ich es bin? Wieso denken die, dass ich es bin, hä? Ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht, Leute. Dann sehen wir uns wohl morgen wieder. Um 20 Uhr, haut rein. Kuss geht raus. Ciao. War sehr nice mit euch. Küsse an alle, die gerade noch in die Runde reingejoint sind, ihr Speedhacker. Ciao. Absoluter Random Vote übrigens. Absoluter Random Vote. Ich habe nichts gemacht. Absoluter Random Vote. Ja, sorry, es war ein Random.